Ja, heute starten wir mit der Purge, die zweite Purge auf Wheel of Online. Startet dann um 19 Uhr. Wir werden uns jetzt noch vorbereiten. Jetzt um 18 Uhr fängt ja alles an, erstmal warm zu werden, genau. Das Geile ist, wir haben ein bisschen was umgestellt, sprich, man kann sich quick reviven. Man muss also nicht warten, man muss kein Krankenhaus der PvP spielen. Es gibt sehr viele Regelungen, die wir jetzt gelassen haben. Man kann VDM, RDM, alles ist dann möglich. Also ihr dürft halt alles machen, was möglich ist. Ich hätte heute schon mit Blaulicht rumfahren, da habe ich Bock drauf. Auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht wusstet, lasst komplett kostenlos ein Abo da, würde mich sehr hart freuen. Bitte ein Abo da lassen, Glocke aktivieren, nicht vergessen und lasst kostenlos ein Like, damit macht ihr einen kleinen Shiba-Inu glücklich. Und jetzt kommt langsam die Sonne wieder raus, perfekt. Oh, das Wetter ist so krass, ne? Heute mal mega pünktlich, ja? Kann man so sagen. Oh, wie komme ich denn da durch? Ach nee, da komme ich ja nicht durch. Wie bin ich denn. Ah, gut, auf einmal von hier. Ja, gut, das war's mal wieder komplett an dieser Stelle. Da ist jetzt nämlich so ein Mapping drauf und an das habe ich vorher natürlich nicht gedacht. Dass hier das alte RLU-Mapping drauf ist von Halloween. Und was auch wichtig für euch ist, was wir aber heute nicht mitmachen werden, das ist die Verlosung. Ich werde heute nämlich nicht den kompletten Stream lang auf RLO zocken. Der Purge geht bis 0 Uhr. Das heißt, ich werde jetzt nicht bis 0 Uhr durchzocken. Ich werde ein bisschen was vom Purge zeigen natürlich. Wir werden auch mitpurgen. Aber ich werde nicht bis 0 Uhr streamen, weil Andel kommt dann noch vorbei und da haben wir unsere Zeit. Und was ihr wissen solltet, es gibt was zu gewinnen auf RLO jetzt. Die Leute können in einer Schnitzeljagd, wir haben letztes Mal über die Schnitzeljagd geredet, ne? Können die Leute zwei spezielle Fahrzeuge gewinnen. Und die gibt es nur auf einmal auf der ganzen, also auf der ganzen Map halt. Du kannst hier nirgends kaufen. Das wäre ein Pagani, wäre das, und so ein Rolls-Royce SUV. Die beiden kann man gewinnen und das sind dann Einzelstücke, die man auf dem Server fährt. Und ich bin die schon Probe gefahren. Die Dinger fahren sich extremst gut. Also ich würde schon fast sagen, fast OP. Und das ist halt ein Preis bei der Schnitzeljagd heute. Also der erste Preis darf sich halt aussuchen, was er sich aussuchen möchte. Entweder Pagani oder halt den Rolls-Royce. Der zweite Platz kriegt halt das, was übrig bleibt, ne? Und die Schnitzeljagd, die werdet ihr leider nicht mehr sehen, aber da kann ich sowieso nicht mitmachen, weil ich weiß ja, wo die ganzen Sachen sind, ne? Da kann ich sowieso nicht streamen, weil dann würde ich vielleicht irgendwie Hinweise geben oder so und da kann ich auch selber nicht mitspielen, ne? Also die Schnitzeljagd habe ich eh absolut ausgeschlossen. Aber es gibt auch keinen User, der weiß, wo die Schnitzel sind. Haben wir extra gemacht. Ich habe gestern echt lang dran gesessen, aber es hat funktioniert. Ich bin sehr froh drüber. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wer als erstes alle Schnitzel findet, der bekommt dann halt das Auto geschenkt. Da freue ich mich übelst drauf. So, was ist mit Meta? Ist das erlaubt? Ne, ist auch nicht erlaubt. Steht ja auch, wir haben ja Regeln geschrieben. Also OOC-Regeln bleiben bestehen. Also kein Meta, kein Cheaten, die Basics. Also alles, was so basic ist. Gangkrieg ist auch, die ganze Purge lang ist der Gangkrieg ausgeschlossen. Also es gibt keinen Gangkrieg. Und das finde ich halt auch nice, ne? Wenn wir mal so ein bisschen chillen können und nicht die ganze Zeit uns bekriegen müssen. Das ist auch nice. Aber ja, alles was halt OOC betrifft, sei es Cheaten, irgendwelche vorteilhafte Mods installieren oder Metagaming oder sowas, das ist halt trotzdem ausgeschlossen. Das ist nicht erlaubt. Aber wie gesagt, das haben wir alles auf dem Discord, da wissen die Leute Bescheid. Ankündigungen gehen raus. Ja, ich freue mich auf heute auf jeden Fall. Ist mal wieder was Geiles. Und wir fahren jetzt erstmal zu 1:7, holen uns mal die Sachen ab. Ich werde mich mal kurz eindingsen bei denen. Und dann geht's los, hätte ich gesagt. Dann starten wir gleich durch. Aber ich muss mich erstmal komplett eindingsen. Hallo? Moin. Hallo? Hallöchen. Hi. Na, schon heute Waffen verkauft? Ja, einige. Muss mal in der Liste gucken. Alter, okay. Muss ich dann schauen. Das war alles nur FD okay. Heute, ne? Was haben die eingekauft, AUGs? D, P90 und M4. Ui. Na gut, wenn die wissen, dass die AOG so gut wäre, ne? Haben wir. Das haben wir denen ans Herz gelegt. Deswegen haben sie 7, 8 AOGs oder so nochmal geholt. Ah, okay. Nice. So, Dankeschön an die Leute, die jetzt schon wieder rausgewuppelt haben. Ich lese gleich vor. Hier Mario R mit 2 Euro, Fantgamer ist VIP geworden, Emo Maus ist VIP geworden, It's Ice Tea, kennst du mich doch natürlich. Junge, jetzt fahrt doch nicht hoch. Scheiße. Was ist mit euch? Oh, das bin ich auch reingefahren, weil ich da halt auf den Chat geguckt habe. Hab gehört, das mit dem du liebst Eis, die wird aber auch nicht alt, ne? Hoffe, das Event wird heftig und viel Spaß haben. Ach ja, man kann snipen! Wir dürfen wir snipen! Haben Kopf auf unserem Gelände. Wir schießen. Ich dachte, wir würden umbringen. Kannst du mich umbringen? Das hatten wir gestern schon das Thema. Ryan, gib ihm mal einen Kopfschuss. Das ist. Charlie, los. Was ist ein Kopf auf dem Grundstück? Nein, Kürbiskopf. Also ein Kürbiskopf. Was stand ein Kopf ist auf unserem Grundstück? Alter, ein Kürbiskopf. Okay, aber ich fahr mal hin. Habt ihr alle schon Kostüme? Ja, noch nicht.
Die müssen wir noch vorbereiten vor der Purge, dass wir uns mal Kostüme machen können. Wie die in deiner Tante ist auf dem Gelände. Edels Tante auf Gelände. Shaggy, das mit dem Kochen verschieben wir. Ja, ich ergebe Auto fest. Sag mal, habt ihr Sniper gekauft? Ja. Ja. Perfekt. Sniper, Feuerwehr, wo kommst du die? Wir haben noch Scharfschützengewehre unten im Lager liegen. Perfekt. Ja, man darf endlich mit Scharfschützen schießen. Ich freue mich so drauf auf die Scharfschützengewehre, ohne Witz. Ich werde so die Leute wegsnipen heute. Das ist nämlich mein Lieblingsding zu snipen. Ich liebe es. I love it. Das ist der Sound of a Spinde. So. Servus. Servus. Vorstellung ist Edins Tante. Das ist Edins Tante. Hallo? Ja. Ja, ja. Hi. Ryan. Wie bist du hier reingekommen? Maggie. Okay. Chef, kennst du das, wenn du einfach so Leute triffst und du willst sie einfach auf die Schnauze hauen? Ach, das war doch der mich gestern erschrocken hat im Keller. Stück Scheiße, natürlich ist er das. Der war gestern im Keller bei uns. Weißt du, was ich mich glaube, im Haus spukt's, ne? Ich bin gestern, bin ich die ganze Treppe runtergefallen. Ich bin durch eine Wand und bin die ganze Treppe runter und irgendwie kam dann dieses Monster auch, genau in diesem Treppenaufgang. Ganz komisch. Justin? Bist du ein Mensch? Lebst du bei uns? Was will der von uns? Lebst du bei uns? Was bist du mutiert? Zu was denn? Kürbis. Okay, wow. Kannst du sterben? Heute ja. Heute kann er sterben, okay. Schick. Nicht. Heute schon. Oh, Schatzi-Mausi schreibt. Wenn es okay ist, ich nehme mein Schatzi-Mausi mit, gell? Ja, ich dachte, wir fallen zu der Sitzung. Nö. Ah, sie ist noch eingesperrt. Ups. Die ist ja hier aufgewacht letztes Mal. Ich hab sie eingesperrt. Ah, Schatzi-Mausi. Tut mir sehr leid, Schatzi-Mausi, ich hol dich. So. Hallo? Hallo? Katrin? Katrin? Gut, gut, gut. Ah, da bist du. Hallo. Guten Tag. Hi. Was ist los? Eingesperrt gewesen? Viel verbracht hier drin. Was sagst du? Heute geht die Purge los. Wir müssen uns ausstatten. Wir haben alles, also die Jungs und Mädels haben schon alles eingekauft. Wir haben Sniper. Wir haben Snipers und noch mehr Snipers. Cool. Wir können nämlich snipen heute. Heute ist alles erlaubt. Cool. Ja. Und was ziehst du heute an? Gehofft, dass wir Partnerlook haben. Wir könnten nackig gehen. Dessous? Wie wär's? Was? Gibt's Herren Dessous? Weiß ich nicht. Nein, aber wie wär's, wenn wir einfach mit Unterhose durchrennen? Das wäre doch richtig schön. Ich möchte nochmal singen. Nein, möchte ich nicht. Es ist nur in der Nacht regnet's. Am Tag regnet's nicht. Was siehst du, so lang war ich schon drin. Ich singe alle meine Endcaps. Chucky, will ich nochmal sehen. Ich will dir wahr hören, ob du singen kannst. Alle meine Händchen. Hm, komm. Der wirft dein Auge aus. So, was? Oh nein. Das ist ein Kürbiskopf, der bei uns lebt. Ich weiß auch nicht, wo der herkommt. So, also, ich drück dir mal eine Sniper in die Hand. Was brauchst du nur alles jetzt heute? Weiß ich nicht. Boah, du bist aber ganz schön voller Elan. Perfekt. Dann hole ich mal ein paar Sachen. Kommst du mit? Mitkomm, put. Also brauchst du auch was? Ah, deshalb bist du da, der braucht auch was, er kommt mit. Alles gut. Nicht runterfallen. Ja, da bin ich gestern die Treppe runter. Aber von da ganz oben, von ganz, ganz oben bin ich runter, hier in die Mitte durch. Ich habe mich nicht verletzt, weil ich mir die Weste an hatte. Und hier wurde ich gestern erschrocken an der Treppe. Ja, ja. Mhm. Ich werde euch heute unterstützen. Drei goldene Maybach bei der Tankstelle West Highway. Ich verstehe ihn kaum, ne? Ich glaube, er braucht einen Hustenbonbon. So, machen wir nochmal die Tür zu. Das ist der Sound of a Spende. Wenn das Kartell jetzt noch angreift, Alter, wir haben gleich Purge. Man erwartet nie das Unerwartete. Was ist der Plan? Was der Plan heute ist? Wir haben keinen Plan. Das ist unser Plan. Geil. Warte, ich muss mal mein Funkgerät einstellen. Das ist mir so egal. So. Ah! Wir müssen dann so einen Gemeinschaftsfunk bilden. Hallo?
Wir müssen dann alle in einen anderen Funk gehen. So. Also, ich schau mal ins Waffenlager. Sprengt zur Not die Tankstelle in die Luft. Vielleicht für mich einen Zugriff auf euer Lager. Ich bin allein, das ist schon ein bisschen jein. Da müsste ich euch alle einstellen. Ich kann euch nicht einstellen, so easy. Das machen die nahezu gemacht. Ich kann aber rausgeben. Warte, ich frag mich schon, was die bessere Sniper ist. Meine Frage, was ist denn die schwere Sniper im Lager? Barrett M82. Danke. Sag einfach, was du brauchst. Kurze Frage, wo waren die Teile? Golden in Maybach? Eine AOG. Tankstelle, was ist dabei? B90. Mhm. Eine Weste. Ja, ich geb dir mal die Sniper, so. Sniper. So, dann kriegst du auch eine Sniper. Bitteschön, aufpassen, schwer. Bitte. So. Ein Schwarzer, der gerade West Highway aufgefahren ist, ja. Gut, das schon mal der, also ich habe jetzt, ich kann euch empfehlen, ja, die AOG ist ja stark. Die habe ich. Die hast du. Brauchst du eine AOG? Ich habe gar nichts, also ja. Aber dann gebe ich dir meine. Oh, die ist schon warm, oder? Die ist warm, ja. Da nehme ich noch eine AOG mit und eine Glock 18 nehme ich auch mit. Brauchst du eine Glock 18? Ich gebe dir die einfach. Ich habe, warte. Da, bitteschön, du hast keine. Jetzt habe ich eine. Mhm. So, Glock 18 und... Ich habe Feuerwerk. So, dann haben wir das auch. Jetzt brauche ich noch eine Weste. Achso, Weste habt ihr keine, kann ich euch geben. Wir kriegen ja Westen auch raus, kein Problematikum. So, bitteschön. Achso, du hast schon. Du hast keine Westen, ne? Wo sind jetzt die goldene Maybach? Westen? Jetzt kann ich nicht. Sich Kontakt verloren, wir fahren gerade Richtung Ende. Warte. Von denen. Ja. Gut, dann fahr ich mal zwei Stück. Gelände. Ja, sind wir auch. So. Sind wir gerade auch unterwegs. Ja, dann zieh mal eine an, bitte. So, du hast schon angezogen, ne? Ja, ich kann ja, noch eine jetzt nehmen. Jawohl. Kann mich wundern, wenn ihr uns seht. So, bitteschön. Danke. So, brauchst du noch eine Weste? Im Kartellgelände steht kein Auto, soweit ich sehe. Schauen wir mal. Weste, Weste, Weste. Ich hab mal die Tour um sich da aufzurüsten beim Ammoladen. Wie jedes Mal. Bitteschön. Okay. Jetzt sollten wir alle genug Westen haben. Wie machen wir das wegen Nachschub? Da würde ich sowieso eher weniger empfehlen, hier am Grundstück zu sein, weil es könnte sein, dadurch, wir haben ja eigentlich einen Krieg, ne? Es könnte sein, dass die uns vielleicht umstellen mit Sniper und dann haben wir hier ein Problem. Was hast du für eine Idee? Wie wär's denn? Also ich habe gehört, dass wenn man umkippt, dass man im Krankenhaus aufwacht. Ja. Ja. Was, ein Krankenhaus ist eine Safe Zone. Da stellt sich dort ein Auto quasi als Lager hin. Weißt du, was ich meine? Das könnte man machen, ja. Die Frage ist halt... Das darf man nicht klauen. Wie viel hat dein Gehirn? Du hast eigentlich recht, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Warte, ich gebe das gleich mal durch. Ey, der Kürbiskopf hat gar nicht mal so eine schlechte Idee. Weißt du, was der gemeint hat? Wir könnten in der Safe Zone drüben beim Krankenhaus könnten wir ein Auto hinstellen mit Waffen und allem drum und dran. Macht die Latze. Machst du eigentlich auch Kürbissuppe? Ja, ich habe hier gerade einen LKW voll mit allem Scheiß auf dem Gelände stehen. Ja, den müsstest du in die Safe Zone bringen. Dann kannst du da hinstellen, weil da können sie eh nichts machen. Da dürfen sie dann weder aufmachen, ausrauben oder sonst was. Am besten unten in die Tiefgarage stellen das Ding. Moin, ich bin wieder da. Hallo. Servus. Hey Ryan, holst du mich ab? Bürgen von den Kopfzeitkreis Richtung Stadt einwärts auf dem West Highway. Also, wir können verbrauchen für die Birch. Ryan? Also, was brauche ich noch? Also jetzt habe ich die eine Weste. Jetzt also, muss ich wieder die Weste ausziehen. Ist gerade am Tanken. So, okay. Muss die Westen ausziehen. Holt mich mal bitte fix ab. Also ich habe jetzt in einem LKW 12 Pakete von Pistolenmunition, SMG, Sturmgewehr und Sniper, dann jeweils 12 Schalter, Lichtmodule und erweiterte Magazine. So, wir müssen noch gucken, mit was wir heute rumfahren. Was zum Anhänger hat, der geht echt öfters mal weg. Nee, ich hab keine. Habt ihr eine Idee? Nee, dein Anhänger war vorhin übrigens auch mal wieder da. Panzerwagen. Okay. Ja, ich weiß nicht, Panzerwagen ist gar nicht mal so gut. Ist es sogar besser, wenn man sowas fährt wie SUV? Kannst du über Stock und Stein fahren? Oder was Schnelles. Oder was Schnelles, ja. Aber ich bin eher so Fan von Geländewagen. Hallo. Wo seid ihr mit dem Kürbiskopf? Also ich im Keller, wir gehen jetzt wieder nach oben. Ich werde mich auf das Scharfschützengewehr fokussieren. Ja, wir haben Kürbiskopf hier.
Quitschi quitsch. Mit einer goldenen Black Series. Fährt mal mit der schwarzen Web auf dem East West Highway hoch Richtung Palitoch. Also Code zu Info. Code zu Info, ich hab gerade mit dem Suburban geredet. Es bleiben alle im Dienst und ganzes BD und Marshals fahren alle mit Suburbans herum. Kennzeichen Birch. Ja, würde ich sagen, alle rausschießen dann, ne? Wenn es soweit ist. Wir müssen eigentlich mal ausprobieren, ob die Maybachs den Schuss von der Heavy Sniper aushalten. Vier Stück. Die Scheibe hält vier Stück aus. Wir müssten noch schnell Reparaturwerkzeugkasten holen, ne? Also kommt noch mit, hab ich vergessen. Ihr zwei. Vier Schuss zur Zeit. Aber ich komm jetzt vergessen, das ist wichtig. Dieselbe Stellung natürlich. Das fühlt sich so geil an, wenn eine Sniper. Der Revolver, der Colt, da ging glaube ich der dritte Schuss schon durch. Ja, der Colt ist ziemlich stark, also der ballert richtig durch. Was macht den Palito? Dann denke ich mal, der Golden One geht noch schneller durch, weil der ist ja noch stärker, oder? Funkstelle mal bitte kurz, grüner Raptor und ein schwarzer G65 Klasse, West Highway Auffahrt von Palito. G-Klasse bin ich, mattgrüner Raptor, keine Ahnung, wer das ist. Der hat Chucky beobachtet, glaube ich. Kann ich für abholen? Hier. In meiner Villa? Bei der ich Kirche. Ich habe noch einen Werkzeugkoffer. Ja gut, dann kannst du dir keinen tragen, gebe ich dir einen. Bitteschön. Und dann nehme ich noch einen mit. Passt. Und dann können wir loslegen. Achso, wir müssen noch Ausstattung brauchen. Heute wird's wild, Alter. Raptor fährt jetzt auf dem East Highway, West Highway statt einwärts gleich über Militärbase. Eine schöne Latzhose. Winst du was jetzt auf dem Weg? Ich muss die Weste wegmachen. Yep. Voller Stolz. Die Frage ist, wie wollen wir fortfahren dann? Wollen wir dann mit der kompletten 1-7 Gruppe das machen oder wie habt ihr das vor? Das musst du wissen. Du bist der Boss. Naja, könnt ihr auch sagen, weil wir können. Da müssen wir nämlich in einen anderen Funk gehen, weißt du? Und dann können wir alle zusammen oder wir können auch nur zu dritt, aber. Okay, sie will schon mal bei dir bleiben, ist logisch. Ja, das ist logisch, aber nicht, dass wir überrumpelt werden. Ich würde auch gerne in der Nähe oder so bleiben. Vielleicht taktisch, dass wir. Ja, dass wir im Team bleiben irgendwie. Aber halt aus einer Gruppe fungieren. Ja, wir sowieso als Gruppe, also wir werden uns nicht teilen, aber ich meine jetzt. Woher weißt du, dass jemand nicht dir den Rücken kehrt? Ja, das, ja. Das werde ich mir aber dann merken, ne, für die Zukunft. So. Was? Was? Gut, gehen wir hoch. Ich hoffe, dass mich der Kürbiskopf nicht abknallt, das hoffe ich am meisten. Der dann in unserem Keller unten wohnt. So. Dass er mir vertraut ist wie Heirat. Dann mach ich das kann auch immer bringen. Deshalb meine Weste wieder nicht an, perfekt. Muss die wieder anziehen, so. Wir bringen den Maybach nur kurz zum Gelände, Ideen. Perfekt. Ja. So. Wichtig ist, dass wir Magazine holen. Dass wir uns damit richtig fett ausstatten. Schalldämpfer ist auch okay. Erweitertes Magazin ist wichtig. Lichtmodule sind wichtig. Da halt. Wars-Kartell. Genau. Essen. Ja? Wo Hinterhalt? West Highway, kurz vor dem Aussteller. Was Hinterhalt, oder was? Ja. Ey, wer ist der Urus, der hinter mir rein ist? Ich. Aber wollt ihr die heute wirklich noch jagen? Also ich will die gar nicht jagen, ich will mich einfach nur vorbereiten. Ja, wenn die jetzt einen Hinterhalt machen, dann jagen wir sie, oder? Chefchen. Ja, aber dann. War ein Urus und ein Offroader auf dem Berg, plus eine. Weißt du, was nur der Scheiß ist? Stell mal vor, ihr seid dann genau da in dem Moment im Krankenhaus. Und ihr habt keine Waffen, kein gar nichts. Ist halt beschissen. So unvorbereitet, weißt du? Scheißegal, was Freud sagt. Ich würde sowieso sagen, dass wir vom Anwesen, sobald es losgeht, ein bisschen Abstand halten. Ja, also es waren vom Kartell maximal 5 Personen. Wir waren nicht vor Ort, gerade eben beim Hinterhalt. Also ein bisschen Abstand halten hier, weil nicht, dass die da alles im Stände und snipen und so weit ist. Dann will ich meinen Gegenkammer Range Rover Raptor. Ich will nichts sagen, aber laut Erzählungen gestern ist der Typ nicht tot zu kriegen. Wollen wir es ausprobieren? Er meinte, er stirbt. Ich würde es nicht ausprobieren. Och, ich habe keine Angst vor dem Typen. Du hast keine Angst vor dem? Nee, ich schieße ihm nicht in den Kopf. Probier's doch. Ich. Nein, tu's nicht. Sag das nicht, er tut's wirklich. Er kann doch. Meine Zeit läuft ab 19 Uhr. Was ist das für ein... Was dann? Da kann ich dich töten, oder was? Ja, da weiß ich schon mal, wen ich jage, wenn ich umfahre. Ja, ich würde es nicht anders machen, sag ich dir einfach ehrlich. So, ja, also, ich schon.
14 Leute sind anwesend und 3 sind nur aktiv. Perfekt, so muss das. Dann lass mal kurz Versicherung. Ich? Nee, ist jetzt gerade nicht gut wegen Kartell da. Alter, Adam McNeil, Happy Halloween, auf eine blutige Nacht. Glaubst du an Hoffnung und Wünsche? Ich schon und ich hoffe immer wieder weiter. Haben einen schönen Abend, Dankeschön. Hannah McNeil, ich bedanke 1599 für diesen weisen Spruch. Alter, vielen Dank. Liam Braun, 99 Cent, dann Prio Doni, Happy Purge, dankeschön. Paul Schmolke, danke für SIP werden. Max Gaming, Max Gaming, auch für den Euro. Minko, danke für SIP werden. Quentin, was geht, als das Bein hat? Wo denn? Devilrix, ja, war eine erste Spende. Seine Frau von aus die Schweine. Danke, dass du mich seit 2 Jahren begleitest. Ja, und wir lachen uns kurz. Meistens in unserem Gelände, dass die da in einem Gehege sind. Das waren Schweine. Was? Also an unserem alten Gelände hatten wir doch Schweine. Ja, da hatten wir Schweine. Und das, da wurde doch gesagt, dass das Habub seine Familie ist. Okay, ja. Und er sagt mir, dass er sein Vorfahre ist. Also macht das irgendwie keinen Sinn. Der Vorfahre. Von Habub. Ja, vielleicht ist er vom Schwein zum Kürbis mutiert, wer weiß das schon. Kann schon sein. So ein Haram-Kürbis ist ja nichts Schlimmes. Haram-Kürbis. Ja, keine Ahnung, es ist eher so... Perfekt für Suppe. Perfekt, eigentlich perfekt für Suppe, ja, das ist nicht unrecht. Kann man gut sägen, sicher. In ein zähichtes Kürbisschwein. Aber in der Rolle der Tante sehe ich mich am meisten. Gerade im Keller, warte. Immer die Tante. Okay. Ja, die heißt, wie kannst du jetzt knicken? Weggefahren. Was ist, wenn man sie den Kürbis vom Körper reißt? Dann ist der Kopf halt weg, ne? Der Kopf ab. Also, sehe ich da eine Brille unterm Kürbis? Mal gucken. Was ist das? Ist das eine Brille? Der hat eine Brille unterm Kürbis. Ja, ja. Ui. UV-Schutz. UV-Schutz, okay. Saböbenkolonne. 3 Stück. Palito für die. Sehr strange. Das ist die Sound of ich. Immer diese Brille. Sieht komisch aus. Ja, immer, ne? Alles gut, mir geht's super. Ich glaub nicht auf uns ran. Ich war so aufgeregt. So, Ey Vince, wollen wir Karren aus der Versicherung? Lass mal kurz gucken. Geht's. Perfekt. Ach scheiße, ich muss auch aus der Versicherung holen. Kommt ihr mit? Ich muss zur Versicherung. Ich brauche ein bisschen Backup dort. Schon mal nicht. Sag FD. Nee, FD geht kochen. Wo fahren wir hin? Wir gehen jetzt, abholen, Autos abholen von der Versicherung muss ich. Okay. Kommst achso, du fährst selber, okay, alles klar, das ist vielleicht scheiter. Wer begleitet mich zur Versicherung? Wir alle. Ja. Wir sind auch da unten jetzt. Alles klar. Auch klar, wir kommen da eben alle hin, weil ich glaube, wir müssen alle ein paar Fahrzeuge holen. Ja, ja, die ganzen Panzerautos sind drin. Oh, was? Ich darf richtig viel Kohle jetzt ausgeben für die Scheiße. 100.000. Ach du Kacke, ja selber schuld, ne? Ja, das passiert halt im Krieg, ne? Boah, seine Mechanik hat noch Werkzeugkästen holen. Wir haben da noch. Ich bin auch gerade, haben wir noch. Im Lager? 60. 60. 58. Wir kommen vor, da waren über 80. Meine ich auch gerade. Hier der Monk, man kennt ihn. 60, nee, 58. Ja, ich würde es genau sagen. Oder 57. Boah, das wird das Kacke, ne? Warte, ich glaube, ich fahr falsch. Ja, ich fahr falsch. Ach komm, leck um, jo. Der vierte Suburban fährt mit Realito PD gerade an. Hat die Street hier komplett auseinandergenommen? Och, also ich glaube 8 oder 10. Schau nur, wer das ist. Was machst du denn? Schau nur, wer das ist hier. Ganz komisch. Am Strand. Wahrscheinlich Kartell. Das könnte, Kacki, ja, das Problem ist, die könnten zum Kartell gehören. Ich habe kaum noch Tank. Hm. Ist dieser Ford, der oben steht, da ist ein Ford, so ein schwarzer, gehört er zu uns? Einfach Patz auch. Da standen 2 Raptors. Ich glaube, ja. Voll besetzt. Nee, aber das war kein Raptor, das ist so ein Ford, irgendwas, so ein Pickup. Und da am Dings, am Autohaus steht wahrscheinlich das Kartell. Da kommt noch ein Ram. Ja, Kartell unten. Ja komm, wir gehen jetzt ficken, jalla, alle Autos.
Alle Autohaus? Ja, ich habe aber wen dabei sitzen bei mir, ne? Ich muss die rauslassen. Ja, ich bin auch. Egal. Töten. Ja gut, ja, dann steig bitte aus. Ganz schnell, ich hol dich gleich wieder ab. Oh, außer du willst dabei sein. So, sorry. Fährt weg. Richtung Versicherung. Wir kommen vielleicht hier durch. Okay, wir fahren zur Versicherung über den Strand vor. Wir fangen die an. Seid ihr euch sicher, dass sie dort drin sitzen? Ja, ich hab sie gesehen. Sie sind ausgestiegen. 100% Kartell, weil dann feuer ich direkt rein. 100% Kartell, 100%. Ich hab die Masken von denen gesehen. Wohin fahren Sie gerade? Richtung Versicherung. Bedenkt, dass heute Halloween ist und sehr viele Leute so eine Maske tragen könnten, ne? Sie haben auch. Ja, los, wir haben quasi geschossen. Los, zur Versicherung. Wir haben schon auf uns geschossen, los. Wo? Ja, Versicherung. Ja, willkommen. Ich sehe nicht, wo die hingefahren sind. Die waren auf einmal weg. Ich habe auf den einen geschossen, aber der ist nicht mehr da. Also wir sind jetzt beim Pier oben drauf. Ja, die sind am Pier oben. Am Pier. Nein, das sind wir. Achso, seid ihr. Okay, ach du Scheiße. Ich dachte ganz kurz Gold. Das ist auch unser Maybach. Ja, bei mir sehen jetzt halt alle Autos goldig aus, ne? Ja, durch das Wetter ist halt echt die Farbe schlecht zu sehen, ne? Pass mal kurz auf, ich muss tanken. Ja, ich müsste eigentlich auch tanken, ich bin fast leer. Ja, tank doch, wir sind gerade genug Leute hier. Da kommt ein Urus aus unserer, ne? Sind wir. Ja, das ist unserer. Hab ich schon vergessen. Ja, wo seid ihr? Lamborghini ist auch unserer? Da kommt ein Maybach und so ein Lambo. Also ein Maybach bin ich, der Bose, der Ferrari, keine Ahnung, weil das ist Ferrari 488. Ja, wir kommen jetzt mit dem Raptor, Komisch, wo ist Schandl? Boah, Alter, kann dieser NPC mal die Fresse halten da hinten? Ich habe gerade, wo Schandl ist, wo ist die Frau Brot? Oh nö, Frau Brot. Fesse ihn. Auf das hab ich eigentlich gar keinen Bock gehabt, jetzt vor dem Dings machen. Wisst ihr, was ich meine? Ey, bitte den noch nicht weg. Auf das hatte ich gerade gar keinen Bock. Das war kein Pitch. Hallo, wo ist bist der du? Ist der Raptor am Strand? Wo stehst du genau? Ja, hab ich doch gesagt. Okay. Ja, in der Nähe. Kommt einer kurz. Nee, ich fahr die ganze Zeit rum, ich bin nicht Aufgabe. Ja, ich seh dich auch, ich seh auch noch. Also wirklich. Ja, aber wo, dann zeig dich, ich seh dich nicht. Ja. Ich bin nicht stehen. Alter, vorne jetzt, ja. Ja. Ich hab daran gewöhnt, Alter. Hey, mit dem LKW musst du auch einfach ausrollen lassen, weil du bremst, schlitterst du einfach komplett. Ja, hab's also heute fahre ich einen Scheiß zusammen irgendwie. Voll in irgendwie zeig schnell ein. Ich bin auch voll in die Wand gerannt. ja, du kannst vorne einsteigen. Ist halt so ein bisschen gefährlich. Ich hatte eigentlich gar keinen Bock jetzt irgendwie mit dem Kartell Fight anzufangen. Weil mein Tank ist jetzt gleich leer, ich muss auf auftanken. Er ist schon am Limit. Ja, ich bin da. Ja, aber hier ist gerade blöd, oder? Ach, egal. Just off. Einmal bitte absichern schnell. Ich hoffe, ich hab noch meinen. Ja. Oh, wie schnell es dunkel geworden ist. Verdammt, mein Bach. Wie den, wenn du ja nicht musst, Maurice. Aber warte mal, wenn du drin sitzt, du sitzt doch drin, oder? Ah, warte, es klappt trotzdem, warte. Ich muss nochmal weiter tanken. Ich dachte, es klappt vielleicht nicht. Wie der Maybach da direkt vor dem Auto steht. Jetzt. Also ich muss doch schnell die Waffe rausholen. Zack, boom. Und los geht's. Ja, aber auf Kartell habe ich heute eigentlich gar keinen Bock gehabt, weil ich die letzten Tage schon keinen Bock mehr hatte. Bin ich ehrlich. Bin froh, wenn das irgendwann mal zu Ende ist. Raptor? Also wenn du die Game-Klasse meinst, zwischen der Autohaus und Versicherung, dann ja. Hier gefühlt gerade gar nichts, ey. So, Perch startet in einer halben Stunde. Jetzt müssen wir die Autos ausparken, das ist immer ein Problem. Ah, oh, perfekt. Ja, alles gut. Ach, wieder. Ja, wer ist da wohl am Steuer? Ja, ja.
Ich will umsteigen. Möchte jemand helfen beim Auto transportieren? Ja, sehr lieb. Klar. Ich habe noch 4 KTMs oder so in der Versicherung. Das Ding hier. Ich kann gerade nicht. Ah, bringst du gerade den komischen Kürbiskopf um? Ah, warte, ich muss aufmachen. Uiuiui. Oh. Nee, aber gleich. So, jetzt ist offen. Der Kürbiskopf hat sogar Maybach. Ja. Was hat der Maybach für ein Kennzeichen? Weiß ich nicht. Also wir sind jetzt gerade Versicherung. Ich muss ausparken. Hallo. Wenn Sie hier das hören. Danke. Möchtest du denn fahren? Verantwortung liegt auf dir, ne? Ich höre nichts. Du musst den fahrenden Wagen. Das Auto fahren, zur Dings bringen. Zu Dings? Zur Garage. Autohausgarage. Ich hol dich dann dort wieder ab. Nur einparken, mehr will ich gar nicht, das Ding. Wo parken wir die Autos ein? Autohaus. Jawohl. Zum Autohaus, zu Andels Autohaus, oh, ja? Fahr nicht so schnell. Ups. Ja, Entschuldigung. Bremst. Es ist Purge-Nachten. Das ist alles ein bisschen hoch und runter. Runter und hoch. Larissa, sag ihm bitte, dass das Rotlicht kaum zu sehen ist bei dem Wetter. Das ist lächerlich. Chef, wenn du gleich vom Auto bist, ist unser Scheiß da. Ja, da vorne ist ein Raptor. Ich glaube, der parkt da gerade. Ist das unserer? Ja, ich bin hier am. Nee, der parkt da nicht am Autohaus, der parkt da in der Nähe davon, in so einer Seitengasse. Ja, das ist die Ram. Die haben irgendwie Taucheranzug an, keine Ahnung. Das sah für mich wie ein Raptor aus gerade. Aber ja, ich fahr zum Autohaus. Eieiei. Entschuldigen Sie, danke. $6,000, ich bin kurz. Ich bin jetzt am Auto. Hallo, ich pack ein. Ich werde ihn so umballern abnehmen. Das ist dein Maybach. Ja, den fahr ich gleich. Ich pack nur das Ding ein. Ja, warte. Oh, hallo. Chef, bitte, ganz kurz. Einfach drüber fahren. Ja. Ich hätte noch 4-5 Leute außerhalb, die bei uns mitmachen würden. Können wir dazu ziehen, außer es sind Leute, die irgendwie was Böses wollen. Ja, nee, die wollen sich bei uns bewerben, 2 davon. Achso, okay. Der Rest ist alles korrekt drauf. Soll ich die zum Gelände holen oder beim Autohaus stehen? Ich kann euch noch mitnehmen. Wir werden ja nicht beim Gelände starten, wie es aussieht. Das ist zu gefährlich, weil wir da eingekesselt sind. Wenn die dann snipen auf unser Gelände, haben wir ein Problem. Ja. Ja, sonst sag einfach Bescheid. Per Funk, wo wir starten, dann gebe ich dir noch den Standort weg, ja? Okay. Danke. Ich hol noch schnell Geld. So. Wie fahren wir denn jetzt? Ja, ich frage jetzt, wo Frau Brot ist, aber die ist jetzt wieder weg. Welchen Funk steht noch da vorne? Ja, wir nehmen dann eigene, aber ich brauche erstmal die Frau Brot und die ist wieder weg. Ja? Steht doch da vorne, Frau Brot. Achso, da, ich sehe sie so schwer. Ich sehe hier nichts, weil alles so dunkel ist. Na. Hallo? Einsteigen bitte, ihr zwei? Ja, ich weiß nicht, erste, wer du bist. Oh Gott. Hallo? Was ist jetzt bei uns auch mit? Ja, da ist drin. Fährst also, du zum Ding runter? Wohin? Versicherung, ja. Aber ist bei irgendwem von uns ein Arzt, weil ich muss kurz behandeln. Da fährt ein. Achso, die fahren ja die Autos zurück. Im Ausschuss raus. Weißt du, ich hab ja heute überhaupt keinen Bock drauf, irgendwie Stress mit dem Kartell zu haben, gar nicht. Ja, ich weiß nicht, warum die überhaupt auf die Jagd gehen, das will ich gar nicht machen. Deswegen halte ich mich da raus, ich hab gar keine Lust auf das Theater. Nee, ich auch nicht. Soll ich das Kartell erschrecken? Ich will einfach nur ein Kostüm haben. Ich auch. Das Kartell darfst du gerne erschrecken, habe ich nichts gegen. Ja, ich sag mal, dass ich raus bin, dass wir das Kartell in Ruhe lassen.
Nochmal so zur Info, wir lassen das Kartell in Ruhe, außer sie greifen uns jetzt an. Weil ich würde mich gerne vorbereiten, es ist kurz davor. Jo. Ist unsere? Ist unsere. Digga, scheiß doch mal aufs Geld. Bitte? Kochen kann ich auch morgen und übermorgen. Außerdem viel Spaß beim Kochen, ihr werdet dauerhaft überfallen, wenn das einer sieht. Da ist ja noch Helikopter kreisen, also viel Spaß dabei. Wenn du Smiley oder so willst, dann bitte jetzt. Ja, ich bin jeden Moment da. Und ganz ehrlich, die, was als Tag am Kochen, da fahrt die voller Eingang. Und schießt andere weg, da habt ihr mehr davon. Sorry, ich sag so, wie es ist. Kochen kann man auch morgen. Eine Frage, wenn wir dann später in den Funk gehen, wir machen hier einen anderen Funk auf. Wir müssen eine Nummer aussuchen. Warum? Ja, weil wir auch Außenstehende dann haben werden später. Sicher? Ja. Okay. Also. Mit Maskenlauben! Ja, gut. Jo. Ja, sag mal. Er hat gesagt, ich soll mitfahren zum Maskenlauben. Da fährt er vorbei, steht bei der Versicherung, wir fahren zurück. Sollen wir auch Masken holen? Ich dachte, wir verkleiden uns. Ja, wir verkleiden uns, aber wie wollen wir uns verkleiden, ist die Frage. Könnt ihr mal Funkdisziplin halten? Wir reden die ganze Zeit nonstop quer, Digga. Ja, perfekt, da hinten, sehr schön. Also ich sag so, was brauchst du jetzt in der Funkdisziplin, wenn wir eh nur Autos rausholen? Wenn wir in einem Fight sind, ist es was anderes. Nicht Larissa. Die verarschen mir wegen meinem Dialekt. Was willst du tragen wollen, wenn du Partnerlook gehen willst? Ja. Hä? Du willst ja Partnerlook gehen, was für eine Maske willst du haben? Gar keine? Ist egal, such aus. Ist egal, ist ja aussuchen. Ja, ich weiß ja nicht. Irgendwas, was du cool findest. Tirol cool. Ja, danke. Ich würde halt gerne als Teufel gehen. Ja, okay. Ja, Teufel wäre schon cool. Mhm. Teufel. War das Kartell nicht Teufel? Ja, doch, eigentlich schon. Ja, aber ich finde genau die Maske cool. Hat's grad, ey. Ja, ja, ich würde halt die rote nehmen, so, weißt du? Ich mag meine Maske. Achso, gehen wir jetzt alle als Teufel? Nö, aber wir zwei, habe ich gedacht, gehen jetzt als Teufel. Oder du kannst... Teufel. Du kannst auch als Teufelsfrau gehen oder so. Teufelsfrau? Ja, kannst dich ja herrichten. Kannst dich ja schminken oder so. Und dann bei Maske 2 kannst du dir was aussuchen, gibt einige. Wobei die Masken, die so leuchten, sind halt auch cool, ne? Die leuchten, sind auch cool, ja. Boah, leuchtende. Ganz schon neidisch. Ja, mal schauen, was es gibt. Oh, die ist doch mal heftig. Ich bin der Terminator. Ich geh to the chopper now. The try to hunt us, the try to kill us. Weihnachtsbaum. Was in der Art zieht hier an? Ich bin nämlich komplett fürs Rausschubseln. Wir können als Hühnchen gehen. Weil eigentlich ist ja jetzt noch Kriegszeit. Was, als Hühnchen? Ey, zieh dir doch nicht an. Du kannst doch nicht einfach abballern hier. Was? Hallo? Die Sängerin ist hier im Auto. Die Sängerin nein, ist hier? Nein, nein, nein. Willst du mal was nein, vorsingen? Nein. Ja, sie will mal vorsingen. Bin ich da? Dann sing mal. Hallo. Ich bin nicht da. Könnt ihr sieht genauso aus wie der alte, Alter. Ich glaube, ich gehe als Terminator, Alter. Terminator. Ich glaube, ich gehe als Weihnachtsmann mit Joint im Maul. Ich gehe als Typ mit Corona. Corona-Maske? Das ist denn so eine geile Maske? Ja. Danke, dass du mir antwortest. Danke. Ja, doch. Guck mal, das ist da. Was nehmen wir denn für Maske? Okay, das ist heavy. Boah, die sind nochmal geil. Die ist cool. Ja, ja, nehmen wir so, ne? Was ist? Würde ich feiern. Wer hat was gesagt zu mir? Ja, genau. Und rausgeguckt. Ups. Ui, warte, was ist mit der roten? Die würde ich fühlen, oder? Liam, was nimmst du für eine? Welche roten? Aber das ist meine Masse. Achso, ich kann ja ein Dings aufsetzen. Jetzt habe ich da irgendeine, wo ich sie nicht gekauft habe. Liam?
Warte, hinten suchen. Hat er nicht die Haare dann hinten? Ja, ja, ich würde einen Helm aufsetzen dazu, weißt du? Lass uns als Nemo gehen. Was? Finde Nemo. Als Nemo? Fisch einfach. Ne? Fisch ist, ich würde den rot nehmen, das ist geil, das ziehe ich an. Und dann noch einen Helm drüber, dann geht's richtig ab. Ein Helm? Ja, klar. Welche irgendwo? Ah, die ist wirklich nice. Aber ich weiß nicht, welche Nummer. Ich habe keine Ahnung. Könnte mich irgendjemand abholen? Ich guck. Magst du die auch anziehen? Liam, ja, Ian. Ich kann ich ja. Oder was? Achso, dann such noch mal. Geh doch rein. Ich schütze dich rein, komm. Achso, ja. Pinguin. Ja, lass die nehmen. Welche Nummer ist es? Was? Boah, die sieht echt gut aus, die Maske. Alter, wäre das lustig, wenn wir so hier den Purge angehen. Das sieht richtig nice. Ich muss hier noch so viel vorlesen, tut mir so leid, Leute. Aber ich komme zu gar nichts heute, gefühlt. Ah, wobei vor 18 Stunden, ja gut, vor 18 Stunden welche vorgelesen haben. So, von einer Stunde. Hier, von einer Stunde hier. Chris Nemloville, danke schön für den Euro Truckerbaum. Heute wird bestimmt funny, muss. Dann, Mario Ermer vorgelesen. Geiler brauner Filter von die Silent Hill Vibes. Ach so, ja, das ist aber von GTA das Halloween-Wetter. Das ist gar kein Filter. Das ist das Halloween-Wetter von GTA. Also hier ist kein Filter drin, außer meine Grafikmod, die hier. So sieht man sogar ein bisschen mehr. Soll ich so lassen? Dass er ein bisschen mehr sieht? Ich weiß nicht, oder wollt ihr so? Das ist halt eher dunkel, so, wisst ihr? Richtig schön ins Auge, Alter. Digga, jetzt vielleicht hast du eine Mitgliedschaft. So. Musste meine Mitgliedschaft erneuern, habe mir gleich Gold gegönnt. Alter, Fan-Gamer, vielen, vielen herzlichen Reiz da. Das Stone ist auch am Start, vielen Dank dafür auch. Der Fan-Gamer einfach 50 Euro verdonated. Florian Adam, ich küsse deinen Nacken für einen Euro. Quentin, danke fürs Subwerden. B-Sticks, du wirst alle wegsnipen, Alter. Ja, ich weiß nicht, wie gut die anderen sind, aber in GTA Online haben andere. Ich jetzt meinen Helm, ich schaue so ein Stück Scheiße, Alter. Ich weiß. Machen wir schnell. Oh, mal schnell einen Helm. Wir dürfen halt erst später anziehen, ne? Warte, wo ist meiner? Ist das meiner? Ist das mein Auto? Nee, warte. Wo ist mein Auto? Da ist er. Komm, steig ein. Wir holen uns einen Helm, dann gibt's eh drüben. Die Leute wollen dunkel, ja. Das kann ich machen. 10 Jahre später. Wir müssen einen Helm holen. Wir brauchen einen Helm. Helm. Ich hab gesagt, dagegen kannst du dich nicht machen. Ja, mach ich schon. Ja, alles gut. Ah, da komme ich nicht durch. Da ist, ja. Ja, sehe ich gerade. Ja, mit Grafiken wird schreiben sehr viele, ja. Das, ich lasse euch, man, so sieht es halt viel geiler aus. Raus. Also man rutscht hier ganz schön jetzt, ne? Ein bisschen aufpassen. So, hier gehen wir rein und dann holen wir uns was Schönes raus. Ach, schon, da ist sogar schon jemand. Aber da gibt es keine Kleidung, ne? Na, da gibt es aber Helme. Für erstmal Helm gucken. Hallo? Hallo? Was geht? Oh, was geht? Was machst du hier? Bisschen joggen, wie ist das? Ach, joggen tust du? Cool. Aufwärmen, ja. Und ihr so? Wir suchen gerade einen schönen Helm aus für heute. Ein Helm? Ja, ein Helm, weil wir hier dann einen Perch haben, ne? Gucke. Die Perch. Ah! Das wäre lustig. Ja, du kannst ja auch einen Helm aussuchen. Hol dir einen schönen Helm. Auf jeden Fall. Der sichert deinen Kopf heute. Wenn es heute rund geht. Ach, ich glaube, das wird heute auch keinen Unterschied machen. Doch, das macht schon dermaßen Unterschied. Weg. Eigentlich ist eh der am gescheitersten, oder? Aber find, da gibt es einen moderneren nicht, ja. Helm, gibt es da auch. Achso. Das ist der Sound auf die Spende. Schau mal, den hier. Den ich anhab. Den könnten wir nehmen. Oh, 150. Habe ich den überhaupt? Ja, du hast den auch. 150 ist das. Ich muss ihn nochmal sehen. Den hier. Den gibt's auch in Pink. Oh! Moment, warte mal, ich bin jetzt gleich da. Lila? Und dann noch unten was Schönes anziehen und dann geht's los.
So. Weil der kann dir dein Leben retten, der Helm. Sag ich dir. Der rettet dir dein Leben. So, haben wir mal die Maske gucken, müssen wir die mal ausziehen in der Zwischenzeit und. Ja, passt. Jawohl, noch 15 Minuten, Jungs und Mädels, dann geht's los. Und wir sind richtig. Bist du schon vorbereitet? Hast du schon alles? Ich hab gar nichts. Gibt's denn nicht perfekt! Schwarz? Doch, der gibt's einen schwarz. Den ganz am Anfang, den ersten. Der sieht hier nur ein bisschen grün aus. Doch, der sieht nur grün aus. Sieht doch schwarz. Der ist grau, wenn du rausgehst, ist es besser. Glaub mir. Moin. Und was ist, wenn ich. Was Marius? Den kannst du auch nehmen, ist doch süß, nimm doch, was du willst. Ist weg oder wie? Was? Nee, Marius ist Marius? Innen. Ist doch Marius, so. Oder? Ach, ist Marius? Ja, hallo! Ja, ich kenne nur einen, der so lost ist wie Marius, der so spät kommt und noch nicht vorbereitet ist. Doch, ich hab eine Waffe, ich hab. Ja, eine Waffe, ja. Wow. Ja. Wow. Ich muss mir noch ein Outfit machen. Ja, wir sind gerade dabei, jetzt fahren wir. Wir fahren noch ganz schnell einkaufen, komm. Jetzt einkaufen, schaffen wir das noch. Jetzt doch schnell einkaufen, ja. Jason, wir sind alle am Maskenladen. Jetzt müssen wir noch ein schönes Outfit zusammenstellen und dann haben wir's. Entschuldigung, die Dame. Uff. Zu spät. Jetzt bin ich bereit. Bitte einsteigen. Ich frag mich, wer heute das Auto gewinnt. Sind wir die Autos? Ich weiß, wer es nicht gewinnt. Warum willst du es nicht gewinnen? Ja, so Schnitzeljagd und so. Ich bin eher so Köfte-Fan. Ach so. Weißt du, wer ist eine Köftejagd? Ja, gut, komm. Ja. Also, wo ist denn der abgelegenste? Also, hier vorne. Friseur, bringt sich das was beim Helm? Bringt sich nicht viel. Ich will es trotzdem probieren. Ja, doch. Ja. Willst du jetzt die letzten 15 Minuten dafür aufbrauchen? Ja. Echt jetzt? Ja. Ich brauche noch eine, ich komme aber gerade angefahren. Ich war ja eingesperrt, wie soll ich was machen? Ja, gut, da. Ah, das hättest du früher sagen können, wenn ich hier früher ausgehe. Treffen wir uns dann. Ey, du hast mich vergessen. Nochmal Gelände, würde ich sagen. Ich muss meine LKW auch noch in die Safe Zone bringen. Du dann auch, Edin. Wir müssen nochmal zum Dingern. Zur Info für euch, SP-01. Was ist witzig? Also zur Info für euch, Kennzeichen SPP-001 und SPP-010 gehören zu uns heute. Schreibt das irgendwo ins Tablet. Funkcheck, hier mach ich. Dann. Check. Check. F? Mark? Ich bin gerade im Shop. Oh, Entschuldigung. In welchem Shop? Der Kürbismann fragt nach dir. Ja, ist gerade schwer. Ich bin gerade in der Kleidung. Ach, wie heißt denn der? Bei der Einkaufspassage. Ja, genau dort. Beim Burger Shot. Dann fahre ich mal weiter. Boah, gibt's da irgendwo diesen. Da gibt's so einen richtig krassen Mantel, Alter. Wo ist der? Jetzt, was habt ihr jetzt alle für Masken? Unterschiedliche, die gleichen. Ja, ich hab eine andere als hier. Da war's, glaub ich, das Ding hier, ja, das ist so krank. Damit gehe ich heute durch. Aber ich gehe vor. Jetzt schon. Ah, ich wurde wieder rausgeschubst. Ihr könnt auch woanders hingehen, ihr müsst nicht hier. Wir können ja uns aufteilen. Sonst schubsen wir uns immer gegenseitig raus. Ich habe euch vermisst. Wie viel passen rein? 3, 4? 3. Ja, aber dann bitte nicht rausschubsen. Ganz viel aufpassen. Was geht? Oh, jetzt muss ich das wieder suchen. Wo war denn der Scheiß, ey? Warte. Ey, was, Leute, bis sie dann auf dem McDrive rauskommen und umballern? Ja. Wenn hier der die Werbung wird erstmal ausgeräumt. So, ich geb dem Headshot auf 300 Meter, Alter. Aber jetzt so ein McFish. Jeder unterschiedlich. Oh, jeder unterschiedlich, ich hab einen Totenkopf an. Der vegane McFish. Was? Was bist du denn für einer, Alter? Ja, wer ist denn nicht bei McDonalds? Oh nein, jetzt habe ich mir den Aimbot anaktiviert. Jetzt sieht das jeder. Ups. Spaß, das war Grafikmod. Ja, Diamond Vision ENB. Das ist kein Mod-Menü. Ja, besser als die Genie. Ups, der Aimbot erstmal an. Upala, was da passiert? Nein, jetzt habe ich mir den Aimbot geleakt. Nein. Okay, wer war das gerade mit dem goldenen Raptor Autohaus? Der Raptor? Drei Tage alten Schmelzkäse gegessen. Nein.
Das ist dann wie eine Wasserstoffbombe auf dem WC. Wie, das hier? Das hier sieht gut aus. Da brennt mein Ohrschlag jetzt schon. Das zieht gut. Und wie? Jonas, hast du dein Cyan bekommen? So. So, der größte Schmutz, wenn du Streamer bist, in dem Spiel gut bist, dann hast du Cheat aktiviert, heftig. Fantastisch. So, aufnäher. Was soll man uns aufnäher? Boah, das sieht so badass aus, wenn wir das noch anhaben. Bis zu Hause speichert noch nicht, guck das mal an. Alter, Lord Landschaft haut raus. Boah, hört nicht im Keller. Das sieht gut aus, oder? Scheiße. Aber dein Urus ist auch im Keller. Scheiße. Zum Kotz. Ach, warte, ich brauch mal andere Handschuhe, glaube ich. Oder passen die? Ryan, nicht rausschieben, nicht rausschieben. Wichtig und richtig. Ja, da ist ein Ding geworden. Wobei mich stört das irgendwie, dass ich diesen Helm tragen muss. Der macht mein Outfit kaputt. Schon, ne? Ja. Ich scheiß uns auf den Helm. Ich kack's uns da drauf. Scheiße. Wobei. Mit den Haare. Aber dann sind die Haare halt im Poppes. Genau das meine ich. Ich schau nochmal, was ich mir sonst anziehe. Vielleicht schminkst du dich. Vielleicht schminke ich mich. Wobei, wozu brauche ich eine Maske? Ich kann ja auch ohne Maske. Wir haben noch 10 Minutes. Der Countdown läuft. Ja, so ist es. Der Countdown läuft. Ja, ich schmink mich. Du schminkst dich, okay. Ich bin auffällig, unauffällig. Boah. Wir müssen noch einen Funk ausmachen. Funkkanal für alle. Das erinnert mich an Habob. Okay. Das ist mein Nachkomme. Ah, okay, cool. Hab ich eine Cappy? Schottenhelmer, der Helm sieht halt echt kacke aus irgendwie. Vielleicht so ein Cowboy-Hut. Oder so ein Zylinder, Alter, das will ich voll fühlen. Raptor seid ihr, ne? Von uns? Ja. Raptor. Mr. Zylinder bin ich denn heute. Ryan, komm mal, West Highway Tankstelle. Ich bin jetzt Gelände. Und eine Cappy will ich halt auch hart fühlen, ne? Der Typ ist ein. Er verpisst, der haut ab. Fährt Richtung Krankenhaus hoch, ist ein fresh, Dodge Challenger, ein Goldener oder so. Was auch immer das für eine Farbe ist. Fühl ich mehr als dein Helm. Hey, die Drift, der fährt West Highway runter. So sieht's gut aus. Das passt zusammen. Ja, genau der da vorne. Richtig schick aus. Mhm. Wenn ich könnte, würde ich das auch so tragen. Naja. Scheiß auf den Helm, ich geh voll riskant rein da. Achso. Sollen wir jetzt schon direkt ich rumrennen? Ich glaube, ich schmink mich. Was sollen wir? Sollen wir jetzt schon direkt rumrennen? Ich weiß 19 Uhr. Wir müssen, ja, sobald es gesagt wird, ne? Aber wir müssen, warten auf die Ankündigung und wir müssen vor allem, ganz, ganz wichtig, einen Funk jetzt erstmal ausmachen. Einen Funkkanal. Dann müsste ich das einmal durchfunken. Mit Kommas, dass nicht irgendwer einfach random da reinkommt. Was? Im Team-Chat, aber ja, gut, das ist. Nee, ich meine, du kannst ja auch Kommazahlen eintragen. Ja, mit Kommazahlen. Ich noch einen vorne rechts. Nee, damit nicht irgendjemand einfach da reinkommt. Warte, ich suche meinen aus. Ich schreibe mal auch direkt ins Tablet. Wie wär's mit 1007.10? Also, wenn da einer drauf kommt, weiß ich auch nicht. 1007.1, ja, sagen wir. Ja. Für alle, die da sind, wir wechseln den Funk auf 1007.1. Check. Ich wiederhole, 1007.1. Check. 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 Morning. Check. Also gehört. Funk? Nein. 1007.1 ist der Funk. Check. Check. Okay. Hast du ein Funkgerät? Ich weiß nicht, was ich. Oh. Check. Hab ich eins? Check. Geil. Check. Alter, ich sehe aus wie der absolute Rächer. Und ich bin der Brecher. Hallo? Warte, ich zeig dir nochmal. Nein, perfekt. Können wir noch zum Schluss? Ja, aber richtig. Jetzt geht es nicht mehr aus. Wir haben jetzt noch, warte. 6 Minuten. Ja, dann kommen wir auf einmal schnell zum Friseur. Ja. Mein Gott. Deswegen muss man dem auch mal sagen. Kann ich mir dort auch die Arme schneiden? Oh, warte, falsches Auto. Ist okay, passt schon. Wow. Alter, diese Autos machen mich komplett fertig, ne?
Ach, also ist okay jetzt ohne was rumzurennen, oder wie? Ja, es geht ja gleich los, was sollen wir sonst machen? Sollen wir jetzt, weiß nicht, ja, uns irgendwie die Westen aus dem Arsch zaubern? Ist halt... ist halt... Simsalabim. Jetzt erschossen werde heute ich dann eh nicht rum. So, wir müssen zum Friseur, ne? Wo ist denn der nächste Friseur? Der wäre hier unten. Hier fahren wir hin. Steht noch ein Maybach beim Kleidungsladen. Ja, das bin ich. Aber machst du bitte schnell, es geht gleich los, ne? Yes. Don't worry. Ihr wisst aber eh, dass dann die ganze Zeit Nacht ist, ne? Ich glaube, das waren unsere letzten Worte. Mach das mal schnell. Unsere letzten Worte. Mach mal schnell. Beim Friseurladen die letzten Worte. Mach möchte mal ich hier ein bisschen nachstupsen? Ein Kürbis nachstupsen. Oh, das ist Markus hinten drin. Ich hab dich gar nicht bemerkt, wo du eingestiegen bist. Oh, süß. Schön, dass du da bist. Ich freue mich drauf. Ja. Ja. Ey, aber mach doch beim Gewinnspiel mit. Das Auto ist doch viel, viel wert. Ich kann leider nicht mitmachen. Ich habe zu viel Insider-Informationen dazu. Scheiße. Ja, ich würde da sonst auch gerne mitmachen. Fischburger. Der Fischburger, ja. Oha. Hat jemand ein lebendes Huhn? Aber nicht vegan, oder? Nee. Ui, ui, ui. Och, ich muss mein... Scheiße, ich muss noch meinen Diamanten in die Sicherheit bringen. Ey, bitte, hier, Frau Brot, kommst du ganz schnell raus? Ich habe vergessen, mein Diamant ist noch im Gepäck, den muss ich wegbringen. Bitte, Brötchen, mach schnell. Wir haben noch 4 Minuten. Wo trefft ihr mich jetzt? Ich habe noch einen Sack ganz Scheiße dabei, das muss ich auch wegbringen. Ja, gut. Aber sie muss schnell machen, ich muss den hat mir damals Freddy geschenkt. Wenn ich den verliere heute, wenn der mir heute abgenommen wird, dann war es das für mich. Stimmt. Alter, da muss jetzt, ich muss nach Hause, du ganz jetzt schnell. Ja, da wieso warst du das nicht schnell wegbringen? Ich passe dir auf. Ja, weil ich nicht kann, weil ich muss sie mitnehmen, weil wir starten doch dann gleich durch, dachte ich mir so. Achso, ist mir nur schon die Sniper mitnehmen. Beim Friseur ist, bringst du es schnell weg, so meinte ich. Ja, nee, und ich habe keine Aufsätze. Oh nee. Wieso fährst du nicht zum Parkplatz und tust es in den Kofferraum? Bist welche Tankstelle wieder? Ja, ist auch recht. Stimmt, das mache ich. Aber sonst vergesse ich das wieder. Bitte steigst du schnell ein, bitte? Ist das nicht so ein Anime, diese eine Suki? Nee, Miku? Wie heißt die? Miku? Miku. Miku heißt sie. Miku, ja. Miku, you can come in. Nicht Miku, Miku, Miku. Nicht Miku, Miku, Miku. Aber diese, das gestört mich, keine Ahnung. Miku, 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 Miku. Okay, ich tue gerade schnell den Diamant. Ich darf nur nicht vergessen. Ah! Darf nur nicht vergessen, dass der Diamant in einem Auto liegt. Verkehrskontrolle würde ich jetzt aber auch fühlen. Weil wenn ich den heute verlieren sollte, dann ist Freddy für immer kein Freund mehr für mich. Also er würde die Freundschaft einfach kündigen. So, bin gleich wieder da. So, ganz schnell. Was hausen rein, das fahre ich heute gar nicht. Das Ding hier fahre ich gar nicht heute. Warte, nicht ausparken bitte, Marius, bitte nicht. Ah, ich habe Angst. So, stell rein da. So. Digga, hier oben sitzt du wie so ein Glöckner von Notre Dame, Alter. Och, da wiegt Gott sei Dank gar nichts. Bin ich froh, habe ich noch irgendwas, was mir wichtig ist? Nee. Nö. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Passt. Super. Was ist jetzt? Machen wir jetzt einen kompletten Plan für alle, was wir machen über die nächsten 5 Stunden, oder? Wir haben nicht einen Plan eigentlich, ne? Wo? Vom Jack? Wieder einsteigen. Du kurze Frage. Du, es ist schlecht für Frage. 2 Minuten. Ist eine ganz so schnelle Frage. Ja, rein theoretisch, während der Birch kann man mit dem Maybach ins Gelände auch, oder? Ja, natürlich, warum nicht? Was, danke. Wir können alles machen. Haben wir schon gedacht. Jojo, ich würde es nicht empfehlen. Schießen wir auf alles, was bei 3 nicht am Baum ist? Ich weiß nicht. Scheiße, mein Konto ist im Minus. Fuck. Es geht. Ah, warte. Ja. Sorry. Also, schwimmen wie ein Fisch. Ich muss aufmachen, so ist offen. Spalte die Kiemen. Und so steht jetzt unten beim Ocean in der Tiefgarage. Okay, es sind noch 2 Minuten, dann geht's ab hier. Können wir vielleicht bei Ammunition anhalten? Jetzt ist schlecht, machen wir gleich, weil sobald es losgeht, ist es schrecklich. Ja, ich dachte, so eine Weste wäre ganz gut. Ja, dann stell ihn mir aber mit Feuerwerkskörper auf. Du hast keine Weste. Ich habe aber Werkzeugkasten dafür. Das ist 1 Minute noch und du wirst dir jetzt, sagst du mir, du hast keine Weste dabei. Also ich könnte so kotzen, ich geb dir einfach einen, okay? Das ist eine gute Idee. Soll ich den Werkzeugkasten dafür geben? Nein, ich hab einen. Mach. Lebendes Huhn?
Nee, komm her, ich brauch keine Besuch. Ich geb dir jetzt einen. Hier einfach lassen, eine Weste von mir, bitteschön. Wir gehen dann später nochmal einkaufen, ja? Aber nächstes Mal ausrüsten, Prinzessin. Nächstes Mal ausrüsten. Uno minuto. Der Plan mit dem Krankenhaus wurde wohl nichts, oder? Steigst du ein? Ich weiß es nicht. Er hat, ich hab gesagt, er soll es rüberbringen. Er wurde das Lager rübergebracht, Krankenhaus? Der LKW? Ja, der steht nicht mehr hier auf dem Gelände. Oh, okay. Kannst du bitte einsteigen? Es geht in einer Minute los, ne? Ein paar Sekunden noch. Wort, kommt hallo? Auf dich, Igor, dann. Hallo? Ach, ja, steig ein, es geht, wir wissen es erschossen, es ist eine Minute, ich weiß nicht, ob du uns beobachtet. Ja, ja. Oh mein Gott. Direkt zur Lazio, es ist 19 Uhr. Hallo? 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 Es ist 19 Uhr. Ich glaube. Ah ja. Dankeschön. Gott sei Dank. Immer diese Durchfall. Jetzt. Purge beginnt. Dass wir die Nationalbank einmal säubern. Direkt am Anfang. Direkt säubern. Ich habe jetzt nur eine M4-Messer, oder soll ich mich komplett ausrüsten? Auf geht's, Leute! Auf geht's, Luzi! Okay, ich freue mich gerade einfach, dass ich meine Waffe dabei habe, auf Ehrenbruderbasis aber. Es geht los. Jetzt haben wir die Ankündigung rausgeschallert. Warte mal, können wir hier unten eigentlich tanken gehen? Unten ist Safe Zone beim Tanken! Oh Gott sei Dank, wir können tanken fahren. Geil. Safe Zone. Weil ich muss unbedingt tanken. Bei der Nazio, den jetzt bin ich nicht mehr unsterblich. Wollt ihr wirklich jetzt eine Nazio machen? Ja, Reiter. Rein. Reiner? Ja, ich komm mit. Ja, alle in die Nationalbank jetzt. Was ist da los? Ich hab den BMW zur Seite geschoben. Wie war der Funk noch schnell? Wir sind drin, ich und Nico. 1007.1. Die ersten. Mach zu, das klingen wir, Alter. Ich bin noch außerhalb. Du hinteren Eingang, ich vorderen Eingang. Ich bin auch noch im Gelände. Ich will einen kompletten Block abgesperrt haben hier. Ja, ich komme, ich werde mich als Sniper irgendwo rumplatzieren. Sag bitte Bescheid, bevor ihr reingeht. Ja, Nazio stehen, Leute! Ich komme jetzt durchs obere Tor gelaufen. Die Nationalbank wird schon gemacht. Straße absperren, nicht vor die Nationalbank stellen. Straße absperren, los. Ey, wir könnten beim Jubel vorbeischauen oder die Leute wegsnipen. Straßensperre aufbauen. Ja, auch lustig, aber komm, nee, wir fahren jetzt Nazio, wir unterstützen. Ja, ich fahre. Aber schau mal. Die Straße so ab, wie das PD es immer macht, wenn wir sie ausrauben. Da sind schon Leute. Ja, da sind schon welche, ja. Aber ey, ich wusste gar nicht, dass wir schon so schnell bei der Nazio sind, so. Auf Ehre. So, wir sind gleich da. Von welcher Seite kommt ihr? Wir kommen. Wir kommen vom Westen. Erstmal für euch, ich gehe jetzt einmal kurz rein und check das Gebäude einmal. Ich bedenke, ich habe nur eine Sniper. Ich check die obere Etage, kommt. Du hast nur eine Sniper? Ja, uns nicht? Nein, uns eine P90er. Ja, ein Freistoff. Ich komme mit Maybach. So, ich bin jetzt gleich bei McDonald's mit Maybach, schwarzer Maybach. Achtung, ich hab geschossen. Ich bin da. Ich komme jetzt von McDonald's. Da kommen Maybach von Mirrorbach. Maybach von Mirrorbach. Vier Stück. Das sind nicht wir. Doch, das sind alles wir. Aber hier die. Nicht von Mirrorbach. Das nicht. Ey, wir schießen da. Hold up. Guck mal, die Straße nach unten ist frei. Nach unten ist frei. Ey, gib mir mal ab, was ist denn jetzt los da draußen? Da hinten kam mein Bus aus Richtung Mirror Park, haben die beschlossen. Ich werde schon in der Grafik was einstellen. Ich habe noch immer hier den Bewegungsdings an Schärfentiefeffekt, muss ich ausmachen. Das geht beim Snipen auf dem Poppes. So. Check, wollen wir sagen, alle in den Nationalbank? Wir sind da. Nein, wir bleiben draußen. Ja, okay. Ist das unser Maybach, der gerade anfährt? Hey, Leute, wir brauchen wen am Hintereingang. Sonst haben wir den Hintereingang. Ich bin am Hintereingang. Ich bin da. Alter, ist das geil. Die hier jetzt gerade bei mir stehen, wo ich gerade am Punkten bin. Stell dich nach vorne zum Hintereingang. Die hier auf der Straße stehen, bis zum Hintereingang vorstellen. Heißt bis hier, wo ich gerade renne. Warte. Hier die Maybach hinstellen. Einfach hier, wo ich gerade hinstelle, quer. LB müsste aufsperren. Liam. Liam ist drin. Irgendjemand jemand aufs Dach. Ich bin am Dach neben der Nationalbank direkt. So, warte, ich hock mich auch aufs Dach irgendwo hin. Schießt. Wo, von wo wird geschossen? Ja, wir haben auf die G-Klasse geschossen, die durchgefahren ist. Auf Fahrrad. Irgendwer, der den Sniper benutzt, hat der eine P90 für mich? Der den Sturmgewehr benutzt, hat der eine P90 für mich? Ja, sorry. Wer ist das? Ja, Jungs, der gehört zu uns.
Tot. Oh, war das jetzt einer von uns? Ich glaube, jetzt habe ich einen von uns getroffen. Der hatte Hundebande an. Aber wer ist denn da gerade angefahren von hinten? Wer war denn das? Ja, du hast Justin erwischt. Ja, seid ihr gerade angefahren? Warum schießt ihr in die Richtung dann? Alle haben in die Richtung geschossen. Bring ihn direkt zu Bertha. Ja, sorry, ich habe gedacht, ihr schießt alle auf den hier. Vielleicht sollten wir doch alle Westen anziehen, aber er hatte eine Weste an, ich habe es erst zu spät gesehen. Ja, am besten alle Westen gar an. Nichts, oder? Meint ihr? Oh, das ist schon ein bisschen besser Erkennungsmerkmal. Ich hab die jetzt gerade nicht dabei. Wäre cool, wenn ihr nicht auf Kopflose schießen könntet, weil sonst weiß ich nie, wo ihr hinschießt. Ja, der hat mich fast umgefahren. Ja, trotzdem, weil jetzt habe ich einen erwischt wegen euch, weil ich gedacht habe, das wäre ein Gegner, weil der da reingeschossen hat. So richtig unnötig zu uns geschossen, weißt du? Wirklich nur schießen, wenn irgendwo jemand ist, bitte, danke. Hat irgendwer gerade eine P90 für mich, die er nicht braucht? Soll nicht. Hatte Durchfallsitze ohne Weste im Parkhaus, wer ist denn das? Einfach gerade von uns Richtung da sitzt wer im Parkhaus, was ist das denn? So, jetzt nochmal, ist jeder von uns hier unten? Also er lost einfach nur lost, ja, sowas von. Aber warum schießen die? Da war doch nichts! Hallo? Hallo? Ja, hi. Ja, in welchem Parkhaus sitzt du denn? Achso, das wir. Ja, ich komm zu dir. Ich hab den Standort geschickt. Ja, ja. PD ist wir müssen Marius abholen. Wir müssen Marius abholen. Ich komme jetzt sofort zur Straße vom McDonalds raus, warum ich frei bin. Einer ist gefallen von uns. Ein. Kommt noch einer. Hab einen. Nicht auf mich schießen, ich bin am Maybach. Okay, Maybach nicht schießen, Jungs. Hab wenigstens mal einen weggeschallert vom SWAT. Upsala. Das ist wohl mit. Wir müssen Marius holen, der ist irgendwo in einem Parkhaus. Ich muss den dann auch holen, aber es ist gerade ein schlechter Zeitpunkt, ne? In einem Parkhaus? Ja, er hatte Durchfall und ist jetzt im Parkhaus. Ja, perfekter Zeitpunkt, sorry. Ey, was ist mit den Supras? Können die zu uns? Negativ. Ich hab den aus der Supra, ich hab den. Ich brauch noch offenen Wagen. Der aus der Supra ist down. Der meckert einer von uns rum. Ja, einfach beste Leben, einfach ein Dings angeschossen zu ersten Mate, das war wieder so ein Lost. Wir müssen alle eigentlich Kriegskleidung tragen, das ist dumm, dass wir uns umgezogen haben. Ich hab ja, sonst alle Westen drüber ziehen wäre nicht schlecht, da müssen wir nochmal gucken. Und achtet bitte auf meinen Kürbis, ich hab keine Weste. In der Folge hören wir uns bis zum Ocean. Wir fahren draußen rein. Liegt leider verloren. Okay, oh. Bank ist leer, ich würde sagen, wir rücken zurück. Das Operatieren verfolgt. Wir gehen zum Juwelier jetzt. Wir kommen raus. Ja, ich muss jetzt Marius erstmal holen. Wir fahren zum Juwelier. Ich bringe dann Verletzten in den Ocean. Hat irgendwer mein Auto genommen? Kann ich bei euch mitfahren? Ich hab's. Ja, ist blöd jetzt, ich muss Marius abholen. Liam, wo bist du? Ja, komm, hier, ich stehe auf der Kreuzung, ich kann auch zwei mitnehmen. Zwei Leute schon bei mir rein. Ich muss. Hallo? Ja, rein. Ja, ich muss dir die Daten senden. Ja, genau, ich muss dir die Daten. Rein. Wir müssen uns alle nochmal umziehen. Das ist wichtig, weil ja, ich habe jetzt vorher mal echt. Alle nochmal am Gelände treffen. Hoppla. Ja, Gelände ist scheiße. Die können alles umstellen, das Gelände. Ja, alles gut. Alle zum Gelände. Warum? Ich sag doch nicht zum Gelände. Nein, es ist dumm. Warum? Wir müssen uns umziehen. Wenn wir zum Gelände gehen. Munition auffüllen. Wir sind. Hör mal kurz zu, wenn wir im Gelände sind. Du kannst dich mit Sniper dort überall aufstellen. Wir kommen nicht mehr raus dort. Wie willst du das machen? Wie willst du Munition auffüllen? Ja, kaufen gehen. Ja, nee. Ja. Willst du jetzt wirklich du kannst, oh, gut, wir machen es, aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt da drauf gehen, weiß ich nicht. Das Problem ist, du kannst zwei Munipacks tragen. So, ja, aber wenn du zwei Stück, das bringt nichts. Aber wenn wir da umstellt werden, meine ich, wenn die das sehen, dass wir sind, und ich muss Marius abholen, immer noch. Warte, denn? Dann holen wir ihn jetzt ab. Ja, wir holen ihn jetzt erstmal ab, das ist das Erste, warte. Sind wir nicht voll besetzt? Ja, wir sind voll besetzt. Einer gibt. Aber bitte, wenn ich sage, wir fahren dort nicht hin, dann nicht durch den Funk durchgehen, wir fahren jetzt alle hin. Ich gehe mich fix umziehen. Jo, wo ist der? Was danach gesagt? Gelände. Ja, eben, das ist das Problem. In Ordnung. So, wir holen jetzt Marius erstmal ab und dann hat er sich erstmal. Er ist schon auf dem Navi.
oder? Nein, ich fahr billig Auto hier unten gefahren. Ah, ich muss immer zurückrufen, der Arme. Das tut mir so leid. Hätte ja, nicht irgendwie Durchfall bekommen, auf einmal weg, weißt du? Ich oder was? Das Richtige. Ist das Richtige? Links, links, links? Du bist doch das Richtige, okay. Ja, ja, ist das, ich hab's Richtige. Wir holen dich ab, du bist eh noch am selben Ort, ne? Ja. Ich bin, das ist ja hier nicht dieses kleine rote Parkhaus. Ich stehe hier, wo mich keiner sieht in der Aufwand. Das ist auf jeden Fall keine Kopflos hinter uns. Jawohl, ciao. Also, ey, kümmern wir uns kurz jetzt? Verfolgt? Ja, warte, wir kümmern uns. Wie holen wir uns jetzt, warte. Jonas, wo bist du mit meinem Mann? Geh wieder ins Auto. Rein. Ey, rein ins Auto. Jonas? Buffer. Wo ist er jetzt? In dem Parkhaus drin. Wo bist du mit meinem Auto? Ach, in dem hier rechts, oder? In dem roten Parkhaus meinte er, ist er drin. Hier rechts irgendwo, aber... Ja, ich weiß, ihr habt mir einen Standort, ich kann nochmal durchgehen. Ja, okay, ich weiß wo. Ja, ich bin nur so durchgegeben, aber... Hier ist er. Hallo, wir sind's. Steig ein, schnell. Ja, warte, ich muss schnell die Waffe holen. Ja, da hinten ist einer, das ist das Problem, jetzt ist ein schlechter Zeitpunkt. Einer muss ihn aussteigen und tragen. Ja, dann tragt ihn jemand. Please. Hallo. Danke. Hallo. Please. Geld ist angezeigt, Gold, Barren und Diamanten. Ich dich tragen, denkst du mich? Passt. Ah, trag mich mal. Ist besser. Die Virgil machen, da war ein Typ, der uns verfolgt, ne? Ich weiß, ob du das gesehen hast, dass wir hier reingefahren sind. Ich hoffe nicht. Nein, der hat nichts gesehen. Ja, puh, sagst du. Ich hab ihn beobachtet. Na gut, dann fahren wir nochmal zum Grundstück, machen wir uns nochmal die Westen fertig. Ja, eben. Und wir müssen es halt alle umziehen. Wenn wir in normalen Laden gehen und da belagert werden, ist halt dumm. Also mein Outfit wollte ich ja behalten, ich wollte nur eine Weste drüber ziehen. Nee, trotzdem, Kriegsoutfit wäre glaube ich am besten, da sind wir einheitlich gekleidet, weißt du? Es ist klar, mach du, wie du es möchtest, aber meiner Meinung nach wäre halt am schlauesten, wenn wir uns einheitlich. Ja, wenn wir zusammenfahren, hast du recht. Dann wäre es am schlauesten, wenn wir einheitlich sind. Aber wir sind ja nicht alle. Eben. Ja, wir machen halt alle zusammen was, deshalb weiß ich. Aber stell dir mal vor, jemand zieht dasselbe Outfit an wie wir. Just saying. Also mein Outfit habe ich schon mehrfach gesehen. Nee, ich meine jetzt 1-7 Outfit. Achso, ja, okay. Das meine ich. Das meine ich. Wenn sich einer so verkleidet, dann haben wir ein Problem. Wie wäre es denn, wenn wir heute weiße Masken tragen, Marco, statt schwarze? Dann ist das ziemlich auffällig. Oder andere Masken einfach. Wir können mal kurz eine Lage besprechen, alles. Alle da? Ja. Okay. So, jetzt jeder hier, der da ist. Ich bin doch im Funk drin. Irgendwer noch nicht am Gelände? Aber du hast nicht geantwortet. Ja, doch, bist du im 1007.1? Ja. Nein. Okay. Ja, ich höre dich. Ich hab dich dreimal gerufen. Ja, ich hatte gerade einen Stress im Auto. Sind jetzt alle da, bitte? Excuse me. Da hinten fehlen noch ein paar. Wir müssen jetzt nämlich was ganz Wichtiges besprechen, was echt sehr wichtig ist. Warten kann man lernen. Ja, cool, wenn wir da sehr schnell weggehen aus dem Grundstück, so schnell wie möglich. Das ist aber schon mal wieder. Punktcheck. Wir müssen eh nochmal runter, kurz eine Weste holen und. Ja, folgendes. Also, genau. Wir ziehen uns jetzt alle nochmal mit Kriegsoutfit an, aber wir machen folgendes. Wir werden. Die Masken werden wir einfach vielleicht in einer anderen Farbe. Wobei, nee, da müssen wir zum Maskenladen. Das ist kacke. Wir machen einfach die Weste auf weiß. Oder ist das zu scheiße für die, ja, das dann sehen können? Ist zu hell. Ja, stimmt. Weiß ist zu hell. Halt direkt, na und ne? dann ist es halt hell. Aber wir müssen uns halt irgendwie erkennen. Wir müssen uns ja irgendwie erkennen. Das Problem ist, dass ich Angst habe, dass irgendwer auf die Idee kommt, unser Outfit so zu kopieren, weil sie uns ja immer jetzt gesehen haben mit dem Outfit und dann denken wir, das sind unsere, dann sind es gar nicht unsere. Ja, eben. Und wenn wir jetzt, gut. Vielleicht, wie wär's denn, wenn wir sagen, wir ziehen die weiße Weste passt. Eine andere Maske an. Wir ziehen eine andere Maske an. Einfach jeder dieselbe Maske, fertig. Und eine, die auffällig ist. Ja, aber ich sag so, Maske, das siehst du machen halt auf wir alle Entfernung einen nicht. Auf Kürbiskopf. Ey, das Problem ist, du siehst die Maske auf Entfernung nicht gut genug. Tag. Wenn du jetzt, keine Ahnung, 100 Meter weg bist, dann sehe ich deine Maske nicht. Kann ich sie nicht erkennen. Ja, weiße Weste also, einfach. Weiße Weste ist am besten, wenn wir uns die weiße Weste anziehen. Leuchtanzug. Was machen wir mit den vier? Kurze Frage, hat irgendjemand ein Funkgerät und ein Handy für mich, bitte? Ja, wo bist du? Da neben dir. Achso. Da bin ich. Bist du die mit deinem, die zieht sich auch weiße Westen? Weil ich hab mir noch gar nichts mehr. Wir haben ja ein paar Leute jetzt. Ja, warte, komm mit. Nein, warte, Handy kann ich dir jetzt geben. Was machen wir mit den vier, die bei uns mitfahren?
Die müssen sich irgendwo anders umziehen gehen. Die lassen die Kommando nicht reinlassen. Ja, was sollen sie anziehen? Das Blöde ist, ja, dasselbe, das können sie ja. Bank, eine Gate, die Nationalbank, dann fahr ich mit denen mit und dann zeig ich das, ja? Okay. Das ist klar, okay, dann Keller. Wie sieht's mit dir aus? Oh, ich bin einfach nur mal verwirrt. Aber ich glaube, ich weiß nicht, die weiße Weste. Ja. Dann erkennt man uns halt gut. Ja, also dann erkennen wir uns halt gut. Aber könnte auch dann schlecht für uns sein, weißt du? Wenn wir draußen sind. Kann ich irgendwo mitfahren? Ich glaube, ich finde es besser weiß als schwarz. Stimmt, ja. Machen wir. Jay, du warst mein Auto. Ich suche gerade. Das steht auf dem Gelände. Nee, das ist BL. Ich hab's gefunden. Wo bist du, Justin? Keller. Ja, ich warte im Auto. Maurice, wo bist du? Ich bin bei dir. Ich hab nur dieses Kriegsoutfit schon so satt. Ich werde einfach die Weste drüber ziehen. Dann sage ich einfach, ich ziehe einfach die Weste drüber und fertig. Wir sind jetzt gerade eingestiegen im Weiber. Ich lass mein Outfit so. Ich lass da so. Ich werde einfach die Weste drüber ziehen, fertig. Ich will mein Outfit jetzt nicht changen, ehrlich gesagt. Ich hole mir ein paar Sachen vom Keller. Welchen? Ja, schauen wir jetzt gleich. Lass nochmal oben alle in der Garage treffen und dann fahren wir gleich zusammen wohin. Und alle jetzt nochmal in die Garage, die fertig sind mit Ausrüstung. Oh, ein schöner Ferrari steht da. Nice. Gefällt mir. Schön, dass der hier ist. Schönster Ferrari EU West, kann man fast behaupten. Danke. So. Vergesst die Tür nicht. Ein Wechselkasten würde ich auch noch nehmen. Ja, genau. Ja, nur zur Sicherheit. Mhm. Wollt ihr mir noch die Haare vom Kopf fressen, Alter? So, passt. Gut, ich brauche noch ganz schön die Weste und die ziehe ich dann, die hole ich mir vom Kleiderschrank. Ich lasse nämlich mein Outfit nur, dass ich die Weste anhabe, wenn ich sie brauche. Wenn nicht, kann ich sie wieder ausziehen, wenn wir vielleicht gemeinsam fahren. Schauen wir mal. Da wird auf Tante schon gespielt, ja. Also ich muss sagen, ich würde die Weste einfach schwarz lassen. Echt? Aber du, ja, Chef, du kannst aber uns am besten erkennen, wenn wir auf Entfernung sind. Weiß ist am schlauesten. Sieht doch einfach so. Das stimmt Leute, schon, aber ja. Die anderen können uns halt dadurch auch besser erkennen, verstehst du? Ja, scheißegal, so schießen wir uns gegenseitig nicht ab. Wir schießen nicht besser. Eben. Zieht doch so einen Leuchtschuh an. Da können wir gleich einen Leuchtschuh anziehen. Ja, wir werden, im Endeffekt sehen wir uns auch so oder so, auch wenn wir schwarze Westen tragen. Da bin ich anderer Meinung. Also mich sieht man ja. Schwierig. Also bei mir sticht der übelst raus. Ich wüsste halt genau, wo ich hinschießen müsste. Also wenn ich ihn sehe, irgendwo ganz weit weg, weil ich hier so gucke, der sticht halt übelst raus, aber... Ja, Chef, wir haben gerade vier Leute gegenseitig erschossen. Ja, darf ich nur kurz sagen, auch warum teilweise? Darf ich kurz sagen, teilweise warum? Weil einfach in die Menge in einem Kreis reingeschossen wurde, dass es so ausgesehen hat, als hätten die auf uns geschossen. Deshalb habe ich zurückgeschossen, weil die irgendwie auf Kopflose geschossen haben, komplett unnötig, wo nichts war. Wo ich gesagt habe, hört auf Kopflose zu schießen. Und die schießen da rein und die Kugeln gehen ja in meine Richtung. Die haben hier in die Mitte reingeschossen. Ich war auf der anderen Seite, der schießt auf den Kopflosen. Das sieht so aus, als schießt er in meine Richtung, weißt du? McFlurry. Das ist der Scheiß gewesen, sonst hätte ich es eh erkannt. Aber es bringt sich halt so nichts, wenn man Kopflose abballert die ganze Zeit. Also ich würde halt sagen, weiße Weste. Was sagen die anderen? Würde ich auch sagen. Ja, ich bin auch. Ihr habt doch so oder so keine weiße Weste mehr. Ha! Ja, auch abgelegt. Ah, schlecht. So ziehen wir wenigstens die grüne. Die sieht man zwar auch schlecht, aber... Die siehst du sehr schlecht. Die ist ein bisschen heller. Genau. Ich finde, das ist halt zu hell, finde ich. Ja, okay. Keine Ahnung. Ich finde das fast zu hell. Können wir uns gleich Leuchtschuhe anziehen. Das hat doch beides seinen Vor- und Nachteil. Das ist ein... Aber ich sag so, im Endeffekt... Also für mich persönlich hat es im Endeffekt mehr Vorteile. Naja, man sollte vielleicht halt nicht in die Menge reinschießen, so. Das wäre vielleicht ganz hilfreich gewesen. Das ist halt jetzt in der Purge bisschen, ja. Mhm. Kommt, ja gut, dann ziehen wir uns alle weiß an. Bitte, machen wir weiß. Aber dann, Komplett weiß oder Westen nur weiß? Nur die Westen weiß, das ist das Einzige, was auffällt. Einfach besorgen, ja. Weiße Westen. Zum Kleidungsladen, Westen auf weiß.
So, ich muss jetzt mein Auto suchen, das hat ja irgendwer mitgenommen. Das ist der nächste. Ja, das ist der. Der ist, der hier. Der unten bei uns. Oh, danke, schön hergerichtet. Komplett kaputt, das Ding. Der ist ja komplett im Arsch, was soll ich machen? Den repariere ich jetzt aber. Kannst du kurz aussteigen, ich repariere ihn schnell. Kann ich auch machen. Nee, ich mach schon. Oder ja, mach du. Aber da musst du einmal einsteigen ins Auto. Ich weiß nicht wie, mach du. Nee, du musst... Okay, dann gib mir einfach den Werkzeugkasten später. Ich mache jetzt erstmal das Auto, ja? Oder ich hole mir von unten wieder einen Werkzeugkasten, ist auch kein Problem. Aber dass man so ein Auto zurückgibt, muss halt auch nicht sein, ne? Mit Tür ab und allem drum und dran. Ah, nein! Ja, komm, ja. Was machst du in deiner Angst? Ach, Marius. Ich hab kein Glück mit diesem Werkzeugkasten. Nein, du bist einfach ein loster Mensch. Du bist einfach lost. Also ich hab leider keinen Werkzeugkasten für dich. Ja, fast. Ich hol schnell. Ich hol mal einen. Das ist so ein Chaos einfach, ne? Das ist so hart Chaos hier. So ein leise sein im Funk. Was gibt's da für eine Diskussion des Boss? Ja, du siehst es eh, es wird... Ich hab den jetzt sogar angeschrien, weil er vorhin gesagt hat, wir fallen jetzt da alle hin. Die machen, was sie wollen. Ich glaube, demnächst Kündigung kommt raus, ohne Scheiß jetzt. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die sich so alles erlauben können und das geht halt auch nicht. Aber ich habe eh schon... Ach, ich wollte ja Ding nehmen. Ich meine, jetzt gab es so eine Diskussion, was wir für Dings anziehen. Ich finde es halt dumm, weil die sehen uns dann. In der Nacht ist das halt übelst dumm für Sniper. Du wirst ja gesniped, das ist das Problem. Es ist Sniper-Alarm in der ganzen Stadt. Und wenn du weiß anhast und du bist weit weg, dann sieht der Sniper dich auf 15 Kilometer. Und das ging's mir nur. Und wenn die sich gegenseitig die Köpfe einschießen, weil der in meine Richtung schießt, oder man hat es eh gesehen, sind drei Leute draufgegangen wegen Eigenbeschuss, weil die Kopflosen angeschossen haben. Komplett unnötig, da war doch nichts. Die haben einfach Kopflose angeschossen, dann sieht das so aus, als schießen die in meine Richtung, dann ist doch klar, dass ich da reinballer, wenn da Kugeln fliegen in die Mitte rein. In meine Richtung. Das macht doch gar keinen Sinn so. Wenn, dann sollen die Kugeln ja außerhalb von unserer Richtung sein, wenn wir die alle eingekreiselt haben von außen. Also das verstehe ich halt nicht, ne? Ich verstehe vieles, aber das verstehe ich nicht. Aber ja, wir werden es einfach weiß tragen, dann erkennen wir uns besser, aber... Langsam werde ich da echt mad mit den Leuten, weil das alles nicht funktioniert hier. Also langsam werde ich da echt mad. Ich schaue mir das mal an, wie das jetzt ausschaut, wenn das kacke aussieht, dann werde ich es einfach nicht anziehen. Dann werden wir, weißt du was, dann können die mich am Ding lecken und wir fahren alleine. Dann machen wir unser eigenes Ding. Machen wir das so. Wir schauen mal schnell. Wir gucken im Outfit. Helm, nein. Nein. Wo ist denn der Scheiß? Wo kann man sich da umziehen? Ach, da ist das Ding. Meine Güte. Aber sieht ja sicher voll beschissen aus, kann ich jetzt schon mal sagen. Ich glaube, das sieht ja richtig gut aus. Mit meinem Outfit. Das sieht ja richtig Hammer aus. Wo seid ihr, nächste Zolle? Ja, Kleidungsladen. Was ist der Sinn davon, dass man sich besser sieht? Ach, aber ich finde das... geschossen irgendwo. Ja, ui. In der Nähe von Makler. Wer wurde erschossen? Ja. Es wird geschossen in der Nähe von der Marktplan. Das kann ich anziehen. Boah, ich passe nicht, ich muss abnehmen, ja. Ich will ein ganz neues Outfit aussuchen. Gibt's vielleicht irgendwas, das so ähnlich aussieht? Weihnachtskostüm? Will ich hart fühlen. Sorry. Hä, hey, da gab's doch auch mal sowas ähnliches. Ich finde das nur gerade nicht. Da gab's so ein ähnliches Outfit, was ich eigentlich ganz cool fand, aber das finde ich gerade nicht mehr. Komplett loster Dude. Passt, bin durch. Boah, das würde ich aber auch fühlen, ne? Aber dann passt das unten nicht. Kommst du da? Meine Güte. Jo. Oder ich ziehe einen Anzug an, das ist ja auch eine Möglichkeit, aber ein bisschen Anzughose anziehen. Ich zieh da mal einen Anzug an, in der Zwischenzeit. Vielleicht tue ich später nochmal mein Outfit changen, mal gucken.
Das hier ist so. Aber es sieht halt, ich weiß, ich finde, sieht trotzdem scheiße aus. I don't know. Aber wir probieren es aber mal. Wir probieren es. Ich fahr mal tanken. Ist die Frau Brot im Funk? Hallo? Hallo? Wo sind die Frau Brot hin? Keine Ahnung, wo die Frau Brot ist. Ja, die ist immer weggefühlt. In der Garage. Die stand was? Eben, ja, genau. Aber sie ist doch im Funk, hat sie gesagt. Ja, hallo? Warum meldest du dich nicht? Ist so laut. Okay, ja, ich, ja. Schön, dass hier eine Safe Zone ist, ne? Ja. Gratis tanken, ohne Angst zu haben. Ui. Ja. So. Müssen noch welche von uns umziehen? Schau mal, die tragen auch schwarz. Die trauen sich halt was. Wir wiederum, ne? Wir ballen uns alle gegenseitig um. kannst du keinem erzählen. Ich glaube, die haben hier ganz normalen Sachen dran, weißt du so? Hast du mich gerade weggeschubst? Ich betank das Ding. Ey, sitzt noch wer drin im Auto? Nö. Irgendwie geht das ganz langsam hier mit dem Tanken. Ich weiß nicht warum. Meinst du, es geht schneller, wenn wir beide tanken? Nee, geht's nicht. Also ich glaube, ich bekomme den Schlauch von der anderen Zapfsäule auch damit rein. Nee, ich mach das schon. Okay. Arc. Bin gleich fertig. Ja. Arc ist am Tanken. Ja, bitte. Wir warten auf dich im Gelände. Ja, bei mir sind gerade, glaube ich, sehr viele Biker unterwegs. Wir sind gerade alle noch in der Safe Zone. Ich komme mal zu euch. Bist du denn? Ja, im Hospital. Ich war gerade tanken unten. Ich sag, wenn wir tanken müssen, tanken wir da unten, oder? Ja, da darf dich keiner niederschießen, von dem her. Ja, deswegen. Beste Idee, dort zu tanken. So, passt, haben wir. Ey, Kürbis. Was ist los? Ich sehe euch doch immer gleich schlecht wieder vor. Perfekt. Was? So. Muss ehrlich sagen, draußen sieht man die Westen gar nicht. Auch, obwohl sie weiß sind. Oh, einmal frei. Gut. Alle da? Jo, was ja. Weitere Plan? Was, es gibt, ein paar Ausnahmen beim Outfit. Ich habe mir einen Anzug angezogen, falls es für euch okay ist. Ich meine, es geht ja um die Weste. Und die Frau Brot hat... ja, das Ding hier an. Wie nennt man das? Was für alle okay ist. Und natürlich der Kürbiskopf, aber das, ich glaube, die beiden erkennt man direkt. Gut, passt. Dann, Alter, wie viele sind wir denn jetzt gerade? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Warte mal, ich muss noch durchziehen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ich glaube, 24 Leute sind wir. Alter, diese Teekanne! Du meinst 23 und eine Teekanne, Alter. Teekanne macht den Tee. Ja, keine Sorge, Alter, die ist. Wir machen Mobbing-Kreis für die Teekanne. Erst Milch und nein, dann Milch. Nein! Wir machen kein Mobbing-Kreis. Eine Frage. Also, wir sind auf jeden Fall über 20 Leute. Hallo? Na, hörst jetzt auf? Ich habe eine Frage. Hat jemand ein erweitertes Magazin für mich übrig? Ja, hier. Das wäre sehr lieb. Ich hätte auch noch eins. Ich hätte auch noch eins. Okay. Das wäre sehr hart. Rutsch. Ja, lass mich jetzt da kommen. Ach, wenn man meint, ich kann es nicht anbringen. Ich dachte, ich kann es an der Sniper anbringen. Perfekt. Ja, nee, das hätte ich ja nicht sagen können. Ja, gut. Egal, dann habe ich jetzt eins mehr eingesteckt für die Glock später. Gut. Dann hätte ich gesagt, was gehen wir jetzt an? Dann steht alles offen. Einfach alles wieder
Alles niedernehmen, alles, was geht. Ja, alles, was wir könnten mal Hauptplatz fahren. Ja, einfach in der kompletten Schule. Ja. Also, ja, ich würde sagen, alles, was uns entgegenkommt, einfach wegballern. Perfekt, machen wir das so. Hey, Ryan, fahren wir zusammen? Ja. Igor, hast du Platz und George? Komm mal dir mit! Wir haben den. Ich hab dein Auto gefunden. Also bis heute habe ich einen eigenen weggeholt und ich hab ein 1:7er weggeholt. Ja. Bin sehr stolz auf mich. Es sind doch vier Leute drin. Ich hab doch keinen Platz mehr. Ja, wir sind da gerade eingestiegen. Ja, warte dann. Hallo? Die Dame, bitte, sorry, dass die falsche. Die falsche Dame ist eingestiegen. Hallo? Fällt nicht mal auf, wenn eine falsche Frau neben dir sitzt, Alter. Ja, ich sehe doch nichts. Ich habe alles. Nee. Ist nee. Alles voller Code. Oh, hey. Wir fahren erstmal zur Tanke unterm Ocean, Alter. So, jetzt geht's los, Leute. Jetzt zaubern wir nochmal. Die Bank ist gemacht. Die Bank ist gemacht. Die haben wir übernommen direkt. Aber jetzt wird's dann richtig lustig, wird's jetzt. Das Stage ist eine Party. Das ist Party? Knallen. Schau mal, das Feuerwerk. Da. Achso, ja. Müssen wir mal alle sagen. Wir fahren jetzt nochmal alle tanken, haben sie gesagt, dann hol ich mal Kanister noch ab. Tankstelle jetzt unter Motion treffen. Ja, jawohl. Okay. Du meinst die West Highway, ne? Here I am. Ja, halt. On the road again. Wow! Gut gemacht. Eieiei. Zweite Kiese Maybach von der Tankstelle hoch Richtung Ocean. Steht auch irgendein Auto. Ja, ja. Exakt, wir sind hier komplett safe, hier passiert uns nichts. Gott sei Dank noch, ne? Ich tu nochmal voll tanken und dann hole ich mir nochmal einen Dings, einen Schlupper hole ich mir dann noch. Ich sehe schon, wie er gleich irgendwie in die Tankstelle reinhält. Ich hab's nicht. Das ist eine safe Tankstelle hier. Ach so, ja, okay. Ja, kannst du mal gucken. Ich hab's gar nicht drauf gehabt. Ich hole mal ein paar Rubellose, bin gleich wieder da. Hier ist schon sicher. Mal Rubbellose holen, ein bisschen was zu trinken. Und dann Dramadurch, hätte ich gesagt. Was sagt man das Rubbellos heute? Trinken. Oh, ich habe heute verloren. Und ich habe verloren und ich habe aufgepasst. Yay, nochmal verloren, geil. Einmal verloren. Jetzt alle Autos an der Außentankstelle. Hallo? Kann eigentlich nicht. Excuse Scheiße. Me? Ja, 2022, hallo. Ich dachte, du sitzt schon hier. Nein. Komm trotzdem nicht. Ich muss schon gerade umziehen, dann bin ich auch da. Tragt euch mal alle, die jetzt fahren, auch wenn wir nicht im Krieg sind, tragt euch alle in ein Kriegsteam ein. Dass wir einen Überblick haben. Alle mal in Kriegsteams eintragen. Hallo veganes Fischkipferl. Na, hallo. Ja, fahr mal ran. Mehr Durchfall. Mehr Durchfall. G? Ich? Wo bist du? Bitte nicht im Auto. Es stinkt bis zum Himmel. Nee. Wir sind Team D, by the way, ne? Ich hab uns eingetragen. Ich hab jetzt einfach... Hier, du hast uns eingetragen. D für Durchfall. Ich hab einfach Marius, Brot und Kürbis eingetragen. Okay. Seid ihr, wie viele seid ihr? Perfekt. Mensch, weil... Boah, ich hab so Bock, Richtung Ding zu fahren, ne? Richtung Hauptplatz, dort die Leute abzumetzeln. Also kann ich mich jetzt aufstellen, mal kurz gucken? Oh ja, geil. Oh, das wird geil, mit der Sniper. Eintragen, ne? Die noch nicht eingetragen sind. Das wird geil mit der Sniper jetzt. Ich hab so lange nicht mehr gesniped. Ich hab einen Swatler rausgeschossen aus dem Einscheiß-Auto. Ich hab einen aus der Super raus. Hab ich gesehen, ja. Geil. Hast du voll drauf gehalten. Ich liebe es zu snipen, das hab ich so vermisst. Ja, ich auch. Gut, ja, dann starten wir also gleich auf. Alle bitte also nochmal Tablet kontrollieren und schauen, ob ich glaube, so viel waren wir noch nie, ne? Wir kurz gucken, wie viele eingetragen sind im CAD. 21 aktive! Gerade. Und es sind nicht mal alle. Ist irgendwer in B und C eingetragen, weil da steht irgendwie SPP 001 und SPP 010 oben. Ivan? Ja. Und das SPP 001 ist das Kennzeichen. Gerade am Anwesen und hab mich umgezogen. Also noch ja. Ach so, das Kennzeichen braucht ihr nicht reinschreiben. Schreibt einfach euren Namen rein. Wir können den Motor auslassen, sonst macht ja. Die Greta Thunberg ein bisschen traurig. Ivan, bist du alleine? Ich hol dich gleich.
Ja, Ivan ist alleine. Da. Okay. Ich hatte gerade sehr das Bedürfnis danach. So, okay. Also, willkommen. Typisch, Jonas. Das Durchfall, er selber schuld. Er ist davor noch irgendwo dem Akut eingenommen. Nein, ich hab keinen Durchfall. Oh, natürlich. Was soll das jetzt? So, fahren wir. Sind wir alle? Leute, ihr braucht euer Kennzeichen nicht reinschreiben. So, wir fahren erstmal Richtung Hauptplatz. Ihr müsst noch etwas wissen. Nur, ja. Sollte ich hier im Kampf fallen, ich bin jetzt die nächsten paar Stunden verwundbar. Okay. Komme ich in der Gestalt meines Nachkommen wieder. Echt jetzt? Also als Sau kommst du dann, oder wie? Ja. Genau. Oh. Oder als Kürbissuppe? Alter, war das knapp! Bruder! Ich komme dann als veganes Fischbrötchen wieder. Geil. Was für Stäbchen? Verdaut oder unverdaut? Verdaut. Ja! Da vorne ist PD. Boah, ey. Scheiße. Wollen wir nicht in der Kolonne fahren, oder? Ja, ich fahr jetzt langsamer. Jetzt wenn ja, wir Richtung Dings kommen. Alle mal hier beim Krankenhaus beim Juwelier. Krankenhaus Juwelier? Ja. Ah, die schießen. Ich hab einen Platten. Warte, wir schauen, Juwelier, was die machen. Wir ballern die weg. Juwelier. So, stopp. Die Treppe. Einer noch an der Treppe. Rechts links schon mal. Sniper, Achtung! Sniper hier! Oh shit! Denk die Dächer, irgendwer ist am Dach am Snipen! Beide da noch nach der. Das am Jufe sind die Cops, die auf uns schießen! Komm! Der ist tot! Steig ein! Alle einsteigen! Das ist ein Sniper! Kannst du den mitnehmen? Nimm den mit! Pack den! Nimm den Kürbis mit! Da sniped jemand oben am Dach! Nimm den Kürbis mit. Hallo, Brot? Du bist neben. Nimm ihn mit, tragen. Tragen, was machst du? Brot? Der liegt hier rechts. Warte, ich nehme ihn einfach. Egal, ich hol ihn. Ja, oder auch nicht, der ist weg. Bei mir liegt der. Ja, egal, steig ein, schnell. Er ist weg, alles gut. Er lag bei dir woanders. Jetzt habe ich ihn wieder. Ja, passt. Nehmen wir. Perfekt. Ich habe hier bei mir. Wo bist denn du? Ja, komm noch ein Suburban. Wir waren schon zum Oceans, ich bring den Kürbis weg. Einer down, einer down! In dem, wo bist du? Hinterm Juwelier, an der Straße beim Krankenhaus, top mich mit. Die steht ganz da ganz stolz, dass ich den alle verschossen habe. Den einen von der Stelle geschossen, den anderen habe ich hinten in den Sack reingeschossen mit der Sniper. Alter, da war noch mehr. Der wollte dich umfahren. Nee, der hat den umgefahren, der hat den Kürbiskopf hat dann umgefahren. Der hat mich umgefahren, aber bevor habe ich ihn noch in den Shot gegeben. Das Gute ist, dass wir hier jetzt erstmal Platz haben. Ich frag mal, wegen dem LKW. Ja, Achtung, noch zwei Suburbs. Boah, die Suburbs sind mal ganz schön. So, dann kommen wir gleich wieder zurück, wenn das Ding wieder voll ist. So, dann laden wir ab, die lieben Herren. Gesangsverein. Von uns gewesen, sorry. Gut. So, ich repariere mal das Ding. Achtung, Rambo vom Bett. Aufpassen, nicht einsteigen, ich repariere das jetzt, ne? Ja, ich steige nicht ein. Nicht einsteigen jetzt. Wir haben ein Scheiß Problem mit dem Auto. Hallo, guten Abend. Hey, wo seid ihr? Ich hab heute für den Tag mein Opa. Nicht einsteigen, bitte, nicht einsteigen. Achtung, nicht einsteigen hier. Ja, ich dachte, wir sind helfen. So, warte, noch nicht einsteigen. Aufpassen. Ich weiß. Jungs, dann nicht einsteigen, bitte. Noch nicht einsteigen, jetzt aber. Jungs. So. Jetzt. Alle. Weißt du, was passiert ist? Ich hatte ein SUV überfahren. Ja, genau. Das hast aber die Waffe noch behalten, ne? Gut. Blödes Stück, Alter. Fährt mit gepanzerten Auto. Der ist mit gepanzerten Auto voll in dich reingerast. Das ist Selbstmordkommando gewesen. Wir sind auf dem Weg, wir sind gleich da gerade. Aber, ey, wir haben den bekommen, wir haben beide bekommen, die da drin saßen. Nur so zur Info, schon mal. Was eine Sau, Alter. Guck, da fährt er wieder so einer. So eine Sau. Ja, passiert. So, wo seid ihr jetzt? Wo braucht ihr Unterstützung? Autohaus. Jawohl, welches denn? Das große, das kleine? An das Autohaus. Jawohl, da kommen wir hin. Wir müssen zum Autohaus. Da ist anscheinend irgendwas los. Was ist dort genau? Zwei blaue Maiba. Jawohl. Dann schauen wir, dass wir von dort aus richtig reinballern.
Vor allem können wir da auch auf die Stage snipern. Auf die Stage, echt? Ja, oder? Das willst du? Auf die Stage hauen? Ich glaube, die Maybach-Verkäufe die letzten Tage muss ja extrem gewesen sein. Zwei blaue Maybachs vor dem Fischrestaurant. Fischrestaurant? Kommen mehrere, ja. Mehrere! Hinter uns! Markus, hinter dir! Mehrere. Warte, warte, wir stellen uns hier hin. Pass auf, pass auf! Ist das unserer? Ne, das ist nicht unserer. Ne, blauer Maybach. Drauf, drauf, drauf. Hab ein Ha! Blauer Maybach. Die verteilen sich. Einer verletzt, nimm den mit, nimm den mit. Der alles zerlegt gerade, Alter. Da kommt der, ich nehme euch auseinand. Geht's noch allen gut hier bei uns? Alle gut, alle gut. Jawohl. Ich bin kurz im Eishockey-Puck geworden, aber alles gut. Ah, das ist einer von uns, Opala. Alles gut, alles gut, ich hab dich nicht gesehen. Sorry, alles gut. Wir haben gerade richtig viele weggeholt hier. Wir fahren weg, komm, alle einsteigen. Allen geht's auch gut, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ich hab wieder einen bekommen. Ja. Ich hab zwei bekommen. Ich hab auch zwei bekommen, glaube ich. Zwei oder drei. Fischi geht's auch noch gut, passt. Ja, ich wurde zwar ein paar Mal angefahren, aber alles gut. Perfekt, die haben wir richtig zerlegt hier, guck. Die haben wir richtig zerlegt hier. Oh, da vorne. Vorne sind noch welche. Sollen wir die reinfahren? Sollen wir die reinfahren? Oder ist das dumm? Aber ich hab einen Platten, ist scheiße, geht nicht. Lass mal's. Das ist Selbstmord, wir kommen da nicht durch, wir bleiben da stecken. Eine Weste oder so. Warte, ich hab eine Idee, wir gehen aufs Dach und schießen von oben runter, okay? Wenn wir hier irgendwie raufkommen. Pass auf, hier, komm. Auf da. Hier geht's nirgends hoch, scheiße. Geht's hier irgendwo hoch? Dreck. Einer ist bei unserem Auto, Chef. Er hat gerade ein blaues Auto angehalten, von eben. Von unserem Maybach. Den brauche ich bitte mal Backup beim Fischrestaurant. Könnt ihr denn nach hinten gucken? Ist niemand mehr hier. Das Gute ist, es stehen so viele Maybachs alleine rum, da fällt das gar nicht so auf. Da liegen zwei, von uns. Was ist? Blauer Maybach fuhr gerade an unserem Maybach vorbei. Riecht so ein ganzes Auto aus. So zur Info, da liegen zwei von uns, ne? Sollen wir die aufholen schnell? Die holen wir schnell, komm. Funkcheck. Zwei von uns liegen. Nicht, dass die ihre Waffen so verlieren. Komm, steig ein. Boah, Alter, das mit den Platten geht mir am meisten auf den Senkel, ne? Stehst du quer, siehst du mehr. Da vorne sind zwei. Okay.
Check. Scheiße, scheiße, scheiße. Alter, komm. Ach, scheiße. Ui. Das war jetzt nicht gut. Der Aim davor war so nice, aber jetzt leider am Boden. Aber soll ich Notsignal machen? Oder ich glaube, da holt mich hier keiner ab. Ich habe nämlich eine Minute Zeit, bis ich abgeholt werde. Oh, ist euch ausgelootet. Bist du denn schon hier? Ich habe alle drei gesnappt, ja. Aber du gesehen, wir waren einfach zu dritt oder zu viert und haben das so zerlegt gerade. Aber ich frage mich, wo das andere Team ist. Ich sage, ich brauche hier Backup, es kommt keiner. Aber den letzten, den habe ich nicht bekommen. Den habe ich nicht bekommen. Das müsste sein. Das ist, glaube ich, Zusammenschluss Mafia und Kartell, die jetzt da gerade spielen. Das sind diese, also ich weiß es, OOC weiß ich das, die haben diese eigene, unter Anführungsstrichen, Untergang da mal gehabt. Jetzt kommen die wieder, jetzt kommen die back, jetzt dürfen sie sich auch verbünden. So gesehen ist jetzt Mafia und Kartell am Ballern gewesen, ne? Ist halt jetzt beschissen, aber. Aber es war geil, aber ich komme zurück, jetzt kann ich respawnen für 1000. So, ich glaube zuerst muss ich E gedrückt halten, so. Um zu respawnen. Zack, bin ich wieder da. Jetzt ist alles weg, was ich hatte. Deshalb habe ich gesagt, den Diamanten müssen wir auf jeden Fall saven. Der muss gesaved. Ach, Oman spawnt hier, das ist falsch. Der Spawnort müsste vorne sein. Okay, da habe ich verkackt, Leute. Das habe ich verkackt. Ey, Prinzessin. Was geht, Bruder? Mir ist gerade aufgefallen, wir sind wohl falsch aufgewacht. Wie soll ich mal gar nicht aufwachen? Ja, so viel dazu. Wo ist denn Frau Brot? Aber ich habe kein Funkgerät mehr und so. Das ist jetzt beschissen. Das ist aber echt beschissen jetzt, ne? Jetzt haben wir wieder Funkgerät oder sonst was. Jetzt sind wir ja komplett allein gestellt. Warte, ich frag mal die Bike, ob die uns mitnehmen. Ey, warte, ich frag die Bike, vielleicht nehmen die uns mit. Vielleicht sind sie so nett. Hallo! Aber ja, hätte ich das gewusst, dass hier diese... Ich dachte, wir sind wo ganz woanders, so, weißt du? Ah, hallo. Hey, Bruder. Ja, warte. Oh, dreckig, Alter, Bruder, richtig dreckig. Ich geh zum Diamantenladen. Ja, alles klar. Ey, das ist so ein Fail von mir. Ich dachte, ich hab den... Ich wusste nicht, dass man hier spawnt. Ich dachte, man spawnt am neuen Hospital. Das ist ja voll... Da sind die Safe Zone ja komplett umsonst gewesen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, komplett umsonst, die Safe Zone. Weil hier ist jetzt keine. Ja, das ist beschissen. Oh, das Geld ist weg. Ja gut, das auch. Das habe ich vergessen. Ja, super. Ich habe gerade überhaupt nicht daran gedacht, ne? Dass das hier der Ort ist. Ich habe null drin. Hallo? Excuse me? Ah! Hallo? Biker? Bikey? Hallo? Bist du Biker? Hallo? Bist du Biker? Ja. Oh, bitte, bring mich wo. Ach, ne, meine Jungs sind gerade da. Oder? Achso, der seid eh ihr. Ja, danke. Kann ich bei dir einsteigen? Bei wem kann ich einsteigen? Jo, warte, ich watche. Oh, danke. Ich bin der Rumpe. Ey, könntest du mich zum Anwesen fahren? Warte, da hinten kommt noch wer. Da hinten kommt noch wer. Von uns, glaube ich. Oh, danke, ich bin hier aufgewacht. Ich bin hier komplett falsch aufgewacht. Ja, gib's mal ins Navi an. Ja, da hinten kommt noch einer. Navi wäre. Warte. Da ist noch einer von euch. Was wäre ist das denn hier? Ah, zack, hier. Zeig ein, Hundebande, dein Chef sitzt auch drin. Hallo? Was? Ach, das war's wieder komplett. Okay, ich glaube, dem kann man nicht mehr helfen. Oder schau mal, lebt er noch? Lass mich kurz gucken. Hallo?
Der lebt noch. Ja, egal. Ja, nee, sonst. Dann fahren wir bitte schnell hoch. Warte mal nach. Wir hocken wieder schnell heim. Ich werde den Spawn-Shell umlegen. Ja, ich hab einen Fail gebaut. Das Problem ist, ich dachte, der Spawn ist festgestellt dort hinten. Das ist ja wieder kompletter Schwachsinn von mir gewesen. Aber müsst ihr vorstellen, ich habe gestern bis 6 Uhr in die Früh rein dieses Event geplant gehabt. Habe so viel noch gemacht gestern. Ich habe das Mapping noch machen müssen. Und dann war schon so spät. Und ganz am, also ich glaube um 6 Uhr morgens habe ich dann noch das gemacht, dass man halt eigentlich am Krankenhaus aufwachen sollte. Und hat nie so viel Zeit, aber das ist halt kompletter Schwachsinn jetzt gewesen. Das war Marius. Der wäre sonst... Wer sonst, wenn nicht Marius? Wer könnte das sonst gewesen sein? Jetzt lock jetzt zu. Hi, Witzka. Mit Tür ist hin. Oh, danke fürs Abholen. Wenigstens einer, der uns abholt. Ja, euren Wolf habe ich auch schon abgeholt. Nee, wir hatten gerade hinten einen fetten Shootout. Ich denke mir so, wo sind denn die Leute? Die sind alle tot gefühlt, weil keiner mehr über den Funk gekommen ist. Ich weiß nicht, was die aufgeführt haben. Ich habe nämlich gerade einen Sniper-Battle meines Lebens gehabt. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. So, bitteschön. Dann werde ich durchgeben, keine roten Mercedes angehen. Ganz wichtig. Sehr gut, danke. Jawohl. Ciao. Muss vom Boot abholen. Was? Herr Rumpel? Ja? Wollen wir ein bisschen zusammen agieren? Ich habe gehört, Mafia, Pizzeria und Kartell ballern auch zusammen. Könnten wir machen. Hätte ich, weil ich kein Problem mit. Weil wir sind auch so 13 Mann, 14 Mann. Ja klar, machen wir sonst. Sonst kannst du es ja noch stärker machen. Pass auf, ich gebe das schnell durch, dann checken wir das schnell ab. Okay. Wollt ihr schnell reinkommen in der Zwischenzeit? Ja, also kommen wir schnell rein. Leute, einmal zum 1-7 Gebäude reinfahren. Aber stell, ich bin unbewaffnet. Die arme Frau Brot. Einmal durchfahren, absichern. Sind das alle? Ja. Ja, passt. Seid ihr alle 13 da jetzt? Ne, da kommen noch welche. Alle, die jetzt irgendwo unterwegs sind. Hallo. Nicht wundern. Hallöchen. Ich habe mal die Biker raufgelassen, die haben mich hergebracht. Ehrenhaft, wie sie sind, haben sie mich abgeholt. Ehrenbiker. Ich bin vor 20 Bellinger gefahren, habe zwei Stück umgeschossen, aber ich habe Biker aufgemacht und habe nochmal einfach gesehen. Alter, du hättest zählen müssen, wir haben die alle so weggesniped, die Bellinger. Ich habe alle weggesniped mit diesen Aufschriften. Alle. Und dann haben sie uns aber bekommen. Echte Biker. Ja, was denn? Achso, du bist schon draußen. Oh, schade. Oh, okay. Oh, das tut mir leid. Hat aber so Spaß gemacht mit dir. Oh. Das stimmt. Ja, gut, dann mach bitte. Danke. Aber war lustig. Nächstes Mal dann länger. Ich hab mich verlaufen. Ah ja, ich wollte nur sagen, zwecks Zusammenarbeit wollte ich nur sagen, ob ihr Bock habt, damit zu machen, weil ich wurde gefragt. Dann es stehen noch welche von uns unten am Tor gerade. Okay, kann die wir reinlassen? Weil anscheinend Mafia und Kartell zusammenarbeitet, dann können wir auch. Macht Spaß. Zusammenschluss mit den Bikern, geil. Fühle ich auch. Das ist mal richtig groß. Biker sind auch. Das ist mal ein Zusammenschluss. Biker und 1-7. Vor allem, es passt auch zu uns, weil wir letztes Mal die. Oh, schöner Ferrari, schöner Parkplatz. Weil wir letztes Mal die Dings dabei hatten, wisst ihr noch? Die Karren. Genau, die Karren. Hallo. Ups. Hallo. Wir haben sich jetzt gedacht, was ist denn da los? So Item nehmen. Ich brauche gar nicht so viel. Eigentlich brauche ich nur meine Sniper, ehrlich gesagt. Ich snipe eh nur. Ich brauche nichts anderes, Leute. Ich nehme meine Sniper mit. Weil ihr habt gerade gesehen, wie gern ich Sniper spiele, ne? Ihr habt's gesehen. Na, Gedächtnis vergisst wieder alles, ne, Fuxi? Und nee, haben wir keine Sniper mehr? Ich glaube nicht. Ich hab noch eine im Auto liegen. Ich brauche eine. Das ist das Einzige, mit dem ich heute schieße. Ja, die ist weg. Kriegt man die denn her? Aus dem normalen Laden können wir sie uns auch holen. Aber ich sag nur, ich schieß mit der immer. Habe ich mal bei einem Civi abgezogen. Kannst du mir ein Funkgerät rausgeben? Was soll ich denn rausgeben? Ich müsste mal ein paar reingelagert haben oder so. Ja, warte. Brauchst du iPhone auch? Ah ja, Funkgerät und iPhone. Das, dann nehme ich iPhone aus, zwei Stück. Funkgerät, zwei Stück, so. Bitte, bitte. Das ist der Sound of a Spinne. Danke, danke. So. Muss ich mich wieder herrichten für alles. Funkgerät habe ich jetzt, Acetonen, Schalldämpfer. Werkzeugkasten, nehme ich wieder einen mit.
Lichtmodul nehme ich eins mit. Schalldämpfer brauche ich nicht. Ja, schade, ne? Aber ich dann kaufe ich mir. Ich hab ja kein Geld, ne? Ich kann mir gar keine kaufen jetzt gerade. Hallo? Oh, perfekt. Ja, das wird jetzt so ein bisschen länger so gehen, ne? Mit dem ganzen Zeug da. Das ist gar nicht mehr so einfach. Aber das, ey, das wird geil, wenn wir uns zusammenbinden. Ach, geil. Hab ich jetzt zwei? Ja, jetzt hab ich zwei. Wer bist du? Der Rumpelpumpel. Hat er vielleicht 500 Dollar für mich? Achso, für dich, ne? Es haben viele Zivis gesehen, unser Lager ist, ne? Hallo, Mark. Warum haben viele Zivis unser Lager gesehen? Schon ja, weil Zivis hier drin waren, das ist doch perfekt. Wie sind die hier reingekommen? Ja. Gute Frage, nächste Frage. Ja, weil der letzte macht die Türe zu. Ja. Die Zivis rennen einfach anscheinend mit. Okay. Deshalb habe ich auch gerade schön ein bisschen lauter geredet. Ja, weil wir haben gesagt, wir bringen denen das hoch eigentlich. Also irgendwer hat die runtergenommen. Ja, super. Ja, eben. Perfekt. Hat super funktioniert. Oh, dann müssen wir uns noch drum kümmern. Kommst mit, dann gehen wir jetzt weiter. Hat wer 500 Dollar für mich? Ja klar, ich reich dir rüber. Danke, es war sehr lieb, dass ich mir die kaufen kann. Dankeschön. Ich brauche nämlich nur eine Sniper und eine Glock ist mir aufgefallen, mehr brauche ich gar nicht. Schaffe? Ja? Kannst du mir vielleicht noch eine Werkzeugkiste geben? Eine Werkzeugkiste? Ja. Oder kannst du einen Sniper auch kaufen oder wie? Ja, die müssen wir wohl kaufen. Warte, jetzt muss ich mir erstmal die Werkzeugkiste wieder ausgeben. Boah, das ist aber ganz schön nervig jetzt hier so im Dings das immer ausgeben. Ganz schlimm. Werkzeugkasten. Ich kann dir helfen, Bruder. Kannst du? Weil ich würde auch noch. Ach stimmt, du bist ja. Abu? Ich hab Zugriff. Abu bist du? Der aller Echte? Ich muss da gerade noch warten. Was? Also du brauchst jetzt noch einen. Wer braucht so Werkzeugkasten? Ich brauch eine. Wer hat jetzt einen bekommen? Ich auch. Ich. Okay. Perfekt. Du hast mir einen gegeben. So, Werkzeugkasten. Einen Werkzeugkasten. So, bitte. Warte. Bitteschön. Dankeschön. Was für Kürbis, Bruder. So. Abob, Alter, was ist los? Ich muss nur ganz schnell Chippy Choppy, ich bin gleich wieder da. Ja, warte, fahrt ihr, ich fahr mit Chefin. Leute, ich bin gleich wieder da, ich muss nur ganz schnell was klären. Ich fix das mal schnell mit dem Dingsen im Hospital, das ist ja komplett der Schwachsinn von mir gewesen. Die müssen ja hier spawnen. Du kannst dich auch abgeholt werden, wisst ihr, was ich meine? Ja. Guten Tag. Ich hab auch in einem anderen Auto, hab ich auch noch so. Was, oder nicht? Und wie fahrst du denn ungefähr? Dann checken wir das schnell ab, dann restarten wir das Skript schnell. Ja, an das habe ich nicht gedacht, also ich habe an alles gedacht, nur an den Zeug hier nicht. Das Problem ist, dass der Ambulanz-Job, da hängt sehr viel dran. Das ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt restarte, ob jetzt dann der komplette Server in Arsch geht oder nicht. Ich werde noch eine Ankündigung davor schalten, ob es passiert oder nicht, und dann restarten wir das Ding. Dann gebe ich hier die Koordinate ein, so. Jobs, Ambulance-Job, so in der Config schnell umstellen den Spawnort, weil das wäre ja wirklich Bullshit, so. Warte, Anti-Enable, nee. Das können wir nicht, das ist egal. Remove Weapons, weißt du was, das machen wir auf False. Ey Jungs, wir sind gerade einfach durch eine Matte durchgeflogen, haben alle weggecatcht. Warte, aber Waffen können wir auf, wir machen alles auf False, scheiß drauf. Weil die Leute, die verlieren ja dauerhaft ihre Waffen, die sie dabei haben, ist auch kacke, komm. Wir machen es für alle ein bisschen einfacher. Respawn Point, das ist hier. Ja, dass ich das jetzt noch live on stream machen muss, ne? Ist traurig, aber ich habe das gestern tatsächlich, habe ich mir gedacht, ich teste das nicht, das wird schon funktionieren, weil der Spawnpunkt wird wohl hier schon sein, schon längst. Aber nein, ich habe nicht vergessen, dass das Hospital ja eigentlich gar nicht geused werden soll auf 2.0. Das ja, so viel dazu. Kommt dann auf 3.0, haben wir gesagt. So, 4. Das passt und Heading 73 machen wir 219. So, dann gehen wir das nochmal durch. Admin. Achtung, das Hospital hat ein paar Probleme. Das Script wird gerestartet. Kann kurz zu
kleinen Problemen kommen. Danke. So. Restart. Hey! Jungs! Alter, ich dachte, ihr jagt mich jetzt in die Luft. Dann teste ich das mal schnell. Entschuldigung. Hallo? Achso, sie pinkeln gerade. Ja, er ist gerade pinkeln. Ich habe eine Frage. Könnte mir jemand... Was, müsste, perfekt. Könnte mir jemand schnell eine Kugel durch den Kopf schießen? Oh, ja, Moment. Dürfen sie auch gerne. Dankeschön. Jawohl. Das macht man auch nicht alle Tage. Ach nee, ich bin gerade neben dem Revive Point. Oh, das ist schlecht. Warte mal, weiter hinten, komm mal mit. Hier. Hier bitte. Einen hier. Dankeschön. 3000. Soll ich dich da hinterbringen? Soll ich ihn jetzt noch übertragen? Ja, klar. Okay. Oh, ja, okay. Ah, okay. Okay. Dann machen wir mal kurz Geschäfte. Eine Kollege überweist mir jetzt Geld. Also ich teste das jetzt, ob wir jetzt respawnen, müssen wir die Waffen noch haben und wir sollten hier respawnen. Weil dann haben, weil das war nicht so geplant, die Leute sollen schon, also die Waffen können sie behalten, mein Gott. Und sie sollen halt auf jeden Fall an der Safe Zone sollen sie respawnen und nicht irgendwo bei Pillbox am Hospital. Und deshalb teste ich das schnell und dann gehen wir wieder zurück ins Game und hoffen, dass alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ich habe nur doch schnell negativ geschrieben, dass der Support weiß, dass hier nichts passiert ist, ne? Dass die Schüsse negativ sind. Genau. Ich check ich gar nichts. Ja, ich gerade auch nicht, deswegen voll. Ja, zwei hier. Jo, danke. So, und jetzt sollten wir respawnen und die Sachen behalten, ne? Ja, funktioniert! Ehre! Vielen Dank, es funktioniert alles. Vielen, vielen Dank. Jo, bitteschön. Jawohl, ciao. Kann ich kurz noch was fragen? Hast du ja bitte! Ach, ne? Die Safe Zone, die geht ja bis 90. runter zu dieser Tankstelle. Ja, Tankstelle darf man auch nicht geschossen werden, da darfst du ganz 99. normal tanken. Da darf auch keiner angeschossen werden. Mach mal, okay, 800? Weil da ist nämlich, sind unten nämlich Schüsse gefallen. Ja, das schau ich mir. Das, da müsste man dann jemanden holen, der das bitte macht. Ich, einfach Support. Jawohl. Schauen wir mal, aber da war doch nichts jetzt hier. Also, Schüsse sind gefallen, habe ich aber gehört. So. Admin. Der Respawn-Punkt wurde gefixt. Euer. So, passt. Der Respawn-Bomb wurde gefixt. Euer Bargeld, eure Items und Waffen bleiben jetzt auch im Inventar. Viel Spaß. Gut, dann haben wir das auch gemacht. Das war nämlich ganz wichtig für heute, dass das alles funktioniert. Weil da kann ich dann nicht sagen, das ist okay so, ne? Das geht auf gar keinen Fall. So. Hallöle, bin wieder da. Ja, ich bin wieder da. Ja, das ist doch der Sinn der Sache. Nee, ja, herkommen, Wer denn? Wer denn? Hier in der Mitte. Also irgendwie. Oh, meine Glocke ist jetzt weg. Na, egal. Wir klammern uns einfach auf. Warte, ich muss jetzt mal eine Glock holen. So, muss ich das auch nochmal ausstellen. Koordinaten ausblenden. Perfekt, alles gut. Wie lange dauert die Purge? Geht bis 0 Uhr geht die durch, Leute. Leute, wenn euch diese Purge gefällt, lasst ein Like da. Wir hauen mal ein Like raus. Ich hab gar kein Like da gelassen, Leute. Haut mal fett auf den Like-Button für die Purge heute. Würde mich sehr hart freuen. Hauen wir mal raus hier. So, jetzt nochmal die Waffe kaufen. Glock, das Munition auf. Scheiße. Hey, Bruder. Was los? Was los? Hast du noch eine Sniper für mich? Ne, wir müssen einkaufen gehen. Warum? Ah, okay. Hast du keinen Waffenschein? Ne, doch. Ja, die kriegst, doch überall. Ach so. Kriegst du im normalen Laden, kriegst du die Sniper, ja? Den habe ich noch nie gekauft. Ja, ja, kannst du normal kaufen. Ja, warte, ich habe nur auf dich gewartet, dass wir fahren, Bruder. Ja, ja, passt. Ich habe nur ganz schnell noch was machen müssen. Da gab es ein paar Probleme. Hallo. Hallo. Hallo.
Du hast dich die Brücke runtergeschmissen, du Trottel. Nein, doch. Das war's, nein. Wer war das sonst? Was? Der sah genau aus wie du. Ey, Mann. Die Biker haben mich abgeholt auf Ehre und ich sag, steig ein, dein Boss sitzt drin, haben sie gesagt. Und du springst du musst dir vorstellen, der Typ ist einfach den Ding runtergesprungen, vor lauter Angst. Weil er gedacht hat, er wird jetzt gleich abgeknallt oder so. Ich bin gerade aufgestanden. Also sowas habe ich auch nicht gesehen. Ja, aber das muss ich dir erzählen, das ist doch schick. Gut schön. Bruder, weißt du, was mir passiert ist? Ich bin im Krankenhaus aufgewacht, bin rausgelaufen, wurde ein Headshot mit der Sniper gedrückt, Alter. Ja, darum habe ich jetzt gekümmert auch, ne? Schau, wer ist denn da? Ja, oh, knack, knack, was knackt denn hier? Hey, wie geht's euch? Ja, ja, der Einteilung haben wir eben schon gemacht, aber es da jetzt noch Fazis dabei sind und sowas. Hat irgendjemand von euch Zugriff aufs Lager unten? Ja. So. Ich brauche bitte, wenn wir unten haben, auf Funkgerät und der Handy. Euch dabei? Ja, bitte. Ja, warte, sonst. Dario, gehst du mit ihm runter? Ja, ja. Wie fahren wir gleich? Habt ihr noch nicht lautstimmig? Oder? Wir sind voll. Wir sind nicht voll. Wir haben noch einen Platz. Kann ich bei euch mitkommen? Ja, ja, du kannst mitkommen. Okay. Muss schauen, wo mein Auto ist. Wir haben noch einen Platz. Ah, nee, mein Platz ist ja weg. Perfekt. Mein Auto ist ja weg. Das Auto hinter uns. Also, ich gehe kurz nach unten, dann komme ich zu euch. Wo ist das? Welches Auto ist eures? Ich nehme sonst einfach hier den Wagen, der da steht, oder? Ich habe nämlich keins. Ich komme dann gleich zu euch. Also, komm mit. Nö, geht nicht. Oder könnte mich einer mitnehmen von euch? Ich glaube. Was? Wenn du mich einer mitnehmen, dass ich ein Auto holen kann? Also. Ja. Aber wir können. Nee, ich frag's uns mal. Hallo, Entschuldigung. Ups. Seid ihr auch voll? Ja. Ich wollte gerade mein Malboro raus. Warte. Gibt ihr noch Leute? Hi. Oder? Mir hat's voll. Okay, nee, weil. Ich meine, ist auch die zwei, die vor mir stehen. Ich bin ganz verwirrt, ja. Was ist? Ich müsste nur meinen Malbach holen. Ja, nicht? Ja, Schärfelstark hier. Aber warte. Wo soll ich einsteigen? Malbach meine ich. Schärfelstark hier. Ja, dann muss er nahe von euch ihn tragen. Ja, das ist super, dass ihr mich jetzt wieder. Ja, wir wollen jetzt erstmal nochmal mal überprüfen. Tragen wir doch einfach. Wir sind hier komplett voll, oder? Ja, tragen das, aber. Ich würde den Maybach holen und euch abholen. Wir sind über Funk verbunden. Achso, ja, dann geh du schnell holen. Meine Frage: Sind die Bike auch schon mit dem Funk verbunden? Ja, wir sind hier. Also den 1007.1? Ja. Alles klar. Also ich muss aufmachen für euch, warte. Ja. Ist offen. Perfekt. Oh, da quietscht irgendwas. Chef, wo bist du? Wieder zu. Ich bin in dem Maybach, ich hol schnell meinen aus der Versicherung. Perfekt. Ich müsste nur ganz schnell zur Bank ran, ich habe gar kein Geld mehr dabei. Ist alles Bank weg. Ist da. Das wäre super nett. Wolltest du wieder einen Punkt? Sollte eine Bank sein, ne? Das war ja, ja, da sollte eine sein. Oder fahren wir in Kolonne? An der Nationalbank stehen irgendwo Leute, die schießen. Ja, zur Info, die Suburban stehen permanent beim Juwelier. So. Wir müssten noch dann einkaufen, fahren zu einem Waffenladen. Ich bräuchte einen Sniper. Alles klar. Heute spiele ich Sniper ohne. Ich habe so viele Level weggerotzt. Das ist so lustig. Könnte ich euch auch empfehlen, Sniper machen. Das ist echt. Ich habe einen im Kofferraum. Hast du einen? Ja, gebe ich dir einen Tipp, benutze ihn, ist echt gut. Der rote Lambo sind wir, das sind wir. Ich muss den Giorgio erstmal finden, der hat alle meine Waffen in seinem Koffer. Wir haben hier mehr als die Kopf niederzustrecken. Nee, ja, am Juve sitzen sie auf den Dächern und schießen von oben runter. Ach! Wir müssen mit dem Helikopter runterschießen, das wäre lustig. Wobei der Snipe uns weg, stimmt eigentlich, ist doof. Der Biker-Bar haben wir zwei Helis stehen. Nee, aber die snipen einen weg. Dankeschön, sehr lieb. So, bin ich gleich wieder da. Kommt ihr mit? Okay. Lichtmotor, erweitertes Magazin, Schalldämpfer, alles rein da. Und dann ganz wichtig die Sniper. Wie heißt denn nochmal hier? Die Barrett ist das jetzt für 10.000, Alter. Ja, das ist mein Schätzchen, mein Spätzchen. Moin, der Vordorner mit dem fetten Raupengerät durch die Gegend. Mit was für einem Gerät, Alter? Ja, mit dem fetten Caterpillar. Der Bourbon ist beim Mechaniker.
Versicherung wird, glaube ich, ein bisschen was los sein, ne? Ich hab ein Bierkett bei dem Schaden. Muss mal aufpassen. Kämpfen wir wahrscheinlich gerade ein Bierkett. Du fährst am besten direkt über den Strand rüber, ja. Nicht über die Einfahrt. Ne? Dann alle, die das hören und können, einmal zum Mechaniker bitte. Wir fahren erst zur Versicherung, ne? Ja. Außer mein Auto steht da noch, der stand da rechts irgendwo, aber... Die da Arsch an Arsch standen? Also, sonst kannst du mal zurückfahren, ich darf stand... Da muss er irgendwo stehen da vorne, da habe ich ihn verloren. Also da vorne links, da, wo die Autos stehen. Ja, nicht da, da nicht, nee, nicht die. Aber ich glaube da vorne rechts. In der Kurve, oder? In der Kurve, genau. Da siehst du den blauen Wagen, der in der Kurve steht rechts? An der Ampel dort. An der Ampel dort, genau. Und da weiter rechts steht irgendwo mein Auto. Die Richtung, ja? Rechts. Rechts. Da steht so ein Auto. Da müsste meiner sein. Das müsste meiner sein, glaube ich. Warte, lass mal gucken. Ja, das ist meiner. Perfekt, danke. Perfekt. Direkt von dem Bierkett verfolgt. Aber das Ding ist viel zu langsam. Werkzeugkasten hast du? Ich hab einen Werkzeugkasten, ja. Ich mach das schnell. Jetzt habe ich mich halt nicht reingesetzt, das ist jetzt ein bisschen doof, oder? Ja, schon mal. Hat jemand von den Bikern zufällig was zu essen? Und was zu trinken? Maurice. Ja. Komm her. Ja, komm her. So, passt. Hier habe ich noch 2 Pizzen. Fahrt ihr weiter, weil ich würde meine Leute abholen. Ja, ja, machen wir. Jawohl. Jo, danke. Wir vermischen uns, mischen und tauschen. Ja. Ehrenhaft. Aber ich hätte mir jetzt auch nicht gedacht, dass die Biker sich heute noch mit uns verbünden werden. Das hätte ich mir nicht gedacht. Den fährt gerade mit einem Multikipper zum Mechaniker. Und einfach Mafia und Kartell zusammen, Alter. Ja, der ist die ganze Zeit da. Oh, warte, dann fahr ich hier aber nicht durch beim Juve. Schlechte Idee. Ich hab 4 Leute im Auto. Nur ganz kurz ein bisschen Geländebing oder so. Wo bist du? Krankenhaus. Ey Leute, pushen wir den Stream auf die 5k Likes. Haut mal rauf hier. Und lasst mal Liebe im Chat, Leute. Lasst mal einen Herzregen droppen. Würde mich sehr freuen. Wo ist der Herzregen? Hier ist er. Lass mal rein, Schaller, den Herzregen. Wo bist du? So, jetzt sind wir wieder mobil. Ich hab meine Sniper dabei, ich hab meine Glock dabei. Einmal ein Herzring im Chat für heute. Hier geht's ab. Habu? Was los? Ich wäre jetzt da, ich hab jetzt den Wagen wieder. Suburban, jag den. Wie Wuchs sagt, wir haben noch einen Platz frei. Ja, haben wir auch. Ja. Wir haben Platz frei für Bub, Marius und für Dario. Ja, genau. Wo ist wir sind alle hier drin. Wir sind Platz fahren, oder? Rot? Die ist glaube ich. Ich glaube, die ist in der Küche. Am Dach sind wir drum. So, jetzt schauen wir mal, wo sie Backup brauchen. Ja, weil ich brauche noch einen Werkzeugkasten, sorry. Ich habe jetzt ziemlich meinen verbraucht. Bin ich wieder da. Dabei, nee, ich nehme noch mit. Wo braucht ihr Backup? Mechaniker. Wir sind gleich unterwegs. Wir sind gleich mit der G-Klasse da. Ach komm, geh auf, du blöde Tür. Ja, warte, ich komm vor. Ivan, steig ein, los, hau ab! Aufhören, aufhören, auf Suburban schießen, nicht auf Suburban schießen! Jungs, komm, komm, Wimpchen! Ihr immer schreit. Ich glaube, heute mit Doni vorlesen wird's ganz schwer. Das werde ich dann später machen, Leute. Sorry, dass ich die Donis noch nicht vorgelesen habe. Das ist nur gerade sehr, sehr schwer. Ich bin jetzt in der Bierkette, ja. Nochmal an 1 zu 7. Rot lackierte Fahrzeuge sind von den Bikern. Kurze Zwischenfrage, kann mir irgendjemand einen Werkzeugkasten bringen für den Suburban, bitte? Wer muss jetzt... Hallo? Was trinken? Ich hab jemanden mit. Wen denn? Da jemanden von einmal irgendwo absetzen. Achso, ja klar. Komm, wir können gleich durch McDrive fahren. Ja, das wäre Ehre. Ich hab nicht alles verteilt, was ich hatte. Ich hab gehört, jetzt wird's nicht mehr weggenommen. Was geht? Also ich steh genau bei der L-Seitenstraße. Ja, wir gehen einkaufen, kein Problem. Perfekt.
Das ist erstmal wieder ausstatten und ausrüsten. Kein Problem. Biker. So. Ja gut, dann let's fett. Und so ist von da, Mann. Dann fahren wir aber erstmal tanken, hätte ich gesagt. Oder warte, er muss da zu einer Garage, ne? Jupp. Zu welcher fahren wir da am besten? Das ist gerade alles scheiße. Zur Versicherung, maybe. Versicherung vielleicht in Ostenart, ja. Ja, Versicherung mit die Hölle los, eigener, oder? Nein, Maybach ist in der Garage drin. Warte, das ist doch sein eigener hier, der Rote. Hä, der Rote? Der ist voll. Die gehören... Ja, die sind alle voll, die fahren voll. Hier sind es mal auftanken. Polizei fährt auch rum, schau. Geht eigentlich die Polizei auch auf uns los, oder ist es denen egal? Die könnten auch alles machen, können auch auf uns losgehen, wenn sie drauf Bock haben. Ist euch schon halt passiert, oder? Ja, nein, also wir sind eher auf die losgegangen. Doch, wir hatten schon mit Polizei. Ja, aber wir sind auf die losgegangen. Weißt du? Mal, wer da ist. Die ganzen Mechaniker. Oh, warte mal. Die Mechaniker sind noch 2 oder 3 Cops dahinten. Ey! Die Rakete ist gerade Richtung Oceans abgetroffen. Oh, bitte! Tag 6 sind 3 Fahrzeuge, wie wir gesehen haben. Was ist los, Jo? Jo, was geht ab, ey? Vorzeigpapiere, bitte. Soll man euch foltern? Dann wieder nach rechts, dann klären wir die Sache. Der hört sich so scheiße an wie Batscher, Alter. Bitte was? Was? Lass mal ein paar Meter nach rechts gehen und klären wir was anders. Nix, die Zapfsäule heißt so. Ich bin jetzt auch Polizei, guck. Ich hab Polizei. Ich fahr jetzt so rum. Ist eh okay, oder? Was ist der Gerät, Alter? Morris! Ey, sag mal, seid jetzt alle... Ey, wie sieht denn ihr aus? Ach du Scheiße. Haben wir das runtergenommen? Justin. Ey, darf ich bitte, ich würde gerne tanken fahren. Wie wäre das möglich? Ja, wir machen das. Ja, ich darf sie hier nicht verletzen, ist das Problem. Ja, ich darf sie nicht verletzen, ist das Problem. Ich würde gerne. Ja, nehme ich. Dann sind sie selber schuld, ja? Ich sag nichts. So. Wie viel darf es denn sein? 50 Liter? 30 Liter? Ich tank selber. Ich kann selber tanken, ich bin groß genug dafür. Das ist aber nicht so, wie es eingetragen ist im Auto. Das sind primär drin. Ja. Verbandskästen. Wir sind Politiker, das hat immer ein Blaulicht drauf. Ich, Aua, ich geb, komm, ich geb frei Behandlung frei aus. Nee, es hat niemand Aua, es hat keine Aua hier. Hey, wer sind sie denn überhaupt? Was sind sie denn? Sind sie jetzt Polizei oder was? Ah, nicht nö. Ja, was sind sie denn dann? Sind sie FD? Ja, ja. Na klar. Aber warte, wo kommen die ganzen... Aber das ist doch keine FD-Autos, die hier stehen. Das ist doch keine FD-Autos hier, oder? Gut erkannt. Ja, cool. Habt ihr die geklaut? Habt ihr die ernsthaft geklaut, die Autos? Nein, oder? Habt ihr die ich dachte, das wäre hier LAPD. Gewonnen, Jungs. Ja, nee. Sind das alles geklaute Autos? Nee, ja. Alles. Ja. Lecco mio. Alles geklaut. Servus. Hallo. Guten Tag. Okay, das ist heftig, das ist heftig. Gespielt werden. FD hat einfach komplett Polizei Hops genommen. Ist der Parkgarage da im Tunnel. Also, ich weiß nicht, ob es stimmt, ne? Kann sein, dass es stimmt. Bruder. Boah, Alter, pass doch auf. Bruder! Pass doch auf, wo du hinfährst! Holy shit! Alter, mein Herz! Ich will hier weg, Alter. Wir müssen hier ganz schnell weg, sonst geht das hier doch alles hoch, Alter. Warte, lass mich eh nicht aufmachen. Ich mach auf, sonst geht keiner rein. Ah! So. Mach doch auf, ich geh hinten, hab hochgefahren. Schön. Immer noch vom Kartell verfolgt. Er fährt auch für die Tanke rein, ey. Bruder! Noch einen Schuss, ey. Ich hab jetzt vergessen, meine Munition aufzufüllen. Ich wollte. Naja, egal, komm, wir fahren jetzt schnell rüber. Wir fahren am besten an das Autohaus, oder? Ehrlich gesagt. Eben waren da die Schlümpfe. Also diese blau gekleideten. Ja, jetzt gerade, im Moment. Ja, die merken das doch gar nicht. Wir sind ja Polizei, wir haben ja Blaulicht und so. Alles klar. Ich weiß jetzt nicht, glaubst du, das war. Ich weiß nicht. Glaubst du, das war jetzt Polizei oder war das. War das. Ich weiß nicht, wer das war. Denn da im Auto aus? Alles gemischt, bunt. Da war sogar ein Arzt drunter. Das war der Mechaniker, ne? Boah, ich würde so gerne mitten überfahren. Ich hab vorhin so einen Typen überfahren, aber. Doch klar, ich darf alle überfahren. Ja, ich darf voll das rein. Ich fahr einfach alle. Ja. Natürlich, Bruder. Voll in die Menge rein. In meinem Traum zweimal. Da, fahr voll rein. Fahr voll rein. Nee, da sitzt ja keiner drin. Ich mach mein Auto sich nicht dafür kaputt, Alter. So, war mal schnell. Oha. Wer war das denn? Am Hauptplatz kämpfen wir hier. Der hatte aber gerade ein Glück, ich hätte den zusammengefahren. Ja, ich nicht. Ich hab kein Assi. Wieso nicht? Das war ein so gutes Herz. Nee, ich fahr Leute zusammen, die mich anballern. Warte ganz kurz.
das ist einfach 1:7 von Mechanikern, richtig? Oh, ist das schön, mit euch hier zusammensitzen. Ich glaube, das ist ein Kreuz im Kalender machen in der Konstellation. Wer ist denn der komische Kopf mit Blaulicht am Dach da? Sind es wir? Sind es wir? Sind es wir? Das sind wir. Ja, das ist Diesel da. Meinst du am Autohaus? An dem Autohaus? Hä, wieso höre ich den Funk nicht? Okay, die sind nicht beim Autohaus. Das seid doch 1710, oder nicht? Ja. 1710. Wo wurden die gesichtet? Ah, jetzt. Überall an der Tanke da. Ich verstehe kein Wort, weil alle durcheinander reden. Flughafen an der Tanke. Ah, okay. Wir haben alle unter. Flughafen aktuell aktive Schießerei. Wir fallen an. Wir sind einfach Politiker, wir dürfen das. Wir sind, genau. Wir sind die Besseren. Schaff den drauf. So, warte. Lauf. Wenn jemand fragt, sind wir bei der Katzenbande. Ich bin nämlich von Close Range Sniper. Warte, Flughafen, Tankstelle. Wo ist denn da am Flug? Die hier vorne, ne? Die Klopfs auf euch geballert? Die links hier. Am Flughafen, da haben wir jetzt abgewartet, weil sie reparieren und einfach. Ey, welche Tankstelle meint ihr am Flughafen genau? Parkplatz. Parkplatz, ja, danke. Okay, Parkplatz. Ja, mir wurde wieder Tankstelle gesagt. Das weiß nicht. Beim Funk war die ganze Zeit Tankstelle. Ja, Tankstelle ist die neue Parkstraße. Warte, da drüben sind ja Cops, die können wir abballern. Die sind ja gerade rübergefahren. Die sind uns entgegengekommen. Die ballern. Ja, in Maybach, ja, warte. Einsteigen und losfahren. Ich hab keine scheiß Sniper. Warte, da schießen wir kurz. Wir können die zu uns wegkommen. Kannst nur du schießen. Fahr mal an den Reisebus hier ran, von vorne aus. Haben wir Bierkett? Das kann mich irgendwer anrufen, also die so. Er bringt sich nichts, wir fahren. Was, wir bringen den einen kurz weg, hältst du kurz durch? Ich glaub, es gibt mich zum Aufklären. Ja, ich halt Wallab, bist du blöd wirst. Hätte er sein können. Naja, ja, Wallab, bist du aber wir müssen jetzt kaufen, stimmt. Ich hol dir ja, ich muss auch das Problem ist, es ist so ein Chaos im Funk. Ich am liebsten durch Funk ausstellen, wirklich jetzt. Ich schwöre, lass eigenen Funk gehen. Lass eigenen Funk gehen. Nee, aber das Problem ist, wir sind als Gruppe unterwegs, das ist halt, ja. Wir könnten auch mal allein uns ein bisschen splitten, wäre auch eine Möglichkeit. Ja, so, oder wir machen aus der einen Gruppe zwei Gruppen. Ja. Warum machen wir das nicht so, dass einer in den anderen Punkt geht? Das ist meiner. Ich hab das geklaut. Weißt du, was ich gerne hätte? Da ist keine Schießerei. Ja, da wo die Pages sind. Also gerade aus dem Parkplatz schießen die runter. Ja, da. Dach oben, am Dach oben, Bruder. Ja, ich seh's. Wir könnten ihn runterholen von, wenn wir da uns irgendwo hinstellen. Ja, wir stehen am Parkplatz. Parkhaus. Also wir schauen, wir stellen uns da irgendwo hin. Am Parkplatz nicht aussteigen. Wir können von hinten hochgehen. Ja, wir fahren da ein bisschen hoch und dann holen wir die vom Parkhaus, okay? Aber ihr habt keine Sniper. Warte, wir gehen jetzt mal Sniper kaufen. Du könntest auch außen rumfahren. Nee, wir holen. Scheiß drauf, wir holen da die Treppe hoch. Nee, wir holen es einfach für alle Sniper erstmal. Das ist das allererste. Das wird alle mal ausgelöst. Mein Sturmgewehr habe ich. Also sonst bin ich alleine deshalb. Scheiß auf Sturmgewehr, Snipen ist die Macht und Glock dabei, Glock 18. Glock habe ich nicht dabei. Glock 18 mitnehmen und. Ja, kannst du. Achso, scheiße, musst du drüben holen. Ich habe eine B90. B90 ist auch okay, ja. B90 das reicht, ja. Ich B90 reicht auch, okay. Ja. Biker G-Klasse geht auch. Super. Und eine Sniper wäre schon gut. Oh, sorry. Für nichts. Wer ist das? Keine Ahnung. Oh, schade, ich kann kein Drive-By machen. Wollt ihr nicht wegen den Fenstern, ne? Nehme ich an. Ja, welchen Parkhaus seid ihr? Am rechten oder links? Obwohl ich sag's euch, ich vertraue dem Auto gar nicht. Sag ich euch, es ist. Schlechte Erfahrung gemacht. A und B-Säule ist komplett schussdurchlässig. Du kannst so geh schon rein. Ich check das hier ab, dass keiner kommt. Kaufst du die Sachen? Habt ihr Geld? Ich hab kein Geld dabei. Ja, komm, Leco Mio. Danke fürs Auflassen, wie immer. Punkt, check. Check. Noch in den Parkhäusern am Flughafen? Wir sind im Parkhaus, ja. Welchem? Na, im rechten. Also, Kief? Wenn du auf dem Flughafen zuguckst, rechts, ja. Kief, dein Glatzkopf hat im Auto auf dich. Küsschen. Ich tankstelle auf, ja. Hier vorne lag noch so ein blauer Trigger, ne? Der ist aber weg. Boah, bis ich das heute alles vorgelesen bekomme, sorry. Bisschen nervös alle, ja, aber sowas von. Alter, die ganze Welt geht gerade unter hier. Bis 0 Uhr. Wie viele sind gerade da überhaupt? 227 Leute sind gerade online. Okay, das ist, glaube ich, fast euer Rekord. Alter, 227 Leute, die sich alle umbieten wollen. Das ist heftig.
Warum humpelst du so? Ja, ich war im Krankenhaus und ich habe trotzdem noch alle Knochen gebrochen. Achso, perfekt. Aber es antwortet mir keiner auf meinen Liebesbrief, aber okay, klar. Verfolgt uns. Achso, ja, sag doch gleich. Welche Nummer hast du? An die Biker, wir 303. Haben einen, 600 Maybach. Keine Ahnung, wie das passieren konnte, dass er sich, Ryan Ford Suburban. Ryan Ford Suburban in Suburban. Macht gar keinen Sinn. Er ist gerade leer, also im Parkhaus steht er. Ryan ist down. Nö, nee, der Ryan, den habe ich gerade mit den Sonnenwelten genommen. Parkhaus, seid ihr? Recht. Du warst bei der Bertha und das hat nicht funktioniert. Was? Ja, nee, ich rede jetzt gerade mit Marius. Nimmst du die Sniper? Hast du, ist Marius nicht da? Ah, nee. Dann kann ich aber mit P90 schießen. Ich rede drin im Laden. Ist, ja. Oh fuck, da kommen welche. Alter, steht noch drin, Bruder. Polizei. Ey, der läuft doch dahin. Alter, wo rennt er da hin? Marius! Marius, du bist falsch! Da komm raus, Bruder. Ey, die steht. Ja, vor der Tür, Bruder. Was ist los? Geht da weg! Ryan, wo bist du? Ich will nur einkaufen. Jo, der Rebbe war perfekt. Aber nicht. Ja, wir wollen ihn nicht. Der hat uns das auch nichts getan. Komm, wir verpissen uns. Steht ein Auto. Ach, warte, nicht hier vorbeifahren. Wieso? Wir fahren. Tanzt du da unten gerade rum am Airport? Ich bin hier vor dem Airport. Wir können auch zu viert Scheiße bauen, wenn du da Aufbau gehabt, dann tue ich mich hier ein bisschen ausdingsen. Weil ich finde, das ist hier gerade etwas zu viel Chaos. Viel zu viel, ist es. Ja. Down, ja, dann sagst du es doch. Ja, der ist down, rein theoretisch greifen wir jetzt oben. Ja, dann klinken wir uns aus alle gemeinsam. Doch, jemand chillt. Ja, warte, ich frag mal. Aber ey, was macht ihr gerade, alle? So. Ja, ich gehe Leute umfassen. Nämlich gemeinsam vor Punkt 2 und so. Genau. Die Flughafenbesatzung, euer Glatzkopf, den ihr gerade verloren habt, ist am Oceans. Ja, aber nicht, dass die dann, das müssen wir denen schon sagen, dann auch, dass wir uns kurz ausklinken. Ja, wir gehen einfach, wie wär's, wenn wir zu viert in den 1007.2 gehen? Ja. Sind noch Leute am Ocean? Sag das denen vielleicht. Also irgendjemand soll es denen sagen, bitte kurz. Ja. Wir sind Team D, oder? Moin. Ja. Team D, ne? Hallo? Habt ihr ein Funkgerät übrig? Nö. Ja, leider nein, ich. Schade. Nicht. Okay. Sorry. Das kann ich abholen. Warte. Gruppe D geht in den Punkt 1007.2. Glatzkopf ist wieder, hat sein Taxi gefunden. Ich hab mir jetzt die größte RAM-Maschine gekauft oder geholt. Jack. 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 Spitz. Jetzt sag ich, wir machen mal. Ich hätte gesagt, wir machen mal auf Ehre irgendwie mal was Funny-mäßiges. Ja, sag was. Ist ja alles klar. Ja, ich würde sagen, wir stellen uns irgendwo hin und ballern Leute in die Fresse beim Autofahren. Achso, dann fahr. Ja, beim Autofahren. Nö, Du willst dich hier einfach hier ins Gebüsch reinstellen oder so. Ja, sowas in der Art. Wir können auch Bier direkt mitnehmen. Das sind unsere am Schluss. Bruder, weißt du, was geil wäre? So ein Homeland Charger klauen, Alter. Mit rumfahren. Frag mich, ob das Homeland auch angeschossen wird. Nee, weil die sind immer nur hier in der Dings drin. Was ist in der Stadt? Ich will mal gerne ein bisschen raus. Bin ich immer in der Stadt schon. Mir kommt vor, die gehen immer hier auf diese Dings, ne? Auf Kartell. Ich will mal ein bisschen Spaß haben auch. Mal richtig Bock drauf. Ich will auch mal Spaß haben. Nicht genug herumgestanden. Dann lass jetzt schießen auf alle, die wir sehen, okay? Ja, aber dann wirklich auf alle, die wir sehen, wir vernichten uns alles. So viel Zeit habe ich auch nicht mehr, Bruder. Gut. Ich würde auch gerne Leute einfach so abknallen, die gerade am Kochen sind oder so. Das wäre lustig. Ja, aber wir können ja gucken. Okay, wir machen jetzt ab. Wir ballern auf alles, was wir sehen ab jetzt, okay? Ja, nur nicht, nur keine Biker und keine 1-7er. Ja, genau. Das ist natürlich. Ja. Und dann eine Riesengruppe, Bruder. Dann wird zu viert gegen, weiß nicht wie viele. Ja, ja, wir könnten an der Tankstelle campen hier. Das wäre lustig. Weil keiner bedenkt, dass wir hier sind. Oder auf der Auffahrt zum Kartellgelände. Ja, aber campen, dann wartest du halt wieder 100 Jahre. Ne? Du weißt ja nicht, wenn dabei. Ja, aber die gehen doch alle tanken hier, oder nicht? Ja, weißt du aber nicht wann, oder? Ich bin auch wieder. Ich müsste vielleicht dann nochmal aufsteigen, weil ich die Sniper in der Hand habe. Ja, ich auch noch. Ja, warte, sonst lass das hier schon machen. Warte, mach mal kurz einen Halt. Ja. Da, auf den da, direkt. Wer ist das? Ist das einer von uns? Scheint nicht. Keine Ahnung, der hat ja mit was getan, ne? Könnte Kartell sein. Seid ihr alle ready? Ja, einer ist noch draußen, oder? Ist die Sniper nicht weglegen? Okay. Ich hab. Nee, Bruder, ich hab die gerade genommen. Ja, ich würde mal gerne nach Palito fahren, das würde mich interessieren so. Ja,
Abfahrt. Valido, um Abfahrt. Da holen, parken bestimmt viele ihr Auto aus. Digga, Fließerbank, Alter, mach. Ja, Fließerbank, da kommen aber wieder die Cops angeschossen. Also dann wissen wir, sind Futter. Weißt du, was auch geil wäre, Alter? Nur rein, so auslösen und dann warten auf die. Die warten was einfach draußen und die gehen dann rein. Autoclown, Bruder. Autoclown. Der Autoclown. Nicht Autoklauen, sondern Autoclown. Verstehst du? Boah, ist das lustig, richtig, der Autoclown. Ich bin ein Autoclown. Marmeladenbrot. Aber ich hab den Funk, also heute habe ich ihn gar nicht ausgehalten. Es war so ein Kuddelmuddel und alles schreien sie durch. Oder weil jetzt schon, weiß nicht, 50 Leute drin waren oder so gefühlt oder 40. Ja, ja, das ist zu viel so. Das, ich hatte schon fast Kopfschmerzen. Ich hatte die. Ich hab den schon so leise gehabt, Bruder, dass fast schon gar nichts mehr gehört hat. Ja, ich dachte, wir kriegen das besser hin mit der Gruppenbildung oder so, aber das hat gar nicht geklappt. Ich hatte mein Zahnrad schon auf 10%. Da machst du nichts. Der Tauti. Was? Der Toxicity in der City. Ah, ich würde auch so gern Mucke ballern, Bruder, aber. Heute sagt Bose, Noise Cancelling sagt nein, Bruder. Nee. Bodenlos. Beat Waves are singing. Da vorne, da vorne, da vorne. Da vorne. Warte. Hit the neck, Bruder. Aussteigen. Warte, warte, aussteigen. Aber der pittet uns sonst weg, weißt du, was ich meine? Ja, das ist doch dumm. Du ist eine Barriere oder so. Du musst schneller wegfahren, ein bisschen weiter nach vorne und dann, dass er es nicht sieht. Ey, von hinten auch! Hab einen geholt, glaube ich. Hast du einen? Hab einen geholt, glaube ich. Wo? Die sind weg. Ja komm, steig ein. Ich hab den einen, glaube ich, rausgeschossen. Der ist Vollgas rein da. Der war endlos. Sind wieder rein, ist nämlich. Ja, richtig mad. Der wollte dich haben. Der hatte gar keinen Brock mehr, der Bruder. Der hat einfach gar keine Lust mehr auf sein Leben. Ich glaube, der eine hinten, ich bin mir nicht sicher, vielleicht was ein Blitz. Ja, fahren wir nochmal vorbei. Fahren wir nochmal Vollgas rein, okay, so richtig am Pit. Vielleicht wäre es auch geil, wenn die Tankstelle reinrammern. Leute bei der so Tankstelle lustig wegsnipen, dass sie hochgeht. Wow. Das ist so hart lustig, ne? Ja, da vor der Tank dort jetzt. Ach, vielleicht tanken die da vorne, schauen wir mal. Dann rammen wir den fett rein, okay? Weil wir sind ja gepanzert im Auto. Da ist der hier. Ist er da? Da steht da, ja, da ist ein anderer. Nee, das war ein 6x6. War das. Ja, wieso steht hier da so ein Ding? Da steht niemand, Bruder. Nee, das ist kann da drinnen da stehen lassen. Abfahrt. Und nochmal zurück. Der hat, glaube ich, keinen Bock mehr gehabt. Nö, der hat keinen Bock mehr auf sein Leben. Wie ich den weggezwiebelt hab. Mit seinem fetten 6x6 im Gold. Wie er ins Meta reinkommen. Und ja, der war richtig mad. Der hat mich so weggeschubst. Ein Urus, Bruder, war da. Wo? Achso, der ist dann vor uns vorbei, ja, mein Gott. Ja, soll er. Ich fahr nochmal bei einer Tankstelle vorbei, war so lustig, ihn reinzuschieben. Ist da einer? Nee. Ja, schau mal, vielleicht ist da wer, der sich versteckt. Wir könnten uns hier oben auf dem Dach verstecken und warten, sollen wir machen? Da kommt 100 pro einer, ich sag euch, wie es ist, hundertprozentig. Wieso ist so ein Hotspot-Tanker? Nee, ja, sag ich doch. Wir müssen der Stadt eine Tanke gehen, oder? Warte, ich nicht aussteigen, ich fahr zurück, aufpassen. Ich fahr zurück, dass wir hier so ein bisschen hier gesaved sind. Schauen wir mal. Kommt er nicht hoch, perfekt. Du musst, glaube ich, durch deine Augen gucken. Wenn du durch deine Augen guckst, kommst du meistens besser hoch. Ne, ich schaff das nicht. Da hinten steht ein Hubschrauber. Achso. Wo? Da hinten. Schauen wir mal. Der ist zu. Der ist zu. Wenn ihr was seht, könnt ihr funken, wenn wir so verteilt sind. Ich schieße vor den verblassen Dinger. Nein, vorbei fährt einfach rausschneiden. Ich komm da nicht hoch, weiß nicht, was ich falsch mache. Irgendwas mache ich falsch. Na ja, egal.
Also ich sehe jetzt weit und breit erstmal niemanden. Ja, ich auch. Ja, warte mal ab, da wird 100 Pro gleich anerkommen. Ich gebe nur so ein, zwei Minuten, dann wird da einer stehen. Ja, vielleicht liegt es an der Waffe, ja, ne? Tatsächlich war die Waffe. Die Waffe war es einfach. Braucht ihr den Waren? Geht ihr auf Long Range, ich schau mal darüber. Ist relativ wenig, ne? Ich hab gedacht, hier ist mehr los. Nee. Bei dir waren ja vorhin richtig viele Leute hier vorbeigefahren sind, komisch. Ja, ja. Ich glaub, der Fokus ist in der Stadt. Glaub ich auch. Ja, ja, glaub ich auch, aber das ist trotzdem heftig hier so. Ein paar Leute wollen ja ein bisschen nach außerhalb gucken, wegen dem Kochen und so vielleicht. Ah, da kommt einer, glaube ich, ja. Ah, oder? Nee. Nee, doch nicht. Ist, glaube ich, kopflos, das Ding. Ja. Das können wir auch wieder. Können wir ja wieder aufheizen, wenn ihr wollt. Oder lass weiterfahren. Ja, lass weiter. Hast du. Genau jetzt kommt sicher einer, wetten. Ah! Ziehen wir meine Weste drüber. So. Das war's mit der Weste. Kuss. Super. Nein, nicht, nicht, nein, nicht, nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah, ah, nein, nein, ah, 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 ah. So nicht. Miau. Ich wette was, wenn wir jetzt hier wegfahren, kommt uns einer entgegen, wette ich. Da vorne ist einer. Da vorne ist gerade einer gegangen. Ich hab's gesehen. Direkt abgeschnallt. Ja, fahr den. Wo ist? Irgendwo hingerannt, hundertprozentig. Da ist gerade irgendwer rumgerannt. Ich schwöre, ich hab den gesehen. Da war so ein Mann, der hatte so weiße Sachen an, der ist da gerannt da vorne. Einfach I swear to God, ich hab den gesehen. Yes, ich hab ja nichts gesehen. God, ich geh dann schnell auftanken, geben wir unsere Ruhe, glaube ich, am meisten. Do you take drugs? Do you take drugs oder Trockenrohl? Ah. Immer warten, bis ich stehe, ne? So. Cheatcode, alles Gute Nacht, kannst du mich und meinen Freund Eroschitz grüßen? Cheatcode und Eroschitz grüßen mal. Gewürzgucke, Happy Halloween, Dankeschön. Angelo, hey, kannst du bitte mal Mädchen Vanessa grüßen? Mal Vanessa, Zyns Gebiss wurde von meinem eigenen Schutz- und Wachhund gebissen. Was? Du wurdest von deinem eigenen Wachhund gebissen? Das ist aber falsche Erziehung dann. Da muss man echt aufpassen bei Hunden. Ein Steckleis? Das ist alles ein Ding der Erziehung des Hundes. Und wenn, dann ist sich ein Sorbet. Wie die vorne sind, eine Sperrzone. War die schon dort? Ja, warte, fahr mal da mal hin. Schauen wir mal dort rein, was da los ist. Vielleicht ist das so ein Fliegenfänger, weißt du, was ich meine? Schauen wir da mal rein. Das könnte ein Auto von uns sein. Hä, wie ist das? Vorne. Oh mein Gott. Oh nee. Oh nee, es tut mir leid. Ach du Scheiße, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Nein, 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 es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Ich wollte das doch nicht. Herr Kollege, es tut mir sehr leid. Bruder. Was machst du? Perfekt. Es tut mir so leid. Ich hab die angefahren. Wir können die irgendwie aus dem Wald aus. Ich kann das ja nur einmal im Jahr machen. Was ist da passiert? Du musst ja nur aufpassen, weil dieses Auto definitiv nicht dicht ist. Nee, das Problem ist, das driftet zu viel. Weißt du was, wir gehen in den Wald. So. Wir verpissen uns in den Wald und snipen rüber, okay? Wir machen die jetzt voll fertig.
die einen von denen. Okay, dann wieder zurück zum Auto. Wie gerne hätte ich jetzt so einen Panzer? Aber schon lustig, ich habe einfach drei auf einmal runtergekegelt. War ziemlich lustig. Hätte vielleicht doch mal. Geil gewesen, wenn du drei auf einmal weg. Nein. Ja, das wäre lustig. Die Tür hinten. Sind alle drin? Hallo? Hallo? Ja. Da fehlt wer. Mario. Ich bin vom Auto, ja. Was hast du denn für eine Weste an? Der weiß. Was? Der weiß. Ah, die sieht komisch die aus irgendwie bei dir. Ich hab dem vorher gesagt, das soll die weiße Weste anziehen. Das ist ausgesehen als die Alien. Ja, ich war anders angekleidet. Können wir mal rein von gucken, ob sie da sind, oder wir fahren von oben mal vorbei? Oder das wäre selbst mal. Ich weiß, wir fahren von oben vorbei. Ja, das Ding ist halt, du. Ich vertraue dem Auto. Das Auto ist komplett am Arsch. Was ist mit dem passiert? Ja, bei mir ist nichts im Arsch. Doch hinten ist am Arsch. Oh, schon zu viele Leute gucken. Ja, wundert mich nicht. So. Wo das nur liegt. Wir könnten noch mal Dings. Ich fahr noch einmal zurück, schau nochmal, wo der eine hingefahren ist vielleicht. Ist den vielleicht nochmal bekommen. Ich werde angerufen, Cousin, ist was ist los? Cousin? Hallo? Cousin? Ja? Hallo, hörst du mich? Willst du uns wieder über den East Tower Richtung Stadt durchziehen? Ja, ja. Versteh dich. Oh, das war. Da hinten ist wer. Warte, wo? Ich ruf dich gleich zurück. Da. Hier, da. Der fährt auch rechts. Oh, der wird geschossen. Warte, fahr ab. Ja, extrem war es einer. Perfekt. War das dort beim. Ich weiß es nicht. Apotheke oder was? Nee, da hinten war irgendwas. Da hat wer geschossen. Keine Ahnung warum. Ja, ja, aber das war doch bei der Apotheke oder so. Wir können so mal zurückfahren. Ist nicht hier irgendwo? Ich hab's nur schießen gehört jetzt am Ende. Ja, ich auch ganz dumm. Ja, ja, aber das war Richtung Apotheke doch. Auf jeden Fall vollautomatisch M4 war das. Ja, ja, genau. Ja. Mit einem Kopf sein oder so. Ich hoffe, ob wir den anfahren können. Nur aufpassen. Ja, das war jetzt M4. Das war jetzt M4. Ja, ja, beim Apotheke. Das ist weiter hinten dort. War die Straße dort ab bei Apotheke dort irgendwo ist das. Das ist doof, oder? Ah, oh, schon wieder der gleiche, guck mal. Ja, der gleiche, natürlich. Die stehen doch da vorne, oder? Ja. Ja, da fahren sie, oder? Doch, da vorne fährt er, der fährt da vorne. Das ist ein Kopf, oder? Okay. Freilich dann. Was passiert? Ups. Ich war nicht angeschnallt, Jungs. Mir geht's gut. Ich war nicht angeschnallt. Ah, ich hab den Popo-Reimer gemacht, Bruder. Und der baut auf der Baustelle, bleibt da stehen. Der Bleistift, der fährt im Kreis. Alter, ich hab mal Puppe aufgerissen. Der fährt weiter. Ja, scheiß drauf, ich hab meinen scheiß Arsch gerade aufgerissen. Ja, Alter! Scheiß auf deinen Arsch, das wird schon wieder. Das war Arschschleife, war das gerade. So ich hab den Arschschliff meines Lebens bekommen. Ja, komm, warte. Jetzt ist meine Weste wieder im Arsch, weißt du, um das geht's mir. So mal. Ich schnell Westen kaufen gehen. Wirklich nur mal da. Gott. Na, sorry, not sorry, Alter. Ich weiß auch nicht. Der Bruder, wir müssen in der Zwischenzeit fighten. Der ist hier irgendwo. Ja, ja, ich schau doch nur. Chill deine Eier. Sind ja dabei. Aber hier bei der Baustelle ist der sicher irgendwo. Ich wollte jetzt nur nicht. Bei den Toren hier. Da vorne fährt er doch, oder? Ist er das? Nee. Da ist er sicher in die Richtung gefahren. Aber ich brauch Westen, scheiß drauf. Wir fahren jetzt nochmal stadteinwärts, okay? Fahren nochmal stadteinwärts dann. Ich kann Westen kaufen, müsst. Tut mir sehr leid. Da hinten stand er, da hinten stand er. Wo? Hier oben, dort, wo wir vorher standen. Da steht er. Ich glaub's, er geht aufs Dach. Ja, da steht er, der fährt da vorne. Da, hier. Ist ja kein Kopf, ne?
Nein. Ich hab wieder flüchtet, guck dir. Oh. Alban. Alter. Hab ihn. Hast du den Schrei gehört? War das nur ein, oder wie? Ja, hast du den Schrei gehört? Ja, das ist schon mal gut, gut. Schau, hier sitzt noch einer drin. Schau. Nee, hab ich jetzt dich? Ich such den gerade, warte. Ich hab einen geholt. Einer war noch drin, ja. Ich hab einen geholt, ja, da, den einer hab ich geholt. Einer ist noch drin. Wollen wir den rausziehen? Schon auf der Adrenalin dabei. Lass mal das Auto ins Wasser stecken. Warte, warte, da ist doch einer drin, warte. Du kannst gucken. Aceton hat er drin. Die waren kochen, wetten wir? Die waren kochen oder so. Warte, lass mich kurz gucken, ob der auch was hat. Hatte der was hier oder was? Nee, der hat nichts mehr. Ich hab auch ein Auto. Nee, komm. Was, wo? Ein Verbandskasten, nee, komm. Lass reinschieben. Auto. Habt ihr den Schrei gehört von dem? Ah! Der Schrei, wie wir den weggerammt haben, Alter. Ah ja, für alle, die sich fragen, es gibt keine Überschlags- oder Dingsregelungen. Das heißt, du darfst Vollgas in andere Leute reinfahren. Wenn du dich überschlägst, darfst du weiterfahren. Also, der hätte weiterfahren dürfen. Und so weiter und so fort, ne? Also, es ist alles legitim, was hier gerade passiert. Es sind viele Regeln sind gerade draußen. Ich hab dann gehört, hab ich den Berg runter gehört, das war so gut. Sind alle drin? Ja, ich muss aber Westen kaufen gehen, sonst mach ich mal das in Sandy oder so. War doch vorhin gerade ein Alarm. Ja, jetzt fahren wir nach Sandy reinkommen. Ja, dann. Ah, das war gerade lustig. Mein Gott. Sandy, ich find's sogar lustiger, wenn wir. Ich find's irgendwie lustig, weißt du, wenn wir so zu viert im Auto sitzen und einfach komplett random Leute wegmetzeln. Warte, dann hab ich einen Sniper-Shot gedrückt in einen, Alter. Oh, geil. Warte, da. Sandy könnte auch wieder mehr los sein. Das kann sein. Ja, das könnte sein, Sandy. Ja, weil die da alle ihre Autos ausparken. Hoppala. Wenn sich gedacht haben, ah, ist eh nur Polizei. Augen auf die Straße. Auge ja, auf dich. Jetzt ist das Auto schon langsam ziemlich im Arsch. Ja, aber solange die Scheiben nicht kaputt sind, reparierst du nicht. Komm, Rudi, ja, Road to Führerschein verdrückt, ab in die Ferne. Wir sind in the Purge, ist auch scheißegal, wie das Auto aussieht. Wenn es raucht, dann ist es halt so. Musst du echt aufpassen, ne? Ich sag's dir, wie es ist. Ich pass du auf. Ich spreche aus Erfahrung, dass du trotzdem durch die. Also, ja, Bruder, ich hab heute schon geträumt, dass ich zwei aus dem Fahrer weggesniped hab. Aus dem Weiber. Durchs Fenster oder wie? Oder durch ja, habe ich geträumt, Bruder. Durch die B-Säule. Ja, durch die B-Säule. Die gute alte A-B-Säule. Ne? Biker sind verbündet. Ja, die schießt man nicht ab. Ich geh schnell vorne einkaufen und dann. Also, oh mein Gott, da. Das wird ein Biker Alter sein. Das könnte aber auch ein eigener sein. Ne? Ja, müssen wir aufpassen. Ich habe aber gesagt, ich bin da mit dem Blaulicht. Also, wenn das irgendwann nicht checkt, dann ist das mein Problem. Ist das der Grund, dass er nicht umgedreht hat? Das Problem ist, jetzt sind zu dem Wetter sieht Bruder, alles gleich aus. Kaufen, oder? Ah, ja, sorry. Einfach kurz die Demente. Demente? Ne, nicht Demente. Erstmal gucken, ob sich da wer auffällt in der Nähe. Das kann ja sein, chill mal. Parkplatz, glaube ich, Warnwelt. Ja, deshalb ich chill erstmal hier und guck, ob da wer ist, bevor ich was mache. Schon mal Parkplatz, das ist ein bisschen was los. Ja, da stehen welche. Sind das welche von uns? Oh Mann, nee. Wo stehen die? Seh die nicht. Doch weiße Weste. Parkplatz direkt, die gehen doch dort. Ach, das sind unsere. Hast du aber Brille viel, Mann, Digga. Entschuldigung. Die fahren in Golden in Maybach oder so, guck mal. Hallo, wir sind's. Hallo. Hallo, wir sind's. Miau. Chip. Hallo. Chip und geht, Bruder. Miau. Was läuft bei dir? Wer sitzt in Maybach? Wer sitzt da drin? Der Thomas Bruder. Edison. Hallo. Geiler Karre. Ey, wir fährten da vorne mit dem Auto. Blaulicht. Wir fährten das Blaue da vorne. Wahrscheinlich tot. Der BMW, der ist gerade gefahren. Vielleicht ist es offen. Ne, der ist doch gerade weggefahren, oder? Ja, das wird so ein Bellinger sein, Bruder. Aber der ist leer. Ja, der ist leer. Was machst du da alleine? Ich fahr jetzt nach Palito hoch. Achso, ja, waren wir auch. Ja. Habt ihr euch auch schon aufgesplittet? Bitte nochmal. Habt ihr euch auch schon aufgesplittet? Ja, teilweise, ja. Ja, weil irgendwie, es hat nicht so funktioniert mit den Leuten. Immer waren die irgendwo anders. Jetzt haben wir uns da teilweise gesplittet. Stimmt halt wirklich. Ja, es klappt nicht. Ja,
Alles klar, gut, dann. Mach's gut, pass auf dich auf. Also, siehst du, er sagt auch, das hat nicht funktioniert, aber ich sag, wie es ist, das war reines Chaos im Funk. Ja, vor allem, ich habe gesagt, Backup hier, Backup da, es ist. Hallo, wir sind's. Die. Das sind, die haben keine weiße Weste, Bruder. Das sind nicht unsere, das sind die. Sind nicht unsere. Ja, dann ballern wir sie weg, komm. Und das sind 6 Leute gewesen, die da rauskommen. Das sind 6 Leute. Das waren 6 Leute, Bruder. Komm, rein. Ich hab nichts getroffen, aber scheiß drauf, rein. Rein, es tut mir leid. Ich hab's so probiert, ich wollte die nur. Ah! Ich wollte sie nur provozieren. Warte, steig doch ein! Links hinten! Ja, alles gut. Von links hinten? Das waren 6-7 Leute, Bruder. Ja, ich wollte nur provozieren. Ich hab nur 3 gesehen. Da kam die Scheibe wegschallert mit der Snipe. Ich wollte provozieren. Ja, warte. 6 Leute raus. Bruder, ich glaub, Seven ist heute komplett neben. Ich schwör, der ist heute, der will auch gar nicht. Ja, und? Es ist ja 20:51. Marius, Alter, heute geht falsch. Nee, Ehre. Ja, natürlich. Du hast heute nur Durchfall von veganem Fisch, Mac. Boah, ich schwör's dir, Dario, hast du die mal probiert, ey. Ja, ich kann ja ein bisschen länger streamen. Durchfall. Spicy Chicken habe ich probiert. Ja, war richtig böse. Ihr kommt ja bald vorbei. Aber ich in der Zwischenzeit mal vorbeikommen, kann ich noch ein bisschen länger. Ja, natürlich. Links ist vielleicht schon geil. Da. Hallo. Das waren die. Ja, aber jetzt gehe ich ja nicht mehr einkaufen. Gar kein Problem. Er dreht um, wir können snipen. Er fährt rückwärts. Ja, der dreht um. Warte, da drehen wir ins Quer und snipen dann weg. Dreht er? Ja, der dreht. Der kommt von der anderen Seite. Pass auf, der könnte Vollgas in uns reinfahren. Lass hier. Der ist wegfahren. Der kommt. Ja, komm, dann lass einsteigen. Der ist umgedreht. Ja, aber lass einsteigen. Die sind weg. Na, warte. Leute, wo sind die 6000 Leigels? Hau mal drauf hier auf den Schubel. Zu so lang am besten kaufen. Da will ich gar nicht. Ich habe Hunger, ich brauche Essen. Also ich muss jetzt erstmal Essen kaufen und wir müssen irgendwie. Fahr doch McDrive, Mann, bitte. Ja, wo? Ja, dann fahren wir halt in die Stadt, da werden wir gleich abgeschossen. Ey, was habt ihr da? Ey, was ist mit illegalen Waffen etwa? Soll das sein? Hier gibt's dort da Westen. Weißt du, was mir da letztes Mal passiert glaub nicht. Ist? Letztes Mal, die letzte Purge, da habe ich so einen Müllcontainer habe ich da gerammt und er ist reingeflogen, dann kann keiner mehr nach unten gehen und Waffen kaufen. Oh mein Gott. Das war aber nicht mit Absicht. System ausgedribbelt worden. Ich schwöre, hab ihn einfach die Zufuhr gekappt. Wir können uns hier in den Büschen verstecken, am Highway und auch auf Leute schießen oder auf der Brücke runter, auch eine Möglichkeit. Vielleicht hat das schon wer gemacht. Jetzt nur so spontan einfallen. Ne? Wenn ich Glück habe, habe ich in dem Auto noch Westen. Ich könnte mal gucken. Könnte sein, dass ich welche mit habe. Gucken wir mal in die Stadt. Ich glaube, der Hauptshowdown ist noch immer irgendwo in der Stadt. Ja, das ist, wir fahren auch rein jetzt. Mach mal einfach Start, aber ich brauche halt die Westen. Jetzt gehen wir schnell Westen kaufen, Essen kaufen und dann geht's los. Wenn wir es überleben. Ja, durch. Wir haben vorhin zu viert ganz schön viele Leute weggeballert mit der Sniper, aber ziemlich lustig. 2 Leute, Bruder. Nationalbank könnte sogar Schießerei oder so sein. Muss ja wirklich vorbeifahren. Ja, wir müssen ja wegen Drive-In, ne? Drive. Jetzt chillen, dass Leute im Mac schießen durchs Drive-In-Window, Alter. Ja, das würde ich richtig hart jetzt nicht fühlen. Oder vielleicht steht er noch am Schalter dort. Oh, es kannst dich an Schalter hinstellen und jetzt mal, wenn jemand kaufen kommt, ballerst du ihm die Birne einfach weg. Nee, ich drehe die veganen Fischmacks an. Schlimmer als Kopfschuss. Auf den Laden leer. Oder Bereich den ganzen Sicherung. Loot, Alter. Den ganzen. Da kommt der Loot Drop. Der Meckle Drop. Gott sei Dank haben die keinen veganen Fisch Mac, Alter. Ja. Es gibt vegane Fisch Macs. Ja,
Staatsbank nicht so beliebt, oder was? Ich fahre noch nicht am Hauptplatz, wir fahren da mal hin. Oder? Fahr mal Hauptplatz, das würde mir interessieren, wie es da ausschaut. Vielleicht sollten wir mal den Karren reparieren. Bei mir ist der relativ repariert. Also bei mir, ist der komplett verzogen, Alter. Ja, aber die Fenster sind noch nicht kaputt, oder? Solange die Fenster und die Reifen okay sind, ist mir das scheißegal, oder was mit dem Karren ist. Solange das Dach keinen Kratzer hat und die Scheibe drin ist, ist es keine Überschlagung. So ist es. Du weißt schon, dass man sich heute überschlagen darf, ne? Ja. Was solltest du als Fahrer gut wissen? Was ist hier? Schon, das ist ja niemand. Ich wurde hier vorhin umgestreift. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Dass ich am Ende schießt gleich. Nee, das kann ich nicht, da tut mir nichts leid. Perfekt. Ups. Oh, Entschuldigung. Und Leute überfahren macht schon Spaß, ne? Wie der da rennt, ist dieses Humpel da. Ey, beim Traum bin ich heute schon zweimal so draufgegangen. Ey, morgen in der Zeitung, Polizist überfährt mit Absicht Zivilisten. Oder nein. Echter Polizist. Echte Polizisten überfahren Menschen. Dabei, ja. Also wie ausgestorben es hier ist. Da ist, ne? Jemand drin im Klamottenladen, Bruder. Ja, echt? Auch ja. Ja. Dein Ernst? Machen wir. Ja, ey, so wir warten, bis er rauskommt und schießt dir dann einfach die Fresse rein oder geh mal schnell. Ja, ich hier auf dem Parkplatz. Wir könnten ihn zuparken. Ist er da drin? Ja. Ist er gerade in der Umkleide? Ja. Ach scheiße, dann warten wir, bis er rauskommt. Aufpassen, da ist dieses Kartell oder was das ist. Diese blauen Fahrzeuge sind gerade da. Oh, perfekt, danke. Habe ich gar nicht bemerkt zuerst, dankeschön. Ich habe mich gerade auf den ganz anderen konzentriert. Ich habe nämlich hinten auf den Ding geschossen. Ah, jetzt brauche ich aber Weste. Eine ganze Weste hat er mir jetzt gekostet, dieser Typ ist. Ja, ich habe es auch nicht gesehen. Der kommt erstmal Rolle. Ich wollte rüberfahren. Jetzt brauche ich echt Weste, ich bin komplett leer. Und wir müssen tanken. Ich kann dir eine geben. Nee, ich hole schon eine, passt schon. Going to hole Alter, eine. Das war gar nicht mal ja, so blöd. Komm, leck um mit der Popo. Ich mit der M4, das war gar nicht mal so blöd. Wir könnten, ach, weißt du was, wir fahren tanken Richtung. Oder ach komm, ich gehe hier schnell einkaufen. Bitte aufpassen, ne? Das ist jetzt ein sehr krasser Ort hier einzukaufen. Hallo, ich bin's, die Katrin, ich bin im Waffenland, bitte nicht wehtun, danke. So ein Spaß. Alles gut. Die Olga. Sind wir alle drin? Ja. Ja. Passt. Ja, dann fahren wir schnell vorne in der Safe Zone tanken. Perfekt. Wir wurden gesniped. In der Safe Zone tanken und dann gehen wir das Ding mal aufpolieren, ne? Jetzt ist nämlich der Zeitpunkt gekommen, das Ding zu reparieren. Genau jetzt. Stell dir vor, ich hätte jetzt vorhin den Werkzeugkasten wegen euch verloren, ne? Nur zur Info. Hätte ich meinen Werkzeugkasten nicht verschenkt. Hallo, wir sind's, die Katrin. Eine Frage! Kaufen Sie eigentlich Windeln in großer oder kleiner Größe? Ich hab hier schwitzt schon. Ach du Kacke, was macht der denn? Da. Ja, haut ab, hat Schiss. Alter, ich hab leider keine Bereifung mehr und das ist nass. Dem kommst du so, dass da vorne ja, steht ein Lambo. Da steht ein Lambo, ich sehe den gar nicht. Ah, da, ja, gut. Ich sehe gar nicht, was das Ding eh reparieren. Jetzt will ich alles egal, gerade rammen alles rein, was nicht auch mal zwar auf dem Baum ist. Mal hier, der hier. Oioioioi. Oh, schade. Naja, fast. Vor allem irgendeine Gasse zum Reparieren oder ins Bahnhof. Nee, wir fahren die Safe Zone reparieren. So. Wir müssen ja sowieso tanken gehen. Ja, dann. Ja, eben. Oh, da. Das waren unsere, glaube ich, oder? Das waren unsere, ja. Mein Blaulicht geht nicht mehr, ist kaputt gegangen durch den Crash jetzt gerade. Gut gemacht, Kevin. Du hast den Karren lieber reparieren. Ja, ich probiere doch, das Ding lässt sich so scheiße lenken jetzt. Der muss halt auch sein, ne? Der schneidet mir da einfach den Dings weg. So ein blödes Stück. Ah.
frag mich, warte, es soll am Hospital ja sau viel los sein, wenn wir noch vorbeifahren gucken. Das würde mich jetzt echt interessieren, wie viel da los ist. Und Safe Zone. Reparier hier. Nee, wir reparieren ja im, an der Tankstelle. Ja, nicht, dass da wieder einer reinfährt. Nee, wir, daneben. Ich mach mal die. Setz mich bei der Safe Zone ab. Ich geh dann heim essen. Ja. Alter, du essen, ganz viel essen. Schaut, da war der Typ, der vorhin niedergeschossen hat. Ich geh dann heim essen. Der Arme. Ja, er geht jetzt essen. Genau. Hallo, Entschuldigung. Schlechter Zeitpunkt hier. Hallo. Oder kommst du mit, Alter? Deine Frau hat für uns gekocht. Ja, ich komm dann mit. Das scheppert. So, zuerst reparieren wir das Ding gleich. Und dann tun wir es reparieren, genau. So. So, sind das jetzt unsere? Hallo? Ich bin so verwirrt, wer jetzt wäre. Sie sind ganz so. Achso, sie sind. Okay, gut. Nehmen wir aus. So, reparieren wir das Ding erstmal. Nicht einsteigen, bitte, wir reparieren das Teil. Ja, hörst du mich? Dario, Marius, haltet die Ohren steig. Passt aber ja. Es war mir eine Ehre. Ciao, ciao. Mir auch. Ja, Admin kommt jetzt vorbei, das heißt, ich bin leider auch gleich weg. Bitte wie gleich. Ich werde noch ein bisschen warten, bis Andu da ist und dann werde ich mich verpieseln. Dann werde ich noch die Sachen vorlesen, die ich genadelt bekommen habe von euch natürlich. Also bleib noch. Ich tanke noch. Hallo, danke. Alles gut, alles im grünen Bereich. Perfekt. Nicht einsteigen, muss tanken. Hallo? Loster Dude, danke. War ich nicht, Dario schuld. Ja, natürlich, Dario schuld. Ey, mein Cousin ist beim Krankenhaus. Kann der mitkommen? Sollen wir den abholen? Ja, aber der ist nicht bei uns, der war mal bei uns. Ah, okay. Aber spielt ja keine Rolle, oder? Ich sehe ja was, grüß Gott. Grüß Gott. Haben Sie ein starkes Steckgleis für mich? Haben Sie ein Steckgleis? Steckgleis. Danke, das neue Hauptplatz, ja. Weil Safe Zone, die ganze Safe Zone ist jetzt der neue Hauptplatz, ist mehr los. Aber wie viele sind online jetzt gerade? Das würde mich interessieren. Wie gesagt, am 0 Uhr geht ja die Dings los. Einfach immer noch 231 Leute, das ist glaube ich echt neuer Rekord hier. Ja, ist wunderschön. Sind Sie Militär? Nein, ich bin nur einer, der was so wichtig macht. Perfekt, das ist genau so, wie man damit auch, gell? Tschüss. Ah, der war gut. Das ist aber die Stadt, ne? Schau, das sind sie. Fahren wir zum Krankenhaus um, weil dann können wir den eigentlich. Ja, dann zipfen wir den rein. Ich bin auch nicht mehr so lange da. Ja, kann ich dein Auto dann noch einfach haben? Du kannst ja mein Auto haben, ja. Das ist ja nett von dir. Ja, ich hätte auch noch einen. Ich nehme es in Empfang. Ja, ich habe auch einen, aber ich habe keinen Bock, den zu holen. Wenn er geht. Ich finde es ja schade, weil sonst hätte ich heute 100 Pro nochmal bis 0 Uhr. Wo ist der da? Steht doch der Zapfen. Hallo? Ist das der? Hallo? Ist das der? Wer bist du, ey? Bist du sein Cousin? Nein, da hinten steht er. Achso, Entschuldigung, bist der Falsche. Alles gut. Hallo, bist du der Cousin von diesem Stück Kaki? Hallo? Das schreie doch nicht so. Ja, passt, steig ein. Steig ein, wir haben Süßigkeiten bekommen. Nein, Süßigkeiten. Echt? Das ist nicht wahr. Vorne ist noch Platz. Alter. Kaugummi? Was mit Kaugummi? Wer hat ein Kaugummi? Hast du ein Kaugummi am Schuh? Hast kein Kaugummi. Nö. Nein, ich hab ein Steckgleis für dich. Das kannst du hinten einschieben. Ja, ich geb dir gleich ein Steckgleis. Ein Steckgleis. Was kannst du das? Was geht, Cousin? Nee, hier ist Fischi, aber okay. Ja, das... Ja. Haha, es geht gut los. Perfekt. Hey, was los? Ja, was okay, geht? Alles Alter. Gut. Hörst du ihn nicht, oder was? Ich höre nur dich. Oh, der hört nur mich. Perfekt. What the hell? Also warum? Das meint hey, die ist mit, noch jemand hier? Ja, hier sind ja, zwei ja. Leute, hey. Mann. Hier ist der Humpe und Marius Fischi, habt ihr drin. Marius Fischi? Ja. Ja, seit 10 Monaten nicht mehr gehört. Ja, wieso hörst du die nicht mehr? Muss ich höre nur bitte, dich. Dann, so, jetzt, bitte in dein Gehör. Ich hör jetzt Marius. Ja, Alter, ey, das ist ja eine Ewigkeit her. Was geht, Mann? Ja, ich hab viel zu tun gehabt in Europa, ne? Alter. Hörst du mich jetzt? Hallo? Viele Monate. Hallo? Hast du Umpe? Ach, warte. Ich probier mal was. Ich hör nur Marius und dich. Ja, ich muss gerade mal Stimmbänder ölen. Schluck trinken. Hallo? Ah, jetzt höre ich. Ah, okay. Ah, ja, jetzt. Ja, es ist wenn, anscheinend, weil viel los war drüben beim Dings. Ja. Das kann sein. Das war wahrscheinlich also, er braucht noch Waffen. Hat er von euch eine Waffenlizenz? Perfekt. Ich schon, doch. Kannst du Waffen kaufen, wenn ich Ich kann Waffen kaufen, illegal, ja, aber die kosten. Ja. Nicht gratis, ja.
Auch nicht für deinen Cousin. Ich meine, ob du kaufen kannst da am Ding. Ich bezahle es ja. Nee, ich mache nur Spaß. Alles gut. Immer diese Leute, die unvorbereitet hier den Abend gehen. Schlimm. Marius, bitte aufpassen. Ne? Deine Wortwahl gefällt mir nicht. Ach so. Okay. Sagte der Verschollene. Alter, wo war denn der überhaupt? Der war... Ja, wie gesagt, ich habe so viel zu tun. Oh, Schatz, ich schwöre, weißt du, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben? Das ist vor 10 Monaten. Was ist? Ja, beim Anbau mit Dario. Ja. Was war los? Was ist online? Bei Paranoia Dario. Stimmt. Ja, da oben in Palito. Jetzt fällt's mir wieder ein. Sandy. Was suchst du? Ja, ich bin zweimal in dem scheiß Laden vorbeigefahren. Du bist der Waffenkauf. Das schaffst nur du heute, oder? Ja, ich bin zweimal da vorbeigefahren. Ja, bist ein bisschen aufgeregt? Ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Zu viel Spaß. Warte, aber dann kriegst du meine Waffen. Komm mal her. Wo ist er? Du brauchst eigentlich nur einen Sniper, ehrlich gesagt. Ja, warte, ich geb ihm die, Ich hab die M4. Achso, okay. So, ja, dann. Ja, dann brauchen wir hier gar nicht stehen. Ihr snipert alle und ich bin. Ey, da drüben steht ein Auto von irgendjemandem, müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh ja. Komm, steig ein. Ja. Rein in die Olga! Wir sind sonst zu spät! Rein! Oh. Rein da, Jungs und Mädels! Ich bin drin! Aber ich geb dir noch eine Weste nachher. So. Oh, jetzt hat er keine Westen. Na gut, dann hätten wir gleich kaufen können, siehst du? Ja, kann ich auch. Also. Ja, wieso fährst du überhaupt dahin, wenn. Ja, weil ich gedacht habe, wir haben keine. Ja, achso, egal. Wir haben keine Waffe mehr oder so. Chef konnte nicht glauben, dass jemand noch schlechter vorbereitet ist als ich. Ja, tatsächlich. Alles weil ist möglich. Du bist immer ein offizielles Mitglied bei uns. Das ist der Unterschied, weißt du? Hey. Jo. Ich habe noch etwas Positives. Was? Hast du? Ja, ich bin kein Mitglied. Ich darf unvorbereitet sein. Ja, aber dafür bist du HIV-positiv. Oh mein Gott. Nee. Hey, mein Gott, ja. Weiß ich, wo die den Führerschein gemacht haben. Das ist unglaublich. Ein Wahnsinn. Ich glaube, wir haben gar keinen. Fahren wir mal Tankstelle eine Runde. Ich habe eine Idee. Er ist abgebogen. Er wusste ganz genau, als hätte es gerochen einfach. Den Fischmeck gerochen? Oder hat der Furz gerochen, es hat so gefurzt, es hat so rausgezogen. Wir haben sich gerade übergeben und haben einen Unfall gebaut. Alter, wir könnten am Hauptplatz so runterbelzen, ne, wenn wir da auf dem Dach oben stehen würden, das wäre so lustig. Fahren wir hier rüber. Hier über die genau geradeaus hoch. Oh. Ich will mal schauen, ob hier irgendwie wieder lang geht. Da gehen so oft Leute lang. Das liebe ich einfach. Ich liebe nichts mehr als Leute zu überfahren. Dieses Geräusch, wenn es klatscht. Genau, das ist einfach dieses. Das ist einfach wunderschön. Ja, genau, so eins. Mach's bitte nochmal. Wie war's nochmal? Ja, genau. So etwa hört sich das an. Kann ich mir das als Klingelton einrichten? Guten Tag, hallo, ich bin's, oh die Katze. Was ist das hier bitte? Was haben die haben das mit Absicht zugebaut. Oh mein Gott. Oh, was ist denn hier los? Guck dir das mal an. Schau mal, der hat sogar Blaulicht dran hier. Heftig. Oha, der hat geschossen gerade. Ja, der hat geschossen, soll er? Oh, stinky. Ich hab nur ein kleines Problem. Ja. Was? Oh, das wäre eine Zapfsäule. Tankstelle. Ups. Upsi. Hoppala. Komm, schnell. Entschuldigung. Ups. Das wollte ich nicht. Wer war denn das? Dann schauen wir mal, wer das war. Hoffentlich war es keiner von uns. Pass auf die Zapfsäule. Oh, da brennt's aber ganz schön. Das war keiner von uns. So ein Auto fährt keiner von uns, glaube ich. Ich habe aus Versehen die Zapfsäule getroffen. Es tut mir so leid. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Schuss ist ein bisschen verzogen. Aber weißt du, ich habe bemerkt, dass da so ein Porsche steht. Ein bisschen aufpassen, da schießt irgendwo eben runter. Ne? Ja. Ich würde nur gerne wissen, von wo. Ich glaube, von oben irgendwo. Ja, PD-Dach. Da will ich die gerne runterfetzen von irgendwo. Gibt's hier irgendwo eine Location, wo wir runter könnten? Also wo wir runterschießen könnten? Das wird schwer halt, muss fast in die Nähe gehen. Du könntest auf den... Triffst du von der Bank vom Dach? Ne, das ist zu weit weg. Lol, da kommt der geschossen hinter uns Richtung Bank, Hauptplatz. Ich schau mal zurück. Da vorne irgendwo, ne? Vielleicht unten in der Tiefgarage? Gebrauchtwagen irgendwo? Nein, hier, Gebrauchtwagen irgendwo. Ah, tatsächlich, ja. Helikopter auch. Ja, da hoch. Da oben. Hier, da. Das sind unsere. Ne, die sind schwarz. Halt die an, wir snipen von hier oben. Ich sehe sie halt nicht, ne? Beim Gebrauchtwagen.
Das sind doch unsere, oder? Mit den Autos hier. Ja, warte. Ich hab den jetzt mal weggeholt. Also wenn du mir sagst, dass das der ist, dann passt das. Dann fahren wir vorbei. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt einfach drauf geschossen, wo du gesagt hast, das sind nicht unsere, die sind schwarz angezogen. Aber die Westen sind nicht hundertprozentig, weißt du? Wir fahren schon hin mit einer von uns, holen wir den ab und bringen den. Ja, die Westen kommen halt schwarz rüber, weißt du, das meine ich. Nein, der war komplett schwarz, dass wir da unten bist du sicher? Gefahren sind. 100%. Bist du sicher? Als wir hier an der Kreuzung waren, war ein schwarz. Ich habe jetzt den hier angeschossen. Ist das einer von uns? Nee, nö, ha! Ist keiner von uns. Hab ich doch perfekt gesagt, hör mir doch zu. Aha. Glaub mir doch. Ich hoffe nur, dass es jetzt kein Biker war. Keine Ahnung, hat er nicht checkt. Das wird keiner erfahren. Kann er nicht wissen. Betriebsgeheimnis weiß keiner. Ich schau nochmal hin. Von den Loot, noch weißt drin, guckt, oh nee, das war einer. Das war einer. Wirklich? Er ist weg. Ja, ja, das war einer, glaube ich. Das muss ein Biker sein. Och, scheiße. Also, ich komme über den mit. Ist nicht mehr da bei mir. Oh, der ist weg. Nee. Scheiße. Ich hoffe, der ist jetzt nicht, nicht mehr auf uns. Der ruft mich jetzt wieder an. Jetzt sich ein Biker, der sich jetzt beschwert hat. Ja. Oh, schau, was da vorne fährt. Ui, ui. Wo bist du? Ui, ui, ui. Fährt ein Zoom Auto. Pascal ist hinter der Bank beim Hauptplatz. Der ist so ohnmächtig geworden. Hä, warum? Perfekt. Er ist nicht hier drin, ey. Bei der Bank? Ja, hinter dem Hauptplatz bei der Bank. Hier. War da jemand nicht dran angeschnallt? Nee, die Bank war doch hinter uns, da, beim Hauptplatz die Bank. Ach, die meinst du? Okay. Ja, vielleicht nicht angeschnallt. Ich bin gerade auch wieder nicht angeschnallt gewesen, weil ich so aufgeregt bin. Da? Der muss hier irgendwo sein, der Arme. Das ist aber links. Hinter der Bank, beim Hauptplatz. Ach, da, dahinter, da am Parkplatz, hier? Meint er sicher, da, irgendwo hinter der bei Bank. Bei der Kreuzung hier. Steht er vielleicht. Hier muss er sein, hinter der Bank, hier. Da, hier ist er. Da. Ja. Hallo. Perfekt. Wir könnten auf das Dach hier rauf gehen, wollen wir da Sniper hoch? Raus. Ja. Sniper nicht mehr. Ey, wollen wir auf das Dach gehen? Von da könnten wir runterwälzen auf die Cops vielleicht. Ich muss sie aus dem Kofferraum nehmen. Das reicht, ich halt hier unten. Ja, lass mal probieren. Also, ja. Schließ das Auto ab. Ja, natürlich. Pass auf, ne, wegen runterfahren. Natürlich. Ja, das war einer, glaube ich, von den Bikern. Und das Problem ist, man sieht die Autofarben so schlecht. Die Biker haben so einen Perleffekt, hätte ich sonst nicht weggesniped. Aber er meinte, der ist komplett schwarz angezogen. Jetzt habe ich ihn natürlich weggesniped. Ich hoffe halt. Er nimmt es mir nicht böse. Weil das wollte ich nicht. Ich will kein Biker umbringen, wenn die wieder zusammenarbeiten. Abfahrt. Wir uns da im uns befinden. Aber schau, wir können schon drüber ein bisschen, oder? Ich sehe halt keinen von da. Warte. Also ich sehe gar nichts von hier. Nee. So, wir können aber hier auf dem Hauptplatz gucken. Komisch, sonst ein Powernap, ich weiß nicht. Hab ich schon gemacht. Okay. Kann am Wetter liegen, oder? Dass man grün sieht, ne? Ich sehe auch grün. Ja, das liegt am Wetter. Das liegt am Wetter, Bruder. Das liegt am Wetter, ah, okay. Ja, es ist überall so ein Grünschleier, bei mir auch. Das ist das Halloween-Wetter hier. Das ist ja Halloween, dann wettert's hier rein. Ich hab grad ein Auto vorbeigefahren, aber ich weiß nicht, ob's. Oh, da ist gerade vorbeigebrettert. Perfekt. Ist wieder einer vorbeigebrettert? Ich glaube, es ist aber auch einer von uns oder so. Wir fahren alle Maybach heute. Ist echt schwer rauszufinden, wer ist, wenn alle Maybach fahren. Schießt irgendwie auch mit einer Sniper. Was? Er schießt irgendwo auch mit einer Sniper.
Da stehen zwei Maybachs auf der Kreuzung. Ja, aber die sind leer, da ist keiner mehr drin. Ja, hier oben ist nichts. Gehen wir nochmal runter. Da ist, kannst du vergessen. War sachte runter, bitte. Ja, geh du voraus. Du musst aufpassen, wenn du musst langsam runter, weil sonst... Da ist ein Maybach, schauen wir mal, wer das ist hier. Ist das unserer? Welcher? Da unten, guck. Ja, ich weiß nicht. Jetzt gucken, wer da drin sitzt. Ist das unser um Maybach, der da kommt? Nee, der ist Gold, der ist Gold, der ist Gold. Der ist Gold? Marius, da war einer bei dir. Einer, die schießen vom Parkhaus da. Beim Ammunition. Gerade ein Auto hochgefahren. Kommt rein, kommt rein. Jetzt muss ich dann aber da gehen, Leute. Handel ist, glaube ich, da. Also, soll ich da hoch? Gut, dann lese ich noch die letzten Dings vor. Jetzt muss ich leider weg. Leider, leider, Leute. Perfekt. Ich habe jetzt zum letzten Problem. Ja, ich muss jetzt leider weg, ne? Tut mir leid. Achso. Ja, du musst rüberrutschen. Ich werde mich hier verpissen. Okay. Zieh den Schlüssel ab. Okay. Sollte offen sein, warte. Jawohl. Dann lese ich noch ganz schnell vor, Leute. Das ist heute Stress, das fuck, Alter. Heute richtiger Stress hier. Mal schauen, ob ich mich hier irgendwo durchschlagen kann, dass ich hier... Dario? Ist hier ganz schön weg. Ich glaube, Dario ist weg, so wie es aussieht. Irgendwas ist passiert mit ihm. Vielleicht runtergefallen. Der ist runtergefallen? Ja, maybe. Ich höre ihn ja nicht mehr. Du auch nicht. Ja. Willst du den holen? Nö. Ich muss jetzt ja weg. Alles gut, wir holen ihn. Warum musst du weg? Weil Andel da ist. Andel ist zu Halloween hier. Und das geht natürlich vor als hier so ein Stream. Auf jeden Fall, ich lese noch hier alles vor, Leute, was ich noch bekommen habe, damit es noch ready ist. Sorry, dass ich heute zu lange gebraucht habe, aber es war heute sehr viel zu tun. So. Vor 4 Stunden Chris Nemlo will vielen Damen. Das haben wir alles vorgelesen. Quinten, danke fürs Subwerden. Beastix, du wirst. Das haben wir vorgelesen. Da bin ich stehen geblieben. Daverix, meine erste Spende, danke, dass du. Hallo, dass du mich seit 2 Jahren begleitest, du mich immer zu lachen musst. Ich mach gerade Schluss. Quentin, danke für 2 Euro. Was geht, als es Bein hat? Minko, danke fürs VIP werden. Paul Schmolke, danke schön. Guten Tag, danke schön fürs VIP werden. Max Gaming, dafür 1 Euro. Pydomi, Happy Perch, vielen Damen. Liam Braun, dafür 90 Cent. Han McNeil, habe ich ja vorgesehen, hat nochmal du kannst, was? Du kannst ein Traum und Wünsche erfüllend sein und jetzt Vollgas, habt Spaß. War auf jeden Fall geil. Wir gehen jetzt Süßigkeiten sammeln, Leute. Wir ziehen uns jetzt an als ein Hund, ein Tiger und eine Schnecke und dann gehen wir zusammen sammeln. So, Pixel Power, danke für 20 Euro. Ziehen uns Zifus, danke für 2 Euro. Toxic Ghost, hey, ist meine erste Spende. Würde. Er wünsche euch viel Spaß bei der Purge. Bro, beste 3, 10, danke fürs Sub werden. Laura the Evil, hallo für. Wird cool heute. Und noch eine Frage, gibt es noch eine Autogrammkarte für die 50 Euro Mitgliedschaft? Die gibt es noch, ja. Die gibt es sogar noch. Philipp Becher, danke fürs Sub werden. Sebastian Eigenthal, danke fürs Sub werden. Lord Landschaft mit 50 Euro für dich auf einen schönen Abend für den Server. Ah, Hirsch! Dankeschön an Fangamer. Hexion, du hast dir das Geld gut verdient. Ich schaue dich jetzt seit 7 Jahren und habe dich jetzt ein bisschen vernachlässigt. Ich bin halt Landwirt und da habe ich leider nicht so viel Zeit. Aber heute gönne ich es dir. Kuss. Geht raus in den Fendt-Gamer. Macht die Katze da gerade? Geht's dir gut? Was hast du da gerade gemacht? Also, ich glaube, der hat gerade einen Niesanfall gehabt. Des Todes. So, sorry. Ja, nicht kotzen jetzt. Nicht kotzen. Marvin Radke, danke für 20 Euro mehr. Und ich schau, jetzt bin ich gar nicht mehr da. Von hinten sieht es so aus wie Agent 47. Ja, das ist vorhin aus. Ne? Fabian, danke fürs Subwerden. Fabian, danke für 10er. Mach weiter wie immer.
Victor Sanguinak versippt werden. Bram Nightfall, ich feiere euren Perch, wenn so. Ich gebe mir drei Leistungs gleichzeitig Kuss. Marcel, danke für den Euro. Machst du eigentlich mal einen Discord-Talk? Vielleicht mal. Vielleicht mal so Antworten, Fragen. Axel SH55, danke für den Euro. Marcel, bin gespannt, ob das Kartell nicht einen Vorteil hat, wenn sie Waffen. Das haben sie sicher, aber sollen sie. Ich habe da kein Problem mit. Wurde von meinem eigenen Schutz und Wachung, ist das aber vorgelesen. Angelo, hey, kannst du bitte mein Mädchen Vanessa grüßen? Vanessa. Die Gewürzgurke mit einem 10er Happy Halloween, dankeschön. Chitcool aber vorgelesen. Tacha nochmal. Wünsche euch noch einen schönen Abend und angenehmen Abend. So. Playboy Jamie, danke fürs Slip werden und der Fantgamer nochmal. Da vielen Dank, Fantgamer. Aber ich sehe ich öfters im Chat und so dabei, ne? Aber Liebe und Kuss geht raus. So, wer jetzt weiter den Purge mitverfolgen möchte, der soll bitte zu Marius. Ich weiß nicht, streamt Dario? Dario streamt, glaube ich, nicht. Muss mal gucken. Marius streamt, das weiß ich. Marius streamt, da gibt es das ganze Purge-Event zu sehen. Und lass mal Dario gucken. Streamt Dario. Ich kann seinen Namen noch immer nicht. Psycho-Style mit. Oder zum Dario. Dario streamt auch. Also entweder zu Marius oder zum lieben Dario weiter gucken, die streamen weiter. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht, ein wunderschönes Happy Halloween. Und ja, wie gesagt, die Purge geht jetzt noch bis 0 Uhr weiter. Wäre zwar noch gerne dabei, aber gibt an wichtigere Sachen, die besser sind als das. Also Leute, haut rein. Ich verabschiede mich, Tschinskowski. Bis zum nächsten Mal. Bis Kuss. Und ich muss mich nur austragen. Ich muss mich nur austragen. Das ist ganz wichtig auf der Startseite. Weil sonst lege ich mich auf, dass ich nicht ausgetragen bin. Aber ich bin ausgetragen. Armer Freddy ist heute nicht dabei. Hört er mich jetzt gefunden? So, jetzt bin ich raus.